Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Kevin, aka Papa Platte hier. Ja, wir werden uns über alles Mögliche unterhalten, so über jetzt nicht unbedingt seinen Werdegang, sondern so Dinge, über die wir auch privat uns unterhalten, so die ein oder andere Schweinerei. Ja, wird ganz lustig und ich würde sagen, echt, ja, manchmal vergisst man vielleicht zu sehr, dass die Kamera da ist, aber ich möchte mich bedanken bei Athletic Greens, die Sponsor des heutigen Podcasts sind. Athletic Greens ist eine Supplement-Firma, die sich zum Ziel gemacht hat, so viel wie möglich Mikronährstoffe in ein Präparat zu packen, das man dann zusammen allumfassend täglich verwendet. Da sind über 75 Mikronährstoffe drin. Ich verwende das Ganze seit über 6 Monaten, habe es getestet und muss sagen, bin überzeugt davon. Schmeckt nicht besonders gut, ja, für die Leute, die sich jetzt wundern, wie passt da alles so rein, aber dafür geht man ein bisschen kopfschmerzfreier durch den Tag. Falls ihr eurer Gesundheit was Gutes tun wollt, dann habt ihr unten in der Beschreibung einen kleinen Link, wo ihr auch noch was Kleines dazu bekommt, sollte euch das interessieren. Danke an Athletic Greens und viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Okay, es wird aufgenommen, bis die SD-Karte voll ist. Das hat er gut gesagt. Das machen wir immer. Wo waren wir eigentlich vorhin stehen geblieben? Worüber haben wir gesprochen? Jetzt, genau. Das war nämlich, als du und ich im Gym waren und wir gesprochen haben, wir haben uns so, also so eine hypothetische Diskussion gehabt. Steigen wir direkt mit den spicy Themen ein? Ja, genau. Okay. Nee, weil das mich auch sehr persönlich sehr interessiert. Und wir haben darüber diskutiert, wie schwierig das Frauen zu erklären ist, dass wenn du auf Snap bist oder auf Instagram mit anderen Frauen zu schreiben, wenn das sexual ist, dass das eigentlich ist wie Pornos gucken. Bro, das, oh mein Gott, ich sehe das komplett genauso. Da haben wir damals drüber gesprochen. Ja. Ja. Wie so, ich sage immer so Porno plus. Ja. Also ich mache das nicht mehr, aber so habe ich das früher auf jeden Fall gesehen, ja. Also weil ich jetzt gerade in der Beziehung bin halt. Du bist jetzt in der Beziehung? Ich bin in der Beziehung, ja. Mhm. Und auch sehr glücklich. Ja, und ich finde so, das wäre halt jetzt super disrespectful, weißt du? Und deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal machen. Also um dir den Kontext zu geben, ich hatte dir das ja schon damals gesagt, ich habe früher in einer damaligen Beziehung quasi das so gemacht, um irgendwas zu verdrängen oder so. Ich glaube, das war auch so diese Zeit, wo so Social Media, vor allem natürlich Streaming halt so angefangen hat, so ein bisschen aufzupoppen und man das erste Mal so, ne, man kriegt auf einmal mehr Girls, die einem schreiben und so, oder überhaupt Girls, die einem schreiben, in meinem Fall. Und ja, dann ist man so, shit, was geht ab und so und ist dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, findet es auch irgendwie so geil, dass die dich kennen oder so. So war das bei mir auf jeden Fall am Anfang, dass ich das auch irgendwie geil fand, dass die mir schreiben, weil ich bekannt bin, glaube ich. Ich war halt mit 18, 19 so super verwirrt einfach. Wie alt bist du jetzt? 24. Ich würde auch echt sagen, ich kann mich gar nicht mehr... Letztes Mal, als du hier warst, warst du 18. Ich muss echt sagen, ich kann mich gar nicht mehr mit der Person identifizieren, die ich mit 18, 19 war. Krass. Aber ich glaube, kann das irgendjemand? Weiß ich nicht. Bei kannst mir, du das? Es fühlt sich so an, als wäre es eine andere Person. Wirklich eine komplett andere Person. So, Pubertät ist auf ein paar Sachen halt. Hä? Pubertät ist ein Bastard. Ja, komplett, Digga. Aber, ja, auf jeden Fall habe ich es mir jetzt halt komplett abgewöhnt. So, wenn ich halt irgendwie so horny bin oder so und ich weiß so, wohin, Digga, dann ziehe ich mir halt einfach ein Porno rein oder schreibt der halt. Das sind halt meine Wege dann. Ich fand es übel interessant, weil ich, also ich hatte da halt jetzt lange dann keine Freundin und so und ich glaube, das ist das Normalste der Welt, Digga. Ich meine, ja, also wenn ich keine Freundin hätte, dann wäre das natürlich ein ganz anderer Schnack, ne? Ja. So, dann würde man das wahrscheinlich häufiger machen, ja. Aber das ist so eine Sache, die, ich weiß nicht, wenn du, guck mal, wenn du jetzt auf einmal irgendwie berühmt wirst, im Internet bist und dann auf einmal, das können sich ja Leute auch nicht so, also nicht so einfach vorstellen, Digga, die schreiben auf einmal super viele Mädchen und ist halt definitiv auch eine super schöne dabei. Ich habe auch und krass, es ist ja auch sehr schnell klar, worum es geht. Komplett, das ist immer relativ obvious. Man hat dann irgendwann auch so ein Gefühl dafür. Yeah. So ein Scannerblick. Man sieht schon gefühlt an den Profilbildern. Ich hätte Nico kann das auch übelst krass. So, man sieht schon so an den Profilbildern, worum es geht, sag ich mal. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Über was hast du gerade gesprochen? Dass halt dann eine schöne Frau dabei ist, wenn dann so viele schreiben. Scheiße, ich weiß nicht mehr, aber bring einfach deinen Punkt zu Ende. Und als wir dann dort waren und wir drüber gesprochen haben, ich fand es halt interessante Diskussion, weil ich habe mich das auch gefragt, so ist das jetzt eigentlich Fremdgehen? Mhm. Darüber haben wir eigentlich gesprochen. Ja. Weil aus der Perspektive der Frau verstehen wir das ja komplett. Ja, 100%. Also so, wenn du würdest dieses ja auch nicht machen lassen. Ja. Aber dann denkst du so, ja, aber ich bin ja ein Mann und ich bin übel horny und das macht's ja anders und für mich ist es ja wie Pornos gucken. Ich weiß das ja. Das ist ein wildes Statement, so dieses, ja, ich bin ein Mann und ich muss mich ausficken. Genau. Das ist so ein... Ich weiß nicht, ist halt Bullshit. Ja, ist Bullshit. Ist Bullshit, aber man macht sich halt gerne einfach. Und das fand ich übel interessant, weil wir eigentlich darüber gesprochen haben und wir waren beide so der Meinung, so, wir wissen ja eigentlich, was man meint, wenn man das tut. Das ist ja so,
okay, dann hast du deinen Schwanz in der Hand, so, dein Hirn ist wirklich leer, Digga, du sollst keine Entscheidungen in diesem Zustand treffen, dann auf einmal ist dein Handy wieder, legst du aus Hand weg, du bist fertig und dann bist du so kurz, du hast diesen Moment der Leere und denkst dir nur so, what the fuck, what have I done? Und dann... Hast du das nach dem Wichsen, dass du so dieses Bereuende hast, dass du so, man sagt kommt ja, drauf an, diese Post-Nut-Clarity, dass man irgendwas krass bereut? Weil ich glaube, ich hatte das noch nie in meinem Leben. Echt nicht? Also, guck mal, man kennt dieses typische... Bruder, was haben wir gesagt vor Podcast? Wir machen ehrlich Podcast. Wir machen nicht, ehrlich. Nicht so... Nein, Bro, das ist was mein... haben wir gesagt vorhin? Pass wegen auf. Lügen und so. Bro, wir lügen hier nicht. Aber guck mal, jeder kennt dieses... Jetzt Manuesen einblenden. Voila! So, jeder kennt so diesen Moment, dieses not my proudest fab. Ja. Weißt du, wenn man wieder sich den guten alten Hentai reingezogen hat und sich so denkt... Guckst du Hentai? Nee, null. Wirklich 0%. No joke. Ich habe aber mit 15... Jeder kennt? Nein, habe ich nicht. Mit 15 hatte ich eine kranke, nicht eine Hentai-Obsession, aber so eine Cartoon-Porn-Obsession, würde ich sagen. So, natürlich. So diese ganzen Serien, die ich geguckt habe zu dieser Zeit. So Kim Possible war krass auf jeden Fall. Dann Katara von Avatar und... Und dann Rule 34 eingegeben. Und nee, das kann ich damals noch nicht. Das war einfach nur den Namen und dann Porn. So richtig Billo, auch noch so bei Google Bilder. Das war richtig low, Digga. Und dann später noch American Dragon, da gibt es so eine Blonde, die heißt Rose. Ja, das ist wild, Digga. Das hat irgendwie richtig weird angefangen auch. So, ich habe mit 14, das muss schon früher gewesen sein, wahrscheinlich so mit 12 oder so, habe ich, glaube ich, meinen ersten Porno gesehen, quasi in Anführungsstrichen, so Hentai-mäßig auch. Also vorher habe ich, glaube ich, schon so normale Sachen gesehen, aber so meinen ersten Hentai habe ich, glaube ich, so mit 12 gesehen und auf YouTube. Das waren so zwei Anime-Girls, die so rumgemacht haben einfach. Digga, ich hab als Kind mir das dann reingezogen. Ich dachte so, Alter, als ich den normalen Porno gesehen habe, hab ich so gedacht so, Alter, eigentlich Hentai viel nicer, weil das war das erste Mal so eine Möse up close gesehen, aber so eine, kennst du diese richtig ausgeleierten Pornomösen? Also halt jetzt nicht, dass jede so ist, aber so eine... Meinst du jetzt bei Hentais oder bei normal? Bei normal. Und da habe ich halt einen so erwischt ganz am Anfang, wo das halt so wirklich super eklig war. Ich war so, Bro, so sieht doch keine Möse aus, Alter. Ich war so ein Kind. Ich war so, Digga, nee, wie der schnell zu diesen Zeichentrick-Dingern, da sieht das alles besser aus. Ja, safe. Ich glaube, das war so ein bisschen harmloser vielleicht am Anfang, ne? Ja. Vielleicht war es das. So, ich aber glaube, du bist doch damit aufgewachsen, Digga, diese Charakter mit, also wenn du keine Ahnung was geguckt hast, dann warst du, also du warst, hast dich dem voll verbunden gefühlt. Ja, und du warst auch attracted zu denen teilweise. Genau. Ja. Ich habe mich in Dinge verliebt, einfach Digimon damals, als ich 5 oder 6 war, habe ich mich in Dinge... In Digimons oder in die Charaktere? In die Dinger. Fandst du Agumon hot? Sowas gibt's ja auch, ne, Leute, die sowas feiern. Aber nee, ich fand die Schwester von diesem Main-Character von Tai... ich habe eine im Kopf, ich glaube, die meinst du. Ja. Dann wollte ich immer in Digi-Welt gehen als Kind. Als ich 5, 6 Jahre alt war. Ja, Pornos ist wild, Digga. Ich hatte vor meinen ersten Porno-Erfahrungen auch richtig Angst. Es ist ein shocking Moment in meinem Leben gewesen. So. Ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig was Pornografisches gesehen an dem PC von meinen Eltern. Wir hatten einen so einen Crack-PC bei uns im Haus. Da haben wir so, ja, immer so irgendwie, alles wurde da gemacht so. Was irgendwie so auf Webseiten waren, wo man sich dann doch mal ein Virus einfängt, sag ich mal, weißt du? So früher gab es noch kein Spotify, dann wurde da mal eine MP3-Datei runtergeladen, so diese Filme. Und da waren am Ende dann, da muss irgendwie so ein Virus installiert, also beziehungsweise halt irgendwie raufgekommen sein, der so noch mehr Viren quasi so, am Ende waren 300 Viren oder so circa da drauf, als wir die dann irgendwann mal gereinigt haben. Und da gab es auch noch, dazu erinnere ich mich, so ein Virus quasi. Ich habe da irgendwas gemacht und auf einmal kam so ein Pop-up, das war so rechteckig und da waren einfach so 3 Arschlöcher nebeneinander von Frauen und ich fand's übelst gruselig, Digga. Ich fand's richtig gruselig. Ich dachte so, Junge, was ist das, Digga? Schnell zugemacht und weggegangen. Und dann irgendwie so ein halbes Jahr später oder so habe ich dann, glaube ich, so meinen ersten Porno gesehen. Aber es war nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, es war bei mir nicht so, dass ich jetzt so das mir angeguckt habe und so dachte, holy shit, das ist übelst geil. Null. Sondern es war so eine schwarze Seite, also nicht so wie bei Pornhub so dieses Dunkelgrau, sag ich mal, sondern so richtig schwarz und so in richtig schlecht, so richtig so, ja, nicht in geil programmiert, sondern so das einfachste und billigste HTML-mäßige, so war das. Und dann in der Mitte war einfach so ein straight up so ein Player einfach. Und da war so ein Typ in so Jeans, Bro, der hat dann so einfach nur den Reißverschluss aufgemacht und seinen Cock rausgehalten. Ich hasse es, wenn Leute Klamotten anhaben im Pornos, das geht gar nicht. Die Frau? Okay, bei Frau ist geil, dann Unterwäsche. Ja. Oder so. Oder Kleid ohne Höschen oder so. Ja, das ist, okay, bei dem Guy meine ich halt. Stimmt, okay. Connoisseur. Digga, habe ich schon die ein oder andere Freundin dann
warum findest du mich hässlich? Wieso willst du mich nicht ausziehen? Und dann bin ich so, lass lieber an, ich erkläre es dir nicht. Ich finde es halt geil. Schon ja, ich finde es auch krass. Ich muss aber sagen, ich fand es nie geil, wenn der BH noch anbleibt. Ich weiß nicht warum, aber das kommt nicht. Drauf an, was für einer. Kommt auf viele Dinge an. Ja, I guess. Aber es kommt viel besser. Aber es ist auch krass. Wir sind gerade von diesem Snatcher-Ding hergekommen, ne? Ja. Aber. Und du hast eigentlich gefragt, doch, was im Dinger ist mit Postnet Clarity und so. Genau, können wir gleich nochmal zurückkommen. Weil du ja nie Probleme damit hattest, weil du immer proud warst auf deinem Fab und warst immer so, yes, that's it. Mann, so war es jetzt auch nicht. Nicht, dass ich proud war, aber Kannst du nur kurz was vorlesen? Das ist ein guter Freund von mir, hat das heute in seine Story gepostet. Der hat in seine Story gepostet. Ich nehme heute mit Tim Gabel Podcast auf. Ich freue mich schon 90 Minuten auf den unglaublich großen Schritt von dem Mann zu sehen. Ja, Bro, du sitzt halt immer in deinem Podcast so da. Bro, wer saß gerade? So saßt du gerade da. Schau, das Ding ist, ich sitze so da, aber bei dir ist die Hose so eng, Bro, dass man so die kompletten Balls sieht. Weißt du, bei mir, guck mal, hier ist noch Space. Bro, du saßt gerade auch so. Ich sag, ach komm, scheiße. Ich sitze jetzt für dich so. Scheiße. Digga, kennst du das so bei, hattest du schon mehrere Beziehungen? Ja, ne? War das bei dir, würdest du sagen, du hast immer so denselben Typ Frau gedatet? Oder nein. Also jetzt so vom Optischen nur? Vom Optischen, nö. Okay, weil ich habe bei mir krass gemerkt, ich habe... Aber gibt es so Präferenzen für so ein... Ja, also ja normal, so man hat dann halt irgendwie, ja, safe. Aber so, bei mir war das krass, so Pornos haben sich heftig geändert mit den Girls, die ich gedatet habe oder auf die ich gerade in dem Moment stand. Das war richtig krass sogar. Also ich habe, als ich so 13, 14 war, habe ich halt eine thailändische Freundin gehabt zum Beispiel und habe ich eher so Shit geguckt. Dann hatte ich halt irgendwie... eine blonde Freundin, dann habe ich sowas geguckt. Dann hatte ich irgendwie eine Freundin, die mehr curvy war, dann habe ich sowas geguckt und so weiter, weißt du? Ja, aber das findest du das nicht auch so bei Filmen oder so? Keine Ahnung, oder also du hast irgendwie Situationen in deinem echten Leben oder Personen, mit denen du zu tun hast und dann findest du das irgendwie so... Man kann da mehr relaten, ne, mit dem Film. Ja, weil dann so dieses Implizite noch viel mehr dabei ist. Das ist so voll random. Ist genauso mit Musik, glaube ich, so. Deswegen ist, glaube ich, auch voll wichtig, wann und von wem man einen Song gezeigt bekommt. Ja, Mann. Also das ist übelst krass. Also ich merke das bei mir heftig so, wenn, keine Ahnung, wenn zum Beispiel irgendwie, sagen wir, Sonnenuntergang auf der Autobahn und man kriegt dann einen Song gezeigt. So ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man einfach so irgendwo zu Hause am PC sitzt und sich das da alleine reinzieht. Und so voll die Kacklaune. Ja, genau. Und dann ist es aber so voll der Happy Song oder so. Ja, ja, ja. So dann catcht man so gerade gar nicht den Vibe so. Da geht es mir übel oft so. Aber ich bin generell so ein bisschen, habe ich so Probleme, wenn so Leute mir auf Krampfmucke zeigen. Ich kann die nie gut finden. Ja, ich finde es auch schlimm. Ich muss alleine irgendwie hören. Ja, check ich. Nee, aber ich habe so Post-Nut-Clarity-mäßig, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals hatte. Also so, dass man, wie fühlt sich das an? Das ist dann so richtig so, dass man sich denkt, weil Leute beschreiben das immer so. Du wirst doch einmal in deinem Leben dich hingesetzt haben an irgendeinem gottlosen Samstag und dir irgendwie 7 Meilen runtergeholt haben und dir einfach gedacht haben, what the fuck, was habe ich heute eigentlich gemacht? Jetzt mal im Ernst. Das Ding ist halt... Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Ich glaube, ich habe ein krasses Masturbations- und... Also nicht mal nur Masturbation, sondern einfach ein krasses Horny-Problem. Also so wirklich... Also gerade befinde ich mich echt in so einer Phase, Bro, das ist wirklich wild. Also das ist wirklich so, 3-mal am Tag ist relativ normal gerade. Also 2-mal ist wirklich Stani seit Jahren. Das ist richtig gruselig. Ich habe das Gefühl, das ist schon ungesund vielleicht. Fun Fact, genau darüber mache ich mir auch Gedanken. Ich habe eigentlich so ein Video dafür geskriptet gehabt, um also quasi zu gucken, was passiert durch Pornokonsum in deinem Hirn und so ein Scheiß. Mhm. Auch ein sehr guter Homie von mir, auch 3-mal am Tag. Bist du der Homie? Okay. Und das war dann so, Digga... Nein, du hast halt, so wie du sagst, Digga, keine Ahnung, das passiert halt irgendwie schnell. Und dann, aber ich muss auch sagen, ich bin auch so ein Stresswichser. Ja, komplett. Ich glaube, das ist es nämlich. Das ich glaube, ist so das ist so ein Stressventil bei mir. So, dass ich halt sehr oft sehr viel um die Ohren habe und dann sehr K.O. bin und so. Und dann denke ich so, ja, komm, jetzt nochmal schnell, Digga. Und dann schmeißt du den Stream an. Ja, und danach aber direkt nochmal. Ja, normal, Digga. Ja, und Digga, das ist, was wollte ich sagen? Ja, das Interessante ist, es ist eigentlich scheiße. Ich habe das jetzt dann auch aufgehört gehabt. Dann habe ich aber wieder angefangen. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das Witzige ist, finde ich, woran man es merkt, es macht deine Konzentration kaputt. Auf hin so? Ja. Also wenn du mal wirklich, also ich habe es dann so 3 Wochen komplett gelassen und dann halt so zu Gott
kennst du das als Kind, keine Ahnung, war so Otto-Katalog irgendwo da so, auf der Toilette oder irgendwo im Bad oder so? Und dann bist du auf Unterwäscheseite gedingst? Ich war mal in so einem Airbnb und hatte kein Netz oder kein Handy oder irgendwas war. Und ich habe genau nach sowas gesucht und habe so, ich weiß gar nicht warum, aber einfach so ein bisschen rumgefummelt da so. Und auch so irgendwie so auf so random Basis war ich wirklich gottlos horny in dem Moment. Einfach so oben auf so Regalen geguckt in diesem Airbnb. Digga, lag da einfach so ein Playboy rum. Digga, es war einfach Jackpot. So. Ich dachte so, Junge, oh mein Gott, Jackpot, Alter. Das war so krass, das war so random. Aber ja, so dass man so zu einfacheren Sachen quasi masturbiert, meinst du? Ja, also so zu, genau, dass du halt auch, ich finde, ich bin so ein Typ, ich bin so voll der Fantasiemensch. Okay. Also ich habe sehr viel Fantasie und ich mag das halt so, keine Ahnung, Mucke an, Augen zu und einfach so Tagträumereien und so. Ja, ja, würde ich auch sagen, ja. Also übel viel so, deswegen, ich bin auch so ein Typ, ich mag es gerne allein zu sein auch deswegen. Ich bin auch sehr gerne allein, ja. Aber bei mir ist so... Ich kann auch mit Leuten, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich bin so... Ich glaube, du bist vielleicht so ein bisschen mehr dann doch jemand, ja, der allein sein möchte. Aber bei mir ist es so ein... Ich weiß nicht, ob es 50-50 ist. Ich würde sagen, so vielleicht so 60-40. Ich bin voll gerne alleine, aber ich brauche so ab und zu, ich sag mal so alle zwei Tage mal 3-4 Stunden mit so Freunden, wo wir irgendwas unternehmen. So, das ist mir übelst wichtig. Also aber mit guten Freunden bin ich genauso bei dir, weil das ist dann wie, als wärst du irgendwie alleine. Also es ist so... Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Fair, ja. Wenn du so Leute hast, wo du so komplett fühlst, dann... Du musst dir nicht überlegen, wie du dich verhältst oder so. Ja, okay, das stimmt schon. Aber ich einfach so, ich brauche immer so Situationen, die irgendwie neu sind, die irgendwie out of comfort zone sind, wo man so, ja, keine Ahnung, wie ich das da beschreiben soll. Also ein bisschen Adrenalin und ein bisschen was anderes. Ja, so Action brauche ich. Ja, ja. Aber ich brauche auch irgendwie meine Ruhe. Es ist so eine Mischung. Action und dann wieder Ruhe. Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Ich regeneriere auf jeden Fall am besten alleine zu Hause, so in der Badewanne. Ja, Mann. Warte, wo waren wir gerade? Ja, genau, über Postnat Clarity und Masturbieren gesprochen. Ja, genau. und ich habe halt gemerkt, genau wegen Fantasie und Co. Und ich habe halt jetzt während Corona gemerkt, dass so vor allem mein Kopf ein bisschen gefickt ist. Ich habe irgendwie so gemerkt, Digga, normalerweise ich mache meine Augen zu, mache irgendwie Mucke an, Digga, Filme in meinem Kopf, Digga. So, ich kann meinen Kopf gar nicht mehr stoppen. Jetzt, seit Corona, vielleicht auch wegen Erfahrungen und Co., weniger geworden. Aber ich habe halt auch angefangen, mir mehr stressmäßig zu einzuwanken, so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich probiere das mal aus. Dann habe ich halt gelesen und so, okay, was passiert da? Okay, so, dann kannst du ja gucken, welche Hirnchemikalien ausgeschüttet werden und Co. Und was so passiert. Dann siehst du, oh, du siehst sogar in den MRTs von Leuten, dass die halt wirklich, dass du siehst, wenn jemand halt häufig sich einwankt. Und dann habe ich gemerkt, fuck, ich probiere es mal nicht zu machen. Und ich habe gemerkt, Digga, Energie und, also ich bin wirklich nicht so ein No-Fap-Spaß, die, sorry, das ist zu sagen. Boah, das ist super dumm auch. So Leute, die dann so im 900 November das dann so auf Ernst dann irgendwie durchziehen, Junge, Alter. Bro, November habe ich extra Gas gegeben. Aber um denen allen das zu zeigen, Junge. Da habe ich für die mitgewichst. Ehrenmann. Und, Digga, ich war dann so, ich habe aber dann gemerkt, du stellst dir das dann wieder vor, weil dieser Akt war voll passiv. Irgendwann bist du so dort und du merkst dann, okay, jetzt guckst du den oder den Porno oder schreibst mit der Chickie oder das. Und du merkst doch, dass du immer so ein bisschen abgefuckter teilweise werden kannst, so. Weil, ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin mal ganz ehrlich. Also, du meinst, dass man so abgefucktere Sachen sich anguckt oder so? Oder dann irgendwie... Genau. Ja, braucht quasi so mäßig. Ja, genau. Und dann merkst du aber, und dann sagst du irgendwie so, sagst du, so, ich judge das null und so, aber denkst du so, wann bin ich auf diesen Weg gekommen? Mhm. Und dann war ich so, okay, ich höre jetzt mal auf. Und dann habe ich gemerkt, Digga, okay, jetzt... Chilliges Set hier auf jeden Fall. Digga, dann laufe ich irgendwie draußen rum, habe mir irgendwie eine Woche keinen gecallt und dann läuft irgendwie vor mir einer halt knapp angezogen rum. Ich bin beim Spazieren, ich denke mir so, normalerweise, Digga, ich gucke das halt an, das ist so angenehm. Aber da bin ich so, Bro, ich merke so richtig, wie meine Synapsen durchbrennen. Ich war so richtig so, Alter, hör auf zu... Und ich bin wirklich so ein Typ, ich guck Frauen nicht in Ausschnitt groß oder so. Ich bin wirklich extrem so well-behaved, was sowas angeht. Ja, ich bin auch sehr gut erzogen. Nein, ich finde es auch richtig eklig. Also ich bin zwar sexual, aber ich finde es richtig, richtig eklig, eine Frau das spüren zu lassen. Ich fühle das komplett, weil ich bin auch so ein richtig horny Bastard. So, mehr geht wirklich nicht, glaube ich. Und ich denke mir aber so, Bro, ich will da nicht so ein ekliger Egon 40 sein, Digga. Shoutout Egon Kowalski. So ein ekliger Egon sein, der dann irgendwie so... Warte, welcher Typ ist das? Egon Kowalski? Startseite Pornhub und stöhnt sehr laut. Ist es dieser Dicke mit dem... Das ist so ein deutscher Pornodarsteller. Aber ist es dieser dicke Glatzkopf? Ja. Legende, Digga. Legende. Wir wollen ihn in den Podcast von uns holen. Junge, das wäre so geil. Das wäre krass. Das wäre so krass. Also von dem habe ich auch schon das ein oder andere Widerwärtige angeguckt. Ja. Nee, aber ich, wie du schon meinst, so, ich finde es dann irgendwie so, ich will dann auch... Also,
Also trotzdem ist es wichtig, dass man Leute mit Respekt behandelt und shit, ne? Und ich, keine Ahnung, so jede Frau kann irgend so eine unangenehme Story erzählen. Wirklich jede Frau. Und jede Frau mehr auch als eine, wo sie irgendwie dumm angeguckt wurden, dumm angemacht wurden oder teilweise sogar dumm angefasst wurden. Digga, da habe ich zwei Geschichten. Und ja, das ist echt krass, ja. Da habe ich, das war jetzt dieses Jahr. Ich habe mich mit zwei, also unterschiedliche Zeitpunkte, halt mit einem Mädchen getroffen. Jetzt erzählst du so, dass du so irgendwelche fremden Frauen angefasst hast. Nein. Ich sag's dir auch ehrlich, das denken Leute gar nicht von mir. Ich bin relativ schüchtern, wenn es so um Frauen geht. Also wirklich 90% der Frauen, mit denen ich was hatte, die haben mich irgendwie angeschrieben oder so. Ich schreibe keine Frauen eigentlich an. Ich finde es merkt man. Was? Dass du so bist. Ja? Ich jetzt genauso erwartet, ja. Also so und, nee, aber ich meine jetzt auch so zu Zeiten, wo ich jetzt, keine Ahnung, Fitness und dies, ja, und das, okay, und das dann so ganz anders gewirkt hat, da war es auch nicht anders. Also ich war immer schon so. Und ich mag jetzt keine lauten Frauen, die irgendwie kommen und dies und das, aber so, ne, für mich muss es irgendwie natürlich entstehen, so. Mhm. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf irgendwelche Flammen schicke, auf irgendwelche Instagram-Stories von irgendwelchen Chickies, also wirklich, keine Ahnung, also da komme ich mir selber dumm vor. Egal, wie horny ich bin, so. Ich find's geil, dass du mal Chickies sagst. Ja, das ist so unser Wort, Chickies. Chickies. Bruder, was geht mit dem Set hier ab, Alter? Alles fällt auseinander. Und wir haben, ich habe mich dann halt mit der getroffen, dann waren wir halt, so mäßig bei mir. Mhm. Und dann hatten wir was miteinander und wir waren mitten beim Bumsen. Und dann sagt die mir halt so, ja, ey, keine Ahnung, ihr ist es irgendwie unangenehm und dies und das. Was unangenehm? Mit, ja, dir Sex zu haben? Genau. Kann ich verstehen. So schnell und alles, ne? Ja, okay. Mhm. Und dann war ich so, ja, kein Problem. Dann guckt die mich so an. Also original auf allen Vieren, dreht sich so um und erwartet so, dass ich schlage. Also so. Oh, hatte die so, wie sagt man das so? Ich weiß nicht, ob Rape-Fantasie, ja, ein genau, krass ist, aber so in diese Richtung. Genau. Und ich war, aber ich war in dem Moment so, weil halt das ganze Ding so ongoing ist mit allen möglichen Dingen. Und ich war so, okay, sie sagt, also sie, und es war wirklich nichts, hat darauf hingedeutet, dass das, also, ne? Und dann guckt die mich so an und dann sagt die so, guck mich an, wie, also, und du bist jetzt cool damit, oder was? Und ich war so, wenn du sagst, willst du es, also, hey, du fühlst dich komisch, dann, ich habe halt instant, ja, aufgehört. Also sie hat nicht gesagt, hör auf, sondern jetzt, sie fühlt sich komisch damit und so. Aha. Und dann, ne, und dann kennst du diese Story, so, oh, da hat der versucht, mich irgendwie zu überreden oder so. Ja, ich weiß, okay, nee, mach ich nicht. Und ich finde, es ist auch für mich so, es gibt keinen bigger Upturn, als wenn sie sagt irgendwie, hey, es tut da weh und so, oder, außer sie sagt, also, es tut weh und ich halte es aus für dich. Ja, oder sie findet es irgendwie geil oder so. Dann, ja, genau. Es gibt zwei Arten zu sagen, man findet es geil und es tut weh oder es tut weh einfach. Oder sie hat einfach keinen Bock. Und das ist so, dann bin ich für mich, dann bin ich raus. Ich könnte dann so Rape-Fantasien oder so könnte ich nicht bedienen, glaube ich. Ich kann verstehen, dass man das geil findet, so auf Fantasie-Ebene kann, also bin ich, Digga, jetzt auch so, dass... Kein King-Shaming, jeder wie er Bock hat. Aber nicht so, aber ich verstehe, was du meinst, aber jetzt nicht so, dass, also in echt sowas, ich finde Fantasie und in echt ist auch immer so ein Riesenunterschied, ne? Also so, gibt schon, ich glaube, es gibt viele Sachen, auf die Leute irgendwo stehen oder vielleicht interessant finden, aber sie niemals in echt machen könnten, weil das dann halt nochmal was ganz anderes ist. Ja, okay, check. Aber, und dann auf jeden Fall, ich saß dann mit der da und dann hat sie mir halt erzählt, so, ja, ihr Ex-Freund, das war halt immer so relativ normal. Und dann sagt sie, ja, sie macht das nicht und es war so ein Automatismus in ihr und danach wird sie halt geschlagen und es wird halt gemacht und so. Und ich saß halt hier so da und ich war so komplett überfordert. Ich verstehe das alles, aber ich war so in dem Moment so, Digga, so, hä, what the fuck? Ja. Also so, im Endeffekt ist es so, hier sitzt ein traumatisiertes Mädchen, was irgendwie jetzt gerade so heulend über ihre Vergangenheit spricht und es irgendwie so toll findet, dass ich halt nicht weitergemacht habe. Und also, die hat, was ich sagen will, ist, die hat mit mir so gesprochen, dass sie, du hast auch so gemerkt an Kleinigkeiten, so kann, ich habe mich jetzt irgendwie so gekratzt oder so und die hat so gemacht, weil sie so Schläge erwartet hat. Oh, fuck. Und ich habe das null geblickt. In solchen Situationen bin ich krass überfordert, ey. Bro, ich auch, vor allem du bist ja so horny, 2 Uhr nachts. Oh, das ist noch schlimmer dann, ja. Aber ich habe mich Gott sei Dank, also wirklich, ich habe mich halt gerafft, weil das Gute ist, dass für mich das dann halt auch natürlich ein Upturn ist. Ja. Und dann bist du, also kurz, nicht, dass jetzt Leute denken, man ist herzlos, aber horny ist nochmal so ein anderer Modus manchmal. Und also es gibt auch viele Leute, die dann ein bisschen aggressiv werden deswegen, weil die dann halt sagen, ja, ey, Digga, wir haben jetzt angefangen und so, lass fertig machen. Und Digga, ich war so richtig gefickt, weil im Endeffekt sagt sie mir, sie will eigentlich so, sie ist es gewöhnt, so hart gebumst zu werden und halt, dass es so halber Rape ist, aber gleichzeitig ist sie so voll traumatisiert deswegen und das hat sie quasi in dem Ding realisiert, ja, aber eigentlich wollte sie, dass ich quasi hart bin. Und ich war so, Bro, einfach nur nach Hause gefahren und ich habe gesagt, ja, alles gut. Das ist das Beste, einfach gehen und dann...
nicht irgendwie das noch, ja, nee, da wäre ich auch, da hätte ich auch geditcht, Digga. Und dann war ein anderes Mal ähnliche Situation, andere Frau, und ich hatte das davor nie. Und dann halt war es irgendwie so kurz vorm Küssen, dann war die so, ah, mir ist es unangenehm, dies und das, bla bla. Und dann habe ich gesagt, okay, so, kein Stress, was willst du machen? Und dann war die so, hä, wie jetzt so? Bist du jetzt nicht sauer? Erwartest du jetzt nicht von mir, dass wir jetzt sofort Sex haben? Und ich war so, hä, was soll ich denn erwarten? Ist so. Und aber wie die, also wie diese, also die, ich will nur sagen, das hat mich dieses Jahr krass gelehrt. Ich weiß nicht, ob das, ich dachte halt immer so, das ist so eine Randerscheinung. Sind das Dinge, die dieses Jahr passiert sind? Die sind dieses Jahr passiert. Ah, okay, und davor krass. Noch nie. Okay, krass. Und also ich will nur sagen, mit mir haben Frauen nicht solche Erfahrungen gehabt, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Digga, also mit was für Leuten hat man zu tun? Dass Digga, es ist so krass. Ey, wirklich, da hört man Stories teilweise, da denkt man sich so, warum tut ihr euch das an, Digga? Warum ist man mit solchen Personen zusammen oder so? Oder teilweise auch so Dating-Geschichten, dann so Dinge, dann hört man so von Freunden irgendwie, dass die, oder von Freundinnen, dass die mit irgendeinem Typen schreiben und so der kaum antwortet und kaum Interesse zeigt, so, warum wastet man seine Zeit dafür? Wirklich, Digga, ich bin einfach so an einem Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, Digga, ich werde nie wieder in meinem Leben für irgendeine Person meine Zeit wasten. Das wird nicht passieren. Wenn irgendwas in eine toxische Richtung geht, Digga, dann packe ich meine Sachen. Dann bin ich direkt weg. Also natürlich bin ich dann, also ich bin so jemand, ich versuche immer Dinge irgendwie noch gerade zu biegen und so und halte immer übelst krass an Dingen fest. Aber wenn es wirklich, wenn ich merke, Alter, das ist so eine richtig toxische Scheiße, Digga, dann bin ich auch instant raus, Alter. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu kostbar. Ich glaube, das ist so ein Lernprozess. Ich glaube erstmal, dass du vor allem, du hast Optionen auch. Ich glaube, das ist so eine Sache, die Leute echt krass unterschätzen, ist, Leute haben Angst, allein zu sein. Und also was zumindest zum Beispiel bei mir, bei meiner, also so am Anfang, ich war halt so, zum Beispiel, wenn du auf YouTube bist oder so, ja, also erstmal, ich sag mal, normale Leute haben, glaube ich, mehr Angst, dass sie allein sind, weil die haben jetzt nicht so viel Kontakt mit unterschiedlichen Menschen als du. Du hast viel mehr Tragweite. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. So, du wirst in 2 Wochen mehr Frauen kennenlernen als der Durchschnittsmensch. Weiß nicht, meinst du? Ich bin jetzt nicht so der Playerboy. Nein, du bist nicht der Playerboy, aber du weißt, dir werden auf jeden Fall mal zumindest 20 schreiben. Ja, also wenn ich jetzt uns drauf anlegen würde, könnte ich easy wahrscheinlich heute oder morgen ein Date haben. So. Das wäre kein Problem. Und jetzt stell dir aber vor, wenn du es drauf anlegen würdest, hast du das Gefühl, dass du es halt nicht bekommen würdest. Und dann, glaube ich, sind Leute erstmal sehr viel kompromissbereiter, weil sie halt keinen Plan B haben. Und dann sagen, ich halte da jetzt lieber dran fest. Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Leute reden sich das halt ja häufig ein. Und ich glaube, dass da so ein bisschen auch Gewohnheit mitschwingt. Also ja, ich glaube, dieses, was du meintest, dass die Leute vielleicht dann kompromissbereiter sind, das. Und ich glaube, Leute haben halt auch oft einfach das Gefühl, Hauptsache eine Beziehung. Oder Hauptsache jemanden überhaupt irgendwie. Und die haben auch so eine perverse Vorstellung davon, was es heißt, halt eine Beziehung zu haben oder so. Die gehen dann halt so ganz komische Opfer ein. Keine Ahnung, kennst du die Frauen halt, die dann jetzt sagen, ja, mein Freund erlaubt mir nicht, feiern zu gehen. Boah, Bro, Alter. So, und ich denke mir so, Alter, so what the fuck. So cringe einfach, wirklich, das ist, was? Ah, das ist einfach über cringe. So, ich hasse sowas. Das ist ganz, Bro, ich war da immer mittendrin. So, ich hatte so richtig viele gute Kenne-Komis, die dann so waren, Bruder, wie deine Freundin geht jetzt Club? Du bist nicht dabei? Bruder, das geht nicht. Aber dann ficken die so richtig meinen Kopf. Und also so, ich verstehe auch, wie die das meinen, aber es ist Schwachsinn. Ja, ich verstehe, glaube ich, auch, wie die das meinen, aber es ist so komplett Bullshit, weil die Leute sagen halt quasi, dass Frauen nur in den Club gehen. Also Leute, die quasi so solche Regeln wegen für Schwen. Ihre Freundinnen aufstellen, die sagen halt, dass Mädchen oder Frauen nur in den Club gehen, weil sie halt dick wollen oder halt irgendwie einen Typen abschleppen wollen oder abgeschleppt werden wollen, wie auch immer. Aber die wollen ja auch einfach nur tanzen. Ich glaube, tendenziell wollen sogar mehr Frauen eher einfach nur tanzen, als irgendeinen Typen abzuschleppen. Ja, oder auch einfach gesehen werden oder so. Ist ja, oder auch so gesehen werden wegen Spaß mir. Haben und so. Einfach so, wie man auch als Geil hingeht halt. Das ist auch so eine Sache, glaube ich. Alter, ist auch als Typ in einer Beziehung dann halt mal ein bisschen unterschiedliche Frauen zu sehen, das ist auch so eine sehr kontroverse Meinung. Das ist so meine persönliche Meinung. Das sage ich aber auch also jeder Freundin, mit der ich zusammen war. Ja. Die sagt, ey, ich werde immer auch ganz normal weiter mit Frauen reden und mich auch kurz vielleicht auf so einen Flirt einlassen, wenn das so, ich sag mal, mir klar ist, da passiert nichts. Okay. Einfach nur, dass ich selber weiß, ich verlerne das nicht und ich kann, also, wie soll ich sagen, das ist für mich so eine, auch vielleicht so ein Kontrollzwang für mich. Ich will auch immer wissen, okay, ich könnte. Also ich will immer mit einer Person zusammen sein, weil ich will, nicht weil ich muss. Okay, ich weiß nicht, ob ich das unterbewusst mache, aber ich glaube, das habe ich nicht. Ja? Also wüsste ich jetzt nicht, ob ich das habe. Glaube ich. Also ich suche das jetzt nicht aktiv, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frau auf mich zukommt, dann sage ich nicht sofort, ich habe eine Freundin, raff dich, sondern ich höre mir das halt an.
Ja, okay, gut. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht so oft angeflirtet oder so, deswegen kommt es nicht zu der Situation, aber vielleicht macht das jeder unterbewusst, ich weiß nicht ganz. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber ich hätte zum Beispiel jetzt auch nicht so krass Probleme damit, wenn meine Freundin so super freizügige Bilder posten würde in, weiß ich nicht, Lounge Underwear oder so. Solange die ästhetisch sind. Ja, also wenn die jetzt, ich finde, es kommt voll drauf an, also wenn es jetzt halt so ein, ich sag mal, Haschen nach Aufmerksamkeit ist und hoffen, dass okay, halt irgendwelche Typen schreiben. Komplett. Das kommt. Dann sage ich halt so, ey. Komplett, voll. Es kommt so voll auf den Grund an, warum, ne? Aber so, ich glaube, ich finde es auch. Da sage ich auch ciao ohne Begründung. Ja, nee, das check ich voll. Das ahne ich komplett, was du sagst. So, wenn es da um irgendwie Likes geht oder um diese Aufmerksamkeit oder so, dann. Dann würde ich mich erstmal fragen, was zum Fick, wie bin ich auf die gekommen? Ja, also das ist dann Müll. Aber so, okay, vielleicht so, dieses Unterwäsche-Ding ist vielleicht schon so ein krasses Beispiel. Aber so, wenn. Also ich finde es irgendwie auch einfach geil, eine Freundin zu haben, die sich halt gut kleiden kann, wo ich dann auch weiß, so ein bisschen ja, so, ja. Okay, andere Typen finden dich auch übelst hot. So. Ja, so ein bisschen so trophäenmäßig. Vielleicht, ja. Das ist eine Sache, die mir richtig den Kopf fickt, weil das hat mir lange den Kopf gefickt, richtig auch mit Frauen zusammen zu sein, weil ich teilweise so eine richtig kranke Ansicht hatte, dass meine Freundin neben mir die krasseste vom Aussehen sein muss? Ja. Okay, das habe ich nicht. Also nein, nicht die krasseste, aber unterbewusst, also ich habe immer gesagt, es ist mir scheißegal, aber ich habe unterbewusst immer auch gemerkt, so, es gibt einem schon was, irgendwo rumzulaufen und du hast eine sehr schöne Frau neben dir. Ja, auf jeden Fall. So, und das, da habe ich mich halt manchmal gefragt, ist das okay so, ist das falsch so, bin ich oberflächlich, bla 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 bla. Und ich hatte immer Angst, dass das zu sehr meine Entscheidungen so beeinflusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau kennengelernt habe, ich fand die halt nicht optisch nice. Hab aber, die war halt so vom Charakter übel gut. Und dann habe ich mir irgendwie, dann redest du dir ein, so, ja, du stehst auf die und die ist toll und so, aber ja, das hat keinen Funken. Ich bin auch ganz schlimm da drin. Ey, Digga, und das habe ich jetzt einmal gemerkt und ich habe halt so gesagt, Digga, das mache ich nie wieder. Also ja, so. Ja. Da muss dieses Feuer von diesem Optischen muss einfach stimmen, in meiner Opinion. Ja, bin, und das gehört dazu. Ich bin aber auch gleichzeitig so jemand, so, eigentlich müsste man ja meinen, dass wenn man quasi so dieses, was du mal als Trophäenmäßiges beschrieben hast, also das ist bei mir jetzt nicht so krass ausgeprägt, aber es ist auf jeden Fall da, glaube ich. Nee, ich habe nicht das krass ausgeprägt, sondern ich habe eher so, ich bin schnell in so einem reflektierten Modus, wo ich Angst habe davor, dass es, weil ich merke, es ist irgendwie, achtest du drauf, aber du hast Angst, so, du judgest dich selber deswegen. Ja, okay, ist eher so das Ding. Ich verstehe, also wie gesagt, obwohl es bei mir quasi auch so ein bisschen so ist, ist es bei mir tatsächlich so, dass wenn ich, glaube ich, so das Gefühl habe, so, dass ein Mädchen so zu, das klingt jetzt voll böse und voll abwertend, aber so zu generisch für mich aussieht. Ich sag immer zu dieser eine Art Mädchen, sag ich immer so, cute und bad. Das ist immer so, nee, das ist immer so Instagram Exploration Page Girl. So dieses, kennst das du, wenn generisch, du auf, das meinst du generisch. Kennst du, wenn du auf die Instagram Page gehst und dann siehst du so Girls, die so Oceans Apart anhaben und so und du denkst dir so, okay, die sehen alle gleich aus. Die sehen alle hübsch aus und die sind safe auch hot sogar. Aber ich finde es dann so irgendwie viel geiler, wenn irgendwas super besonders ist an der Person. Irgendwas, was nicht diesem ganz normalen Schönheitsidealen entspricht. Irgendwie, keine Ahnung, irgendeine besondere Nase, irgendwie etwas größere Ohren oder so. Oder eine Charaktereigenschaft, die so. Oder eine Charaktereigenschaft, die super ungewöhnlich eigentlich ist für so von der Gesellschaft das perfekte Mädchen, sag ich mal, weißt du? Aber du findest es halt übel nice, dass sie das so genau, hat. Genau, und ich finde es dann. Das ist dann eine Sache, die ich an ihr geil finde. Und ich finde die noch geiler, weil ich weiß, nicht jeder würde das so feiern. Das macht es noch besonderer für mich irgendwie, weil das fühlt sich dann so an wie so ein perfect fit. Weißt du, nicht so ein, okay, jeder würde die nice finden und das wäre für jeden die perfekte Beziehung, sondern es ist für mich die richtige Beziehung oder die richtige Person. Und es fühlt sich dann an wie so ein perfect match irgendwie so, weißt du? Das ja, ist so für mich so safe. Das Überkrasse so. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich finde, du bist doch, du hast Beziehung, oder? Ich habe eine Beziehung, ja. Ich habe auch eine Freundin und ich bin so, ich hoffe, dass sie das alles davor jetzt nicht gehört hat. nein, die hat es von mir gehört, die weiß es auch. Schuhe, die wird kennt, rausgeschnitten. Die kennt meine Struggles. Nein, also da ist auch so, dass ich, die hat auch zum Beispiel, oder ich habe, also ich habe so Selbstzweifel viele, wo dann, die dann sagt, ey, das finde ich gerade besonders an dir. Komplett. Weißt du, was ich meine? Habe ich auch, ja. Die Sachen, wo du nach Hause gehst und du dich selber fertig machst für und dann so die andere Person kommt oder meine Ex-Freundin, die dann kommt und sagt, ey, genau das, dass du viel laberst, ich liebe das so. Ja. Und ich laufe so den ganzen Tag rum, ich denke mir so, Digga, da hat endlich die Fresse, so, was ist los? Ja, komplett. Ich finde es auch übelst nice, wenn man so, auch wenn man selber merkt,
ey, die andere Person feiert die und die Eigenschaft an sich nicht, aber ich finde die gerade nice. Ja, ja. Und kann dir dann so ein gutes Gefühl mit gutem Gewissen und auch einfach ehrlich so geben, dass sie da keine Angst haben muss, dass es eine gute Eigenschaft ist. Und das Gleiche halt auch bei einem selber, dass man so, keine Ahnung, ich bin so jemand, ich überdenke immer alles. So, wenn irgendeine große Entscheidung ansteht, Digga, dann werfe ich immer alles um und mache wieder dann doch was Neues, mache das doch anders. Und dann, ich bringe immer super viel Chaos in Projekte rein, weil ich einfach teilweise Angst habe davor, wie Dinge halt werden und so. Und ja, da hat mir das auch auf jeden Fall mega geholfen, dass dann mal jemand sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung, das ist wichtig für dich und so. Und das ist eine gute Eigenschaft, das zeigt ja, dass es dir wichtig ist und so. Und auf jeden Fall, also, das ist echt cool, Mann. Das ist richtig fresh. Ja, und das ist, guck, jetzt sind wir hier von Sex und Post-Nut Clarity auf Liebe gekommen, zu dem Alter. Real Shit, Alter. Ganz yeah. Wild. Und dann überlegst du dir jetzt in diesem Moment, okay, alles schön und gut, aber jetzt hast du diese 10 Minuten am Tag, wo du dann doch mit anderen Frauen schreibst und du denkst, ist machst du das jetzt Porno? Nö, aber ich... ja, aber? Ist verlockend. Ja, okay. So, also jetzt mal so Real Talk. Ja. Das ist halt, als wir darüber gesprochen haben, jetzt aus einer Sicht des Mannes, ist es halt, man muss Opfer bringen. So, definitiv. Mhm. Und ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie rumfremdgehen würde, aber oder es auch nie getan hat. Aber was ich weird finde, ist das fühlt sich das, also als wir darüber gesprochen haben, war ich so richtig in diesem, weil ich im Endeffekt, wir sind da ähnlich, was das angeht. Anscheinend, ja. Aber ich habe mir dann so überlegt, okay, hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt eine Freundin gehabt, wo ich das gemacht hätte, die findet es raus, die ist abgefuckt, aber ich bin so, wie geht's, also eigentlich meint man das ja damit gar nicht. Ja, also bei mir war das damals so, ich habe das damals einmal gemacht und oder so mehrmals gemacht so und teilweise auch gar nicht so über Instagram über so meinen Fame oder so, sag ich mal, weil da wusste man halt, okay, ich stehe halt in der Öffentlichkeit so und ich habe das Gefühl gehabt, so wenn ich da irgendwas mache, dann wird es innerhalb von einer Woche an sie rankommen so mäßig. Deswegen habe ich das halt so dann irgendwie auf irgendwelchen shitty ass Chat-Websites gemacht oder so, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist ultra lange her. Aber irgendwann hat sie es halt rausgefunden und ich habe es halt für mich, wie du halt auch gesagt hast, gar nicht als so jetzt irgendwie sowas Fremdgeh-mäßiges irgendwie so abgespeichert, sondern ich habe es einfach so als Porno Plus gesehen und habe es dann auch nochmal gemacht, was sie halt übelst verletzt hat, was ich auch übelst verstehen kann. Und dann habe ich es, glaube ich, sogar nochmal gemacht, was richtig wack war. Und wie gesagt, ich kann mich mit dieser Person gar nicht identifizieren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so eine schlechte Erfahrung gemacht habe oder ob es irgendwas gab in der Beziehung, was mir vielleicht irgendwie gefehlt hat. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade gar nicht das Bedürfnis danach. Oder vielleicht gar nicht übertrieben, I guess, aber so krank wenig. Also so, das ist so fast nicht existent. Ja, find schon interessant. Also das ist... Also ich frage mich, wenn du... Verlangen hast, mit irgendwelchen Girls zu schreiben, auf Snapchat oder auf nee. Insta, ob es dann was ist, was einfach vielleicht eine Charaktereigenschaft von dir ist, oder ist es was, was dir in deiner Beziehung vielleicht fehlt, so mäßig, weißt du? Ich weiß nicht, also definitiv fehlt dir was, wenn du das Verlangen danach hast, also wenn du das Verlangen hast nach anderen Frauen, dann bist du mit der falschen Frau zusammen. Aber ich finde, was ich zumindest so gemerkt habe, früher bei mir, das hat auch so eine Suchtkomponente so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil wenn du, wie kann ich das erklären? Also bei mir war das zum Beispiel früher, als ich da viel mehr trainiert habe, Bro, also jetzt No Flex oder so, das kannst du dir nicht vorstellen. Digga, das war wie fucking Heaven. Also jeden Tag kriegst du von irgendwelchen schönen Frauen. Ist es so krass? Weil das war geistesgestört. Okay, weil ich denke immer so. Geistesgestört. Guck mal, also ich finde als Guy, auch wenn ich jetzt mich als full heterosexuell sehen würde, kann man ja trotzdem sagen, ob jetzt ein Guy attraktiv ist oder nicht oder was man eher bei Guys ästhetisch findet oder nicht, whatever. Und ich finde persönlich, so Muskelguys, sage ich jetzt mal so Fitnessatzen, finde ich nicht ästhetisch, also ästhetisch schon, I guess, aber so, ich finde dann doch mehr so den Normal Guy, glaube ich, eher attraktiv. So, wenn ich jetzt bei Guys mir überlege, so was ich als Girl daten würde. Und deswegen finde ich es so krass. Ich dachte, es ist mehr so eine Mythe, sag ich mal, dass Girls so Sixpack und Bizeps geil finden. Aber anscheinend ist es so vom Gibt, also selbst wenn es 2% der Frauen sind, die das gut finden, ja, hast normal, du genug. Ja.
Und also so an absoluten Zahlen. Es hat ja auch was, ist am Ende des Tages auch halt einfach in Anführungszeichen Reichweite, man steht in der Öffentlichkeit und was weiß ich. Okay, das was da Leute dazu, noch dazu ja. dichten, weißt du, was ich meine? Self. Also ich sehe mich jetzt auch nicht als besonders attraktiv oder so. Aber das finde ich, sehr krass. Also, und da war es, Bro, das ist dann, das sind, was weiß ich, Frauen. Und dann bist du halt, denkst du so, okay, du gehst jetzt, kommst nach Hause, machst dein Handy an. Und das ist wie, wie du hast vorhin gesagt, Porno Plus auf dem Silbertablett. Du kommst nach Hause, machst du nur tak, schön. Tak, 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 machst nur auf. Und dann denkst du so, krass. Ich glaube. Und dann ist aber immer was Interessantes dabei, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, dass so auch vom Optischen her so ganz unterschiedliche Typen Frauen gibt. Ja, normal, extrem. Und krass. Du dann so sagst, oh, so ein Typ Frau wollte ich schon immer mal mit der irgendwas, also mal so sehen, wie die ja, sind. Ja, es klingt ein bisschen so, als würde man Frauen wie so Objekte behandeln oder so, aber es gibt so, ich glaube, so jeder Guy hat so eine Art so Bucketlist. Genau. Es klingt super sexistisch, I guess, aber ich kann mir vorstellen, dass Girls es genauso haben. Oder vielleicht auch nicht, I don't know, aber so die Vorstellung halt dann irgendwie, was mit einem Asian Girl zu haben oder so als Beispiel oder mit einem Black Girl zu haben oder mit, I don't know, einem etwas curvigeren oder einer trainierten oder so. Weißt du, so, dass man so da sich so ein bisschen ausprobiert, I guess. So, ich glaube, das ist sowas, was jeder, glaube ich, so hat, würde ich jetzt mal behaupten. Also Und dann hast du das halt quasi in deinem Instagram DMs. Kommen neue dazu von alleine. Und dann kommen dann noch on top Sachen, von denen du die vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, ja. Und du denkst halt auch noch so, ey, da kann ja jetzt auch eine super interessante Frau dabei sein. Das sagst du dir immer so, die du vielleicht auch wirklich, also so, dann triffst du davon auch ein paar. Aber kleiner Prozentsatz, nicht, also definitiv nicht alle. Und dann denkst du noch, oh, vielleicht ist jetzt eine dabei, die so Freundinnenmaterial ist. Und dann, aber am Ende des Tages, Digga, ist einfach nur, wie soll ich sagen, das ist wie wenn du einem Alkoholkranken ganz halt Alkohol bringst. Aber so immer den allerbesten. Es ist nicht so jeden Tag dasselbe Bier trinken, sondern es ist so, Bruder, ich habe hier was Neues, richtig Krasses für dich dabei. Ja, okay, und das ist noch krasser. Nein, das ist noch krasser. Das okay, wirklich, pass auf. Das ist ein wildes Thema, ja? Ja. Bist du der Meinung, also ich überlege manchmal so, es gibt ja so Leute, die so wirklich krass viel daten und so, zum Beispiel Nico als Beispiel, wobei halt auch andere Leute so. Und ich frage mich, ob man dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, einmal die Woche eine neue Frau datet und mit der dann eher sowas, sag ich mal, in Richtung One-Night-Stand hat oder so, ob man irgendwann dann vielleicht auch so ein bisschen in so eine abstumpfende Richtung geht. Safe. Und dann vielleicht auch gar nicht so richtig ready ist für eine Beziehung. Und auch gar nicht aus diesem Strudel vielleicht, oder sehr, sehr schwer aus diesem Strudel entkommen kann. Digga, ich sag dir das ganz ehrlich, als ich hab das meiner Freundin erklärt, bevor wir zusammengekommen sind. Ich habe gesagt, ey, wir müssen das am Anfang langsam machen, weil ich sag's dir ehrlich, ich muss lernen, wie man sich in einer Beziehung verhält. Ich habe das komplett verlernt. Ich habe keinen Bock, dich zu verletzen. So, ich werde jetzt nicht fremdgehen oder so, aber das ist halt in einem drin. Also dieses, ich sag mal so, du so wie jemand, der suchtkrank ist, hast du ja immer eine krassere Toleranzschwelle. Mhm. So, ne? Und dann sagst du halt irgendwann, keine Ahnung, du hast halt zum Beispiel mit 300 Frauen zu tun, so, on a regular irgendwie. Ich übertreibe jetzt gerade, aber wobei, wo du immer irgendwie könntest oder wo sich dann eine mal meldet bei dir oder ich ja, bin jetzt hier oder und so weiter. Ich check, ja. Und dann sagst du, okay, diesen Reflex muss ich ausschalten. Und das musst du Step by Step lernen. Finde ich krass. Da, ich wollte mal. Aber die meisten Leute, die, das sage ich dir auch ganz ehrlich, also, ich will jetzt nicht über Nico sprechen, aber ich habe das ja relativ früh in Anführungszeichen erlebt, weil das halt früh angefangen hat, so mit 19 oder so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, was es mit mir macht. Ich habe gemerkt, ich finde keine Frau mehr. Ich habe gemerkt, ich habe keine. Du kommst gar nicht in dieses Gefühl, wo du sagst, ich kann mich verlieben. Also du hast. Genau, das meine ich. Das ist so, dass man so dieses. Man geht schon so immer mit so. Jede neue Person, die man kennenlernt, ist so. Ja, okay, also natürlich interessiere ich mich wahrscheinlich auch für die Person und will auch einfach eine nice Zeit haben. Aber das ist für mich eh wieder so ein oder zwei Nächte und dann passt das. Und man geht schon mit so. Und du bummst auch viel zu schnell. Okay, damit habe ich. Ich bin so ein richtiger beim ersten Date-Ficker. Ja, aber findest du jetzt. Okay. okay, ich habe jetzt. Das ist ein wildes Statement, aber bei mir ist es relativ immer so gewesen. Ich bin auch so, aber ich habe halt gewusst, in 99% der Fällen, 1% nicht, hat es nicht dazu geführt, dass man länger zusammen war. Okay, ich finde aber jetzt. Außer, dass man vielleicht öfters bumst. Okay, aber krass, keine Ahnung. Nee, weiß nicht. Bei mir war es nie so, dass wenn. Ich fand es immer so Bullshit, so irgendwie dann so eine Regel zu machen, so ja, beim dritten Date oder so, oder beim zweiten Date oder so, weil
für mich ist halt so, es gibt ja so diese verschiedenen Love-Languages quasi. Und ich bin auf jeden Fall so jemand, ich brauche so dieses Körperliche. Also, ist ich auch. Da geht es gar nicht nur um so Sex, aber es ist natürlich auch ein sehr großer Punkt so. Es geht auch viel um so, ob man so zusammen harmoniert, aber so körperlich. Also quasi so, ich brauche, wenn man zum Beispiel in der Wohnung aneinander vorbeiläuft, einfach mal so einen kleinen Streichler oder eine Umarmung oder sowas. Weißt du, sowas. Ich weiß nicht, ob es anhänglich ist, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, keine Ahnung, ich kusche gerne und so einen Scheiß, weißt du, sowas. Und ich finde, das ist so, dieses Sex-Thema ist auf jeden Fall so ein richtig großer Part davon. Und ich muss für mich einfach erstmal, wenn das nicht stimmt, das ist wie so das Fundament, dann kann alles andere so geil sein, wie es will. Es wird für mich keine geile Beziehung mehr. Es wird nicht passieren. Ich bin auch der Meinung, ich finde nur, dass dieses Körperliche so langsam passieren muss, weil so ein... Check ich auch komplett. Also meine Homies sind auch so, also... Wenn du die fünfmal durch die Wohnung gebrettert hast und die dich dann einmal irgendwie streichelt oder so, das ist so ein bisschen verkehrte Welt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir so ist, aber bei mir war das halt immer so, man unternimmt was irgendwie in dem Tag. Ich schreibe halt auch sehr viel vorher immer mit... Ja, okay, ich habe mich halt echt immer getroffen. Es war so klar, okay, wir werden gleich bumsen. Ja, okay, nee, das, okay, das so meine ich nicht. So, bei mir war das so... Okay, das passiert so natürlich. Bei mir war das so, zum Beispiel bei meiner jetzigen Freundin war das so, wir haben halt, ich glaube, 3 oder 4 Wochen sogar bei WhatsApp geschrieben und so. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher auch schon mal telefoniert haben. Ja, so okay, aber du hast mir noch erzählt, dass du rüberfährst und so. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe dir so Bilder gezeigt und meinte so, ja, Mann. Ja, ist funny. Aber auf jeden Fall, so, weißt du, so das, so war das bei mir immer, auch bei so One-Night-Stands oder so. Also ich hatte nie so richtige One-Night-Stands. Schlimmste Sache. Also so ist aber richtig bei, weird. Ich sag mal, bei so Dates, wo man weiß, okay, man hat Sex oder so, und dann war es das halt. So, aber dann war es immer so, dass da so ein paar Prozent waren so, ey, vielleicht ist es eine richtig interessante Person und es wird was. Ich hatte nie so dieses, ja, okay, die juckt mich eigentlich nicht so, ich will jetzt einfach wegknallen und so, das hatte ich nie. Ich habe immer vorher mit denen auch krass viel geschrieben und so und mich auch krass für die interessiert und so. Ich echt? Ja, ja, ist heftig. Ja, okay, da, nee, ne, also ich war da voll, aber ich habe mich auch immer irgendwie versucht, persönlich so zu detachen davon. Okay. Irgendwie, das hat... Das fand ich dann auch besser, wenn man so viel... mit so vielen Personen quasi dann Sex hat. Weil wenn man sonst immer... Das machst du, damit du dich nicht eklig fühlst. Okay. Hört sich weird an, aber auch das hatte ich schon so Momente, wo du halt Frauen, also ich Frauen getroffen habe, ich war so, ich würde eigentlich nicht mit der rummachen wollen, aber ich würde die gerne ficken jetzt. Aber nicht, weil ich sie gerne ficken wollen will, sondern weil ich ficken will. Und dann hast du auch solche Situationen. Das ist schon räudig. Also es wird immer so ein bisschen glorifiziert, so nach dem Motto, ja, Bodycount und viel ist gut und so. Aber nee, und dann... Ja, ich finde aber auch, also... Stolz zu sein auf einen kleinen Bodycount ist auch übelst dumm, Alter. Also das ist auch... Ist auch Digga, jeder also ich bin glücklicher lieber... Also die Leute... Weißt du, was für mich der größte Flex, wenn einer kommt und sagt, ich bin mit meiner Kindheitsfreundin, habe ich geheiratet. Dann sage ich, ich bin neidisch auf dich. Boah, die sagen immer... Das ahne ich nicht so. Ich schon. Ich denke mir so... Ich bin glücklich drüber, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe jetzt. Weil ja, also es ist cool für die Person, wenn es klappt und so. Und das genau. Ist alles 10 aus 10. Aber ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass ich jetzt noch mit meiner ersten Freundin oder so zusammen bin und nie irgendwas anderes irgendwie quasi... kennengelernt habe, so, weil es waren Sachen auf dem Weg hierher, sag ich mal, in dieser Beziehungs- und auch in dieser Sexebene, die hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ich die überhaupt nice finde oder dass ich die benötige, sag ich mal, oder irgendwie, ne, dass die mich halt super ansprechen halt. Was zum Beispiel? Bro. Komm, was? Boah, da gibt's viele Sachen, keine Ahnung, also ich, keine Ahnung, zum Beispiel so eine Sache ist halt so Blowjob und Deep Throat Shit. So, also eher so Blowjob. Deep Throat ist so, ist nicht so, ist okay, ist geil, aber ist jetzt nicht das Allergeilste. Ein nettes Opfer, wenn einfach das bringt. So dieses so, wenn jemand, wenn man merkt, der Partner hat Lust, einfach drauf. Ja, ja, ja. So dieses Enjoyment, so dass ich es gerade enjoye. Und genauso ist es bei mir auch. Ich enjoy es krass, wenn der Partner es enjoyt. Ja, Digga, ja, ich ja, muss ja, nichts ja, dabei ja. machen. Ich muss nichts davon bekommen, so. Ich kann nee, aber das chillen. Macht Spaß dann. Genau. Nicht so auf Feedback-Ficker angelehnt, sondern so... Ja, einfach so... Eins werden mäßig. Ja, so einfach... Man merkt einfach so, Bro, sie enjoyt es krass, dass ich es gerade enjoy. Und ja, das ist aber schön, das ist passionate. Ja, und ich enjoy es halt persönlich auch sehr krass, wenn sie es enjoyt so mäßig. So, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich... Bro, ich habe mir so Leg-Tutorials reingezogen. Oh mein Gott, Bruder, da gibt es so einen Typen auf Pornhub, kann ich euch sehr empfehlen, Freunde. Schick. Mr. Pussylicker heißt ja, der. Ja, ja, Digga, so ein G-O-A-T, Digga. Ja, aber ich bin da noch in the learning, sag ich dir ehrlich, Bruder, ich bin Absturz da. Echt? Ich bin richtig bad, ja.
Da gibt es echt andere, ein paar Tricks. Alles andere würde ich wirklich sagen. Ich habe mir so einen Lesbenkurs reingezogen. Das habe ich öfters gesagt, Digga. Okay. Das war best investment of my life. Okay. Ich sag's dir, zieht euch das rein, weil ihr werdet sehen, wie viel Spaß es der Frau macht. Und es wird euch automatisch Spaß machen, weil ihr merkt sofort, wie es wirkt. Bro, ich nehme das richtig ernst, ne? Es ist wirklich, es ist so... Bist du auch so ein bisschen... Ich nehme mich so hin und habe mir dann schon so 20 Minuten Videos reingezogen und denke so, okay, alles klar, das muss ich mir jetzt alles merken. So diese Filme. Weil ich mir auch so... Weil ich so... Wie gesagt, ich enjoy das halt krass, wenn die andere Person das enjoyt und dann will ich so das Maximum da rausholen. Und dann kriegst du einen Average Blowjob mit Zähne zurück. Bro. Ich bin so ein Mensch, in jeder Lebenssache, die es gibt, in jeder Lebenssituation, die ich habe, habe ich das Gefühl, ich möchte, bis ich sterbe, überall das Maximum haben. Als wäre es so wie so ein World of Warcraft-Charakter, den man so, wo man die Berufe levelt oder den man so irgendwie das beste Gear anzieht oder so. Weißt du, ich möchte, ich möchte im Beruf das Maximum rausholen, was ich rausholen kann. Ich möchte in Beziehung, ich möchte die bestmöglichste Beziehung führen, die ich haben kann. Ich möchte das bestmöglichste Sexleben haben, was ich haben kann. Ich hab, bin sehr bestrebt, einfach diese ganzen Sachen hinzubekommen. Ich möchte... weiß ich nicht, super ausgeglichen sein, mich super kreativ ausüben und so, weißt du, so... Fühl, ich bin same so. Ich hab zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das war so ein Interview mit Monte und da hat er so damals gesagt, dass er so Twitch durchgespielt hat und dass er jetzt keine Ziele mehr hat und das konnte ich so für mich persönlich gar nicht nachvollziehen. Bro, das ist eines der Zitate, ich liebe Monte, aber da war ich so, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben durchgespielt habe und keine Ziele mehr habe, dann, also, oder keine Träume mehr hab, Digga, ich, dann sehe ich nur noch den Strick. Das ist, okay, Bro, das ist wild, aber... Also, ich für mich, also ja, so, das... Ja, okay, check, ich... Ja, also, weil bei mir ist es so, ich habe so das Gefühl, ich mach so vielleicht ein Ziel, erreiche ich, und dann ist so mein Kopf ist so, okay, Bruder, hier sind 5 neue Ziele, Digga, viel Spaß, die alle zu schaffen, und ich bin dann so, oh mein Gott, ich werde niemals alles schaffen, und ich mache mir eher zu viel Stress, weil ich zu viele Ziele habe. Als dass ich zu wenig habe. Also für mich ist es unvorstellbar, dass ich quasi irgendwann in meinem Leben über irgendwas sagen kann, dass ich es durchgespielt habe. Ja, komplett. Ganz ehrlich, guck mal, also jetzt, ich weiß, es ist ein harter Themenwechsel, aber gehen wir mal zum Thema Geld. Du hast ja selber da bei Leroy gesagt, ja, 150.000 Euro habe ich in einem Monat gemacht. Ganz ehrlich, du und ich, irgendwann in unserem Leben haben wir gesagt, Alter, wenn du 100.000 Euro im Monat machst, das komplett. Ist so geistesgestörte Kohle. Komplett, ich hatte das tatsächlich vor so 3 Jahren, glaube ich, da müsste so vor 3 Jahren gewesen sein, da habe ich so roundabout, würde ich sagen, so 10 bis 15k gemacht im Monat, was ja geisteskrank viel Kohle ist. So. Das ist ja schon geisteskrank. Das ist so geisteskrank, aber der Mensch ist ja dann so dumm und denkt sich so, Bro, so ein Simon Unge macht 50, 60k im Monat, Alter, also wahrscheinlich sogar mehr, aber so dachte ich damals. Und ich dachte so, Junge, das wäre so krass, wenn ich irgendwann mal 50.000 oder 60.000 Euro machen würde im Monat. Und dann irgendwie 1 oder 2 Jahre später war es dann einfach so. Ist richtig weird. Aber so ist es ist so krass, man stellt sich viel krasser vor, als es ist. Ich finde es halt übelst geil, weil ich halt so Geld gibt mir halt diese Sicherheit einfach. Irgendwie so dieses, okay, Bro, ich muss nie wieder irgendwie machen, in einem Einzelhandel arbeiten. Digga, ich würde es machen, wenn es drauf ankommt. Ist mir scheißegal, alles ist geiler, als nicht zu arbeiten. Aber ich will einfach, wie ich halt meinte, so das Maximum aus meinem kreativen Anspruch rausholen und das Maximum aus meinem Job rausholen. Und Geld und die Sicherheit, die damit kommt, hilft mir halt. Aber es fühlt sich null so krass an, wie man sich's vorstellt, mit 50.000 Euro zu verdienen, I guess. Aber vielleicht ist es bei mir auch so, weil es so ein langsamer Prozess war, der kam. Es hat sich halt sehr, ja, was heißt, langsam gesteigert, wäre ein bisschen low geballt, aber es war so, es war mal so Stück für Stück, es war nicht so, hey, du spürst den Unterschied nicht zwischen 10 und 100.000 Euro im Monat. Du spürst den ja nicht. Das ist ja nicht so, dass jemand kommt und sagt, Kevin, hier, wir haben jetzt einen neuen Vertrag für dich. Sondern auf einmal ist es halt einfach so. Ja, aber man spürt so den Unterschied zwischen, also so bei 10 oder 15.000 Euro, da denkt man ja jetzt auch nicht irgendwie im Supermarkt nach, okay, scheiße, ich sollte jetzt gucken, welche Butter die richtige ist oder so. Auch wenn ich das trotzdem manchmal mache, einfach aus, weil ich irgendwie versuchen will, der Humble Guy zu bleiben. Aber, ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so... Ich achte nicht so aufs Geld, sag ich mal, aber nicht im Sinne von, ich schmeiß es raus, sondern im Sinne von, ich gucke kaum auf mein Konto. Ich habe 6 Monate nicht auf mein Konto geguckt. Ja, fühle ich. Also ich bin ein privat ähnlicher Typ. Also mir ist es so, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel habe ich auf meinem Privatkonto, ich könnte nicht sagen, wie viel. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe auch mal so... Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viel ich jetzt zum Beispiel letzten Monat mit YouTube verdient habe. Nee, nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gucke es nicht an. Du kannst mich fragen, wie zufrieden ich mit meinem Zeug bin von letztem Monat. Ja. Das beantworte ich dir lieber. Und dann werde ich dir sagen, ich bin ultra unzufrieden, damit ich immer ultra unzufrieden mit allem bin. Ja, ja, ja. Genau, das ist aber, guck mal, das ist zum Beispiel auch was ich an Geld richtig geil finde. Ich bewerte nicht,
hey, okay, haben wir damit so und so viel Geld umgesetzt oder so, oder haben wir so und so viel Placements gemacht, sondern ich bewerte einfach rein, bin ich zufrieden mit der Leistung, die ich abgeliefert habe. Im Sinne, okay, klar, dann kommen wahrscheinlich auch Zahlen trotzdem wahrscheinlich auch mit ins Spiel, aber es geht eigentlich nie um Geld bei dieser Bewertung. Es ist egal, ob es dann am Ende 100.000 gebracht hat oder 50.000 oder 0. Es ist einfach für mich wichtig, so, bin ich zufrieden damit? Und das ist, finde ich, übelst geil für einen kreativen Job. Dass man nicht diese, okay, habe ich jetzt genug Geld gemacht, Komponente noch hat. Das ist, finde ich, übelst fresh. Ja, das ist auch sehr constraining irgendwie. Also, weil das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen beobachtet habe. Also, kurz mal als Kontext. Also bei mir hat es so angefangen, okay, ich habe das erste Mal in meinem Leben richtig Geld verdient. Ich komme aus einer Familie, die kein Geld hat. Dann habe ich mir einen Porsche geholt, damit ich jedem zeige, wie viel Geld ich habe, weil mir das dann auf einmal wichtig war. So, ich habe es geschafft. Das ist so ein Start-from-the-bottom-Ding, ne? Genau. Das sieht man bei vielen Leuten, die genau. So... Ja. Geld ausgeben, um andere Leute zu beeindrucken und zu zeigen, dass man halt viel Geld hat, obwohl man eigentlich da nicht mehr viel übrig bleibt, weil man es ja eigentlich alles nur ausgibt, um anderen Leuten zu suggerieren, dass man viel Geld hat. Das ist so die erste Stage, Uhren, Autos, bla bla. Dann habe ich gesagt so, okay, aber irgendwann, das war auch so diese, sag mal so 20.000 im Monat Phase vielleicht. Mhm. So, das wurde so dann so richtig, also ich war richtig am Rausballern da. Dann war ich, ein Jahr später habe ich so, okay, muss nicht sein, ist irgendwie, keine Ahnung, macht mich nicht glücklich und ist irgendwie auch affig. Weil sich dann auch alles nur noch darum dreht, weil du das verkörperst und andere Leute denken, dass das auch deine Themen sind und dann weißt du, oh mein Gott. Ja, das ist dann auch irgendwie so ein Charakterclaim. So, man kauft teure Sachen und man schmeißt sein Geld raus. Das ist dann so eine Charaktereigenschaft auf einmal. Aber man merkt es ja auch gar nicht. Ich war 19, nicht, also, weißt du, ich habe es selber ja gar nicht gecheckt, sondern irgendwie merkt man es halt im Nachhinein, weil man halt merkt, was für Leute auf einen irgendwie zukommen. Ja. Und dann geht es halt weiter, dass du dann noch mehr machst und noch mehr machst und noch mehr machst und irgendwann, also bei mir ist es jetzt zumindest so, wir verdienen so viel Geld wie wahrscheinlich noch nie in unserem Leben und auch für YouTuber-Verhältnisse gut, also ich habe dieses Jahr wahrscheinlich mein erfolgreichstes Jahr gehabt, was YouTube angeht, Placements angeht, was Firma angeht, Ola Kala und alles andere, krass, was wir machen. Krass, ich weiß nicht, wie viele Views du machst und so, aber ich hätte das ehrlich gesagt so vom Gefühl jetzt YouTube-mäßig nur, hätte ich das nicht gesagt, muss ich sagen, persönlich. Das ist nur, weil es einfach konstante Videos sind. Mein Problem war immer, dass ich nie konstant gemacht habe. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Und ich habe eigentlich, also ich sage dir ehrlich, ich bin also zufrieden dieses Jahr mit meinem Content, bin ich nicht. Also ich bin nicht zufrieden damit. Ich war noch nie so unzufrieden mit meinem Content wie gerade. Ich auch. Same shit. So, und das, ich habe mit vielen Homies gesprochen, die auch quasi halt Influencer und so. Und die sagen mir alle, also fast jeder sagt mir selber, ich habe dieses Jahr so viel Geld verdient wie noch nie in meinem Leben, aber ich war noch nie so unzufrieden mit meinem Content. Ja, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr und letztes Jahr auch sehr, sehr viel Geld verdient. Also wahrscheinlich auch die besten Jahre, die ich je hatte. Natürlich wegen auch Corona, dann guckt jeder halt die Streams und so, ne? Aber ich bin krass unzufrieden geworden mit meinem Content, weil ich glaube, viel hängt da bei mir auch jetzt so damit zusammen. Ich war halt immer in Berlin, da komme ich ja her, so, da wohne ich ja quasi. Und, keine Ahnung, durch Corona ist es noch schlimmer geworden, aber es war auch schon vorher so, viele meiner Homies, die ich in Berlin habe, sind so, entweder jetzt nicht so die, hey, lass mal Mittwoch 23 Uhr treffen, Leute, weil die einfach da nicht so Bock drauf haben, das ist einfach nicht so deren Jam. Und die anderen sind halt so, 23 Uhr liege ich im Bett, weil ich nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen muss, weißt du? Und dadurch ist dann noch, Corona kam noch on top und dann war ich halt so übelst viel in der Bude und habe so gar keinen kreativen Input bekommen. Das checkt man aber am Anfang gar nicht. Das merkt man nicht. Das ist so ein schleichender Prozess, der dann kommt. Man kackt ja nur aus, ne? Und irgendwann merkst du, du bist wie so ein Schwamm, der im Trockenen liegt, der die ganze Zeit draufgedrückt hat und da ist nichts mehr drin. Am Anfang ist es sogar irgendwie auch gut, weil nicht abgelenkt wird und du kannst quasi voll investen. Ja. Du findest es sogar gut. Also ich fand es auf jeden Fall geil, dass ich so immer da am Machen war und so und dicker 10 Stunden Streams geballert habe wie so ein Kranker. Aber weil du die Energie und die Kreativität hast, aber aus der Vergangenheit. Aber du gehst davon aus, dass du den Output halten kannst. Und dass die Kreativität von alleine kommt. Dann kannst du nicht, aber deine Ansprüche bleiben gleich hoch und deine Energie wird immer weniger. Und dann, das ist so ein krasser Konflikt. Und dann gab es ja dieses eine Clip-Compilation-Thema bei mir. Und das hat mir dann so den Rest gegeben. Welches Clip-Compilation-Thema? Also im Grunde, das haben voll viele Leute so krass falsch verstanden, habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht, ich muss aber auch sagen, es gab einen Clip von mir, der war auch richtig shitty. Da war ich so, keine Ahnung, manchmal im Stream, gerade auch zu der Zeit, war ich so richtig am Arsch, so kopfmäßig. Und dann labert man mal einfach so auf so Autopilot, würde ich es immer beschreiben. Mhm. So, da möchte ich auf jeden Fall mal mit einem Psychologen drüber reden, aber das ist ein anderes Thema. Aber warte kurz, meinst du so, dass du wie so ein lautes Selbstgespräch führst, wo du aber eigentlich denkst, das ist eigentlich gar nicht, das bist nicht du, sondern du bist halt einfach am Arsch in dem Moment? Bro, ich fühle mich dann so, weißt du, so wie so ein, als würde ich in einem Auto sitzen, aber es ist ein Tesla und der fährt automatisch. So würde ich es beschreiben, nur ich streame gerade. Es ist so... So ohne Emotionen auch? Ja, also es ist so...
ich habe so verinnerlicht irgendwie, was ich da mache, dass es einfach, es passiert einfach so. Ich laber einfach so, brabbel einfach vor mich hin und mache irgendwas und dann kommt manchmal so voll das wirre Zeug und voll die Scheiße raus. Und das war halt so ein Moment, da habe ich dann so ein bisschen vielleicht missgünstig gewirkt so. Und dann habe ich aber danach nochmal so ein Statement gemacht, wo ich im Grunde gesagt habe, hey, ich würde ganz gerne meine Clips, die dann halt... Ah, du meinst dieses Video von dir wegen den Highlight-Videos, dass du nicht willst, dass sie bei diesen bei den Highlights genau, halt hochgeladen werden. Genau, also es ging halt wirklich, no joke, es ging nicht um Money oder irgendwas oder dass ich irgendwie nichts nicht gönne, auch wenn ich das in diesem einen Clip so gesagt habe. Ich habe dir aber sogar, glaube ich, geschrieben, deswegen, dass ich das auch gut finde, also verständlich finde. Ja, das war auf diesem Autopilot-Modus, echt blöd, das klingt wie so eine Ausrede, aber so ist es halt. Da habe ich dann so ein bisschen so gesagt, dass ich es nicht cool finde, wenn Leute dann ihren Twitch-Channel da aufbauen oder so. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Es ging da wirklich nur so darum, dass ich einfach Bock hatte, dass jetzt nicht der Clip schon 40 Mal durch irgendwie andere... Kein Konzept und hungrige genau, Hunde. Genau, genau. So, Shoutout an die Jungs, die machen guten Shit, so all good. Aber so, weißt du, wenn wir halt unser Best-of quasi rausgebracht haben, dann mussten wir halt so 4 oder 5 Wochen dafür quasi die Clips grinden. Und bis dahin wurden die schon 10 Mal geused bei tausenden Compilations. Ja, ja, ja. Und dann hatten wir eine Compilation voll auf Clips, die jeder kannte. Und schon, also, und schon jeder 1000 Mal auch sogar gesehen hat. Und das war so der einzige Grund. Aber das haben so, ja, so voll viele falsch verstanden. Dann kam so ein Kuchen-TV-Video, so, weißt du, so. Und das, ja, dass du halt ein geiziger Penner bist, der nochmal 5,50 Euro mitnehmen will. Ich bin so jemand, so, ich bin gar nicht so, habe ich das Gefühl. Also das würde, glaube ich, jeder über sich sagen, aber ich... Habe auch das Gefühl, alle meine Freunde würden das so bestätigen. Ich achte sehr krass darauf, dass ich nicht irgendwie, finde ich persönlich jedenfalls, dass ich nicht irgendwie arrogant rüberkomme. Ich versuche nicht so viel Geld rauszuschmeißen für unnötige Scheiße. Damit ich will einfach so dieser Humble Guy von nebenan sein, weil ich das einfach, ich will nicht so ein YouTube-Knecht sein, der so mega viel Asche macht und allen zeigt, wie krass er ist, so weißt du, sondern lieber so der Guy von nebenan. Und, ich glaube, gerade weil mir das so wichtig ist, hat mich das so gefickt, dass dann so Leute dann so auf einmal schreiben, so, was bist du, warum gönnst du nicht und so. Und dann denke ich mir so, Bro. Und es hat mich so mental in so ein richtiges Loch katapultiert. So, ich habe früher, wo... Du hast ja Pause dann gemacht, oder? Nee, also ich habe doch 2 Wochen. 2 Wochen, ja. Aber das hat nur semi geholfen. So, das war eine Woche Urlaub mit Freunden. Gut, das hat schon geholfen, auf jeden Fall. Konnte mal ein bisschen Abstand gewinnen. Und eine Woche mit meiner Freundin, das war auch nice. Aber es war jetzt trotzdem... ist nicht sowas, was dann nach 2 Wochen Pause auf einmal weg ist. So. Also das ist so, ich hatte früher so Phasen, da habe ich dann wirklich nach dem Stream einfach geweint, weil ich nicht zufrieden war mit mir oder mit den Zahlen. Aber meistens ging es wirklich nicht um Zahlen, es ging eher um meine eigene Leistung und dann on top hat man auch die schlechten Zahlen manchmal gesehen und das hat dann so übergesprudelt und dann saß ich da richtig, also wirklich richtig oft und habe geweint. Und das habe ich aber vollkommen wegbekommen, weil ich einfach viel mit Leuten geredet habe über das Thema und so. Und als diese Sachen passiert sind, ich langsam unzufrieden wurde mit meinem Shit und dieses Thema, alles zur selben Zeit ungefähr, Digga, bin ich wieder in so ein richtiges Loch rein einfach und so, ja, so den ganzen Tag so extrem müde, so gar keinen Bock. Ich glaube, es war wirklich so auch so eins vor so Depressionen, so Burnout. Das war wirklich krass. Also das fand ich auch echt, das war echt gruselig. Das war echt so kurz vor so, okay, Digga, ich sollte vielleicht einfach aufhören, so streammäßig. Also ich habe wirklich überlegt, so schmeiße ich hier einfach alles hin jetzt. Ich glaube, diese Situation, wie zum Beispiel das mit Kein Konzept und Co., also erstmal, ja, ich finde es übel geil, was die machen. Also ich bin ein riesen Fan von dem Zeug. Die haben damit auch gar nichts zu tun. So. Nee, safe. Das will ich auch sagen gerade. Die Jungs wollen auch nur ihren Hustle machen und ey, Digga, ich hätte es genauso gemacht. Und es ist auch gut gewesen für die ganze Twitch-Community, bin ich auch ehrlich, was die gemacht haben. Da haben alle profitiert von. Das ist, das ist Win-Win für alle. Es hat ein Movement draus gemacht. So. Ja, komplett. Und ich habe mich auch als Teil davon gefühlt, obwohl ich nicht viel streame, aber so als Zuschauer. Ich habe mich da richtig so wohl gefühlt, weil ich mich endlich wie ein Zuschauer fühlen konnte als Creator. Oh, ja, okay. Was für mich ein geiles Gefühl war. Verstehe ich. So, weil ich konnte das von denen angucken. Ich habe mich richtig gefreut. Und ich glaube aber, dann passiert sowas und dann hast du so ein Gefühl, fühlst du dich doppelt scheiße. Nicht, weil du denkst, dass du jetzt dort was richtig Schlimmes gemacht hast, sondern es wurde missverstanden und denkst dir so, bezahle ich jetzt für den ganzen anderen Scheiß, den ich gemacht habe, aber wo du dich selber so im Zwang siehst. Weißt du, was ich meine? Wo du sagst, da war ich nicht gut genug beim Stream, da habe ich scheiße geredet, da hätte ich besser sein können, da hätte ich mich besser vorbereiten können, da war ich nicht witzig genug, der ist besser als ich, der ist so und so. Und dann denkst du nicht, gehe ich jetzt kaputt wegen diesem einen Ding, wo Leute denken, dass ich 2,50 Euro in die Tasche stecken will, was kompletter Hirnschiss ist. Yes. Sondern man hat halt Angst,
kommt jetzt jemand, der ist noch besser als ich, bin ich dann hier alleine? Komplett. Ist es überhaupt gut, was ich mache? Bro, solche Zweifel hatte ich sowieso schon immer und die sind halt dann in solchen Phasen noch. Ich lebe jeden Tag damit. Bro, ich wirklich. Ich hatte auch Phasen, wo ich mich umbringen wollte, deswegen, Digga. Also okay, so, krass. Okay, das ist, so schlimm ist bei mir nicht. So, also, da war es nie, aber so. Es, keine Ahnung, so Leute sitzen zu Hause und sehen so, wie wir so Videospiele spielen for Living und keine Ahnung, Millions machen so und dann heulen wir rum wegen sowas, aber es sind halt einfach die pure Wahrheit so. Ja, das sind auf jeden Fall auch Gründe, warum ich dann geweint habe. So, ich denke, ich habe manchmal den Stream ausgemacht und dachte mir so, Bro, ich bin der unlustigste Mensch auf Erden, ich bin der unsympathischste Mensch auf Erden. Alle anderen Streamer auf Twitch in Deutschland oder international oder whatever sind so viel besser. Ich werde niemals an dieses Entertainment-Level rankommen. Was man ist so nur zu sich so übel hart und zu allem anderen ist man so voll so einfühlsam und ja, so. Ja, über, ich bin richtig empathisch und so. Aber sich selbst gegenüber null. Und sehe so Sachen immer so richtig so rational. Rational und halt so ausgewogen. Genau, und bei mir selber so vollkommen. Und man weiß in dem Moment auch, Digga, es ist nicht so, Bro. Leute würden dich nicht gucken, wenn du irgendwie mega unlustig oder übelst der unsympathische Knecht wärst. Aber man redet sich das so krass selber schlecht. Ja, das ist echt komisch, Digga. Das sind echt Sachen, mit denen ich echt krass gestruggelt habe und auf jeden Fall auch noch struggle. Also, das ist echt krass, Digga. Ja, Mann. Ja, weil du vergleichst halt nicht. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die da voll interessant sind. Also, als ich vorhin das mit Umbringen und so meinte, das war halt so, du gehst halt durch deinen Kopf und denkst halt so, ey, das ist so viel Druck und mit allem, was du machst. Und dann denkst du so, ey, pff, oh. So, das wäre, da wäre ich zumindest mal so vor mir selbst wieder sicher. Und wie gesagt, nicht probiert oder irgendwas, aber das hat schon diesen Druck und ich bin echt belastbar. Ich meine, du siehst auch, was hier alles abgeht, aber kriegt man auch alles hin und am Ende des Tages. Das ist vor allen Dingen so, dass ich unterbreche, das finde ich, das ist das Krasse. Ich sehe mich auch als geisteskrank belastbar. Ja. Und wenn man dann merkt, Digga, ich habe irgendwie meine Grenze erreicht, dann ist es so, ja. Was zum Fick ist passiert, Digga? So, weißt du, man denkt sich dann so, Junge, was, Digga. Ich würde mich halt als übelst emotional stable sehen. Und, oder nicht stable, aber so obviously stable, sonst würde ich nicht weinen nach dem Stream oder so, glaube ich. Aber so, ich würde mich als sehr stark emotional, so psychisch sehen. Und habe auf jeden Fall auch schon krasse Scheiße so psychisch durchmachen müssen, würde ich behaupten, in der Vergangenheit so, die ich auch alles überstanden habe, ohne jetzt krass Schäden davon zu nehmen. Aber wenn es dann, also so war es bei mir auf jeden Fall, wenn es dann dazu kommt, dass ich so in so einem richtigen Loch war, dachte ich mir so, Digga, was ist passiert, Alter? Was passiert hier gerade, dass ich gerade so in ein Loch komme, obwohl ich so psychisch eigentlich fit bin? Ich glaube, dass das zwei Sachen sind. Ich glaube einmal, dass du dadurch, dass du dich so stark mit den Sachen identifizierst und du dieses Streben nach Perfektion hast und der Beste werden willst, was ich sehr, sehr fühle, du vergleichst deine Leistungen nur mit der Fantasie in deinem Kopf der Perfektion. Ja. Und alles, was davon stark abweicht, ist für dich nicht gut genug. Und wenn du aber weißt, dass du auch nicht mal so gut warst, wie du könntest, nimmst du das Beste, wo du weißt, du könntest, ja. Darüber steht das Potenzial, was du hoffst oder in deiner Fantasie hinkriegst. Ja, es ist ein bisschen so wie so ein Mario-Speedrun oder eine Counter-Strike-Runde. Wenn man jetzt zum Beispiel, man spielt 16 Runden Counter-Strike in einem Match so, und man nimmt jetzt quasi deine 16 besten Runden of all time und packt sie alle in ein Match. So, das ist der Anspruch, sag ich mal. Ja, ja, ja. Und man wird niemals in jeder Runde die 100% performen und die 5K-Deagles machen. Oder? Aber es ist Training fürs Nächste. Ja, oder beim Speedrun oder so, da wird man nie jedes kleine Bit vom Speedrun 10 aus 10 perfekt machen. Aber das ist immer der Anspruch bei allen Sachen in meinem Leben so mäßig. Und ich glaube, das ist voll das, was du meintest. So dieses, oft ist das Maß gar nicht, wie machen das die anderen und bin ich besser als die anderen oder so. Oder ist es solid, was ich abgeliefert habe, sondern wie nah ist es an der Perfektion, die ich erreichen kann, dran? Und obvious ist es daran nie dran, weil die kann man nicht erreichen. Das ist so ein Streben, was so niemals das erreichen wird. Also weißt du, das tangiert es nicht mal so. Aber man hofft trotzdem. Man hofft trotzdem und man macht immer weiter. Das ist krass. Das ist echt eine Sucht. Das ist eine krasse Sucht auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr krass. Und ja. Ich hatte da eine Story hier, als ich Kind war. Wir haben Sackhüpfen gemacht. Es war so ein Geburtstag, 30 Mal gemacht, jedes Mal gewonnen. Dann das voll, keine Ahnung, also für mich das letzte Mal, als wir es dann gemacht haben. Runde, ich bretter, stolper halt über diesen Sack und bretter. Und ich also wusste, hingefallen, ich, oder was? Genau. Und ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr gewinnen. Ich bin aus diesem Sack rausgestiegen, habe gar nicht mehr mitgespielt. Ich habe jede scheiß Runde davor gewonnen. Jede. So, als Kind. Und ich war so, ich bin von diesem Geburtstag nach Hause gegangen, heim. Oha, was? Weil ich nicht gewonnen habe.
Okay, krass. So, also ich bin, also was das angeht, halt richtig, richtig krank. Und du selber siehst auch jeden Scheiß bei dir nochmal viel genauer als andere Leute. Aber du denkst, dass andere Leute das ja genauso sehen wie du. Und das ist nie so. Aber das Gefühl ist trotzdem da. Das Gefühl ist da. Und es ist sehr eklig. Ja, ja. Und was das Zweite ist, glaube ich, also was mir geholfen hat, aus diesem ganzen Scheiß ist, offen darüber zu reden. Und das war erstmal das Erste, was mir geholfen hat. Weil sonst hast du immer so diese Barrieren, dass du immer sagst, ah, das ist kacke oder weißt du, was ich meine? Das, was du vorhin am Anfang gesagt hast, wegen Projekten, dass du immer so ausweichst und was anders machen willst, ja, und so Commitment-Issues hast. Aber ich bin sehr, also zum Beispiel Mev ist so ein Typ, den frage ich dann nach seiner Meinung, ey, ich habe jetzt hier das und das gesagt, ich habe jetzt hier diese Befürchtung und Angst, kannst du mal kurz bitte genau da drauf gucken? Oder Vincent, den du vorhin gesagt hast, oder Nico. Und ich finde, es ist extrem schwierig, solche Leute zu sehen und zu finden, weil sonst in unserem Geschäft, also ich zumindest habe so die Erfahrung, 90% bis 95% der Leute, mit denen ich zu tun habe, die ich irgendwie grundsätzlich nach der Meinung frage, aus Höflichkeit oder so, die sagen einfach nur Ja und Amen zu allem. Ja, ja, das ist voll cool und ja, und ich denke so, Bro, das ist der Müll, hör mal auf. Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr selten ist, solche Leute, aber ich habe solche Leute auch um mich rum und ich schätze, was geisteskrank. So, ich bin auch so jemand, der, wenn Leute mich fragen, also zum Beispiel hat Maxi, also ich weiß nicht, kennst du Maxify, den YouTuber? Ist egal, ist ein YouTuber. Und der hat so ein Video rausgebracht, wo er irgendwie 5 Leute, wer jetzt aus dem Auto aussteigt, der gewinnt es halt. Und dann hat er mir das so geschickt und meinte so, wie finde ich's? Und ich habe es mir halt angeguckt und ich habe halt so 12 Minuten Audiomaterial, so sprachnotizmäßig gemacht, was ich halt kacke finde. Weißt du, ich sag dann am Anfang auch immer, Bro, ich werde vermutlich richtig trash-talken gleich. Aber ich sag's dir einfach in die Fresse, was ich denke, so mäßig. Bei allem so. Ich versuche das dann immer so einfach. Und es ist dann viel wertvoller zu sagen, so ja, Bro, übel krass. Ja, genau, weil ich denke mir so, Digga, genau das wäre das, was ich auch haben wollen würde. Ja. Wenn ich jemanden fragen würde. Klarheit. Ja. Genau, solche Personen habe ich auch im Leben. Also so eine gute Freundin und jetzt auch meine Managerin seit einem Jahr. Dominik, mit dem ich halt den Podcast auch habe. Das sind so meine 2 Go-To-Leute so, die halt auch in diesem Business arbeiten und auch immer eine sehr gute Perspektive und also dessen, ich schätze deren Meinung einfach krass und wenn du solche Leute nicht hast, Digga, dann fällst du halt immer krass in so ein Loch. Das sind immer so die Leute, die mich dann immer so krass auffangen in diesen Löchern und dann quasi mich langsam regenerieren lassen. Aber es ist auch viel, was ich mit mir selber ausmachen muss, glaube ich. Ich finde, es hilft krass, du hast auch vorhin Thomas gesehen, der ist auch so ein Mensch für mich und ich glaube, dass auch einen erfolgreichen, also Influencer im Endeffekt, wie wir führen einen Kampf gegen unsere Halbwertszeit, das ist, glaube ich, die Angst, die noch überall schwebt, ist nicht, oh, ich habe letzten Monat 100.000 oder 1 Million Euro in einem Monat gemacht, sondern es ist so, was ist mit nächstem Monat, was mit nächstem Jahr, was ist in 5 Jahren? Ja. So. Und, vielleicht gar nicht so auf das Geld bezogen unbedingt, weil das kommt dann immer so automatisch. Sondern nee, kann ich aber einfach so unbeschwert leben wie heute. Ja, genau, ja. Und ich glaube, dass das auch so ein Gedanke ist, der unterschwellig vielen Leuten aus unserer Branche langsam bewusst geworden ist, vor allem durch Corona. Gerade weil du es halt omnipräsent an anderen Menschen siehst. Und ich glaube auch, diese Ängste sich so ein bisschen widerspiegeln in uns. Und man vielleicht auch jetzt so langsam merkt, was heißt es, wenn man kreativ eine Krise hat? Weil ich glaube, das betrifft uns alle. Auch mit vielen so Rappern-Homies gesprochen, die dann sagen, ey, Digga, mal abgesehen von dem Tour-Money, mir fehlt einfach so, worüber soll ich rappen, Digga? So. Ich stehe auf, ich mache mal Playsee an oder bin ich noch da oder Digga, so, was soll ich machen, Alter? So, ich habe keine Inspiration, Mann. Also ich fühle ich. Und ja, das mit dem Inspiration ist ja quasi nur, dass es halt dann bei denen in Musik gesteckt wird und bei uns halt in YouTube-Videos oder in Streams. Ist halt genau dasselbe so. Du siehst irgendwas und auf einmal bringt dich halt irgend so eine ganz banale Sache auf einfach eine Idee. Ja, also bei mir ist dann jetzt nicht so, dass ich jetzt, also weil im Stream ist halt schon eher so repetitiver, also dass jetzt nicht, dass jetzt Freunde mich auf eine krasse Formatidee bringen oder so, das, ne, das nicht, aber so einfach so humortechnisch. Ich finde mich viel lustiger und ich bin viel besser drauf, wenn ich irgendwie mich ab und zu unter Leuten geselle und mit denen auch mal laber und die mich auch mal zum Lachen bringen und nicht ich der Entertainer bin quasi. Ja, genau, weil im Endeffekt, das ist ja auch immer so eine Sache. Und zwar, das ist, ich sag mal, das ist eine Fraktion von YouTubern, das sind die, die wir immer ganz schnell abkacken. Und Influencern, sind die, ich sag mal, die Egomanen. Das sind so die Leute, die so sagen, ich bin der Witzigste, ich bin der Krasste, wir kennen, ich will jetzt hier nicht irgendwie Namen nennen, aber wir kennen Tim Gabel. Zum Beispiel, genau. ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze und streamen würde, was mich immer so ein bisschen fickt ist bei diesem Kamerazeug, ist, ich sehe die Reaktion der Leute nicht unmittelbar. Ja. Ich finde es so voll wichtig, dich zu sehen und dann sehe ich, wie reagierst du. Also so, ich habe ein gutes Gefühl dafür. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Bar sitzt mit Homies und erstmal die dich beeinflussen, weil das ist ja immer so das Ding. Du, ganz ehrlich,
Also wie viele Sachen Nico zum Beispiel, also wirklich mindestens jede zweite Sache, die bei Nico irgendein fucking Running Gag oder eine Sache geworden ist, die so viral gegangen ist, ja, war eine Sache, die in unserem Umfeld entstanden ist. Ja, hat man gemerkt. Und genau deswegen ist es viral gegangen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und nicht, weil Nico da war und eine Eingebung hatte. Und deswegen finde ich halt diesen Teamgedanken so unfassbar wichtig, weil so entsteht es ja auch in echt. Weißt du, was ich meine? Du beeinflusst und dann ist es halt so dieses Bouncen zwischen Leuten. Genau, halt. Wenn dieses eine fehlt halt, dann ist es weg. So. Und wenn du halt nur mit dem Monitor bouncen, da gibt es kein Bouncen. Da gibt es nur irgendwas. Da entsteht auch Inside, aber weitaus weniger. Da ist so, das ist ja dann einfach nur ein Chat, der da ist und keine menschliche Person, die vor dir sitzt und dir eine Reaktion auf die Sachen gibt, wie du meintest. Und das finde ich, also ich glaube, das unterschätzen Leute dann halt. Also es gibt halt Leute, die halten sich dann für unfassbar witzig und dann merken die halt, oh ja, ich habe Community, ich muss nicht mehr rausgehen, ich muss meine Freunde nicht mehr sehen, ich brauche keine Ding. Zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe tatsächlich niemanden auf dem Schirm, den ich jetzt so auf Anhieb nennen könnte, der so ist. Aber kannst du mir nach der Aufnahme mal sagen, das würde mich interessieren. Ja, klar, kann ich dir sagen, aber das sind jetzt auch so ein bisschen ältere Beispiele. Aber zum Beispiel, ja. Nico, der ist, der hat ja auch super viel gestreamt. Dann habe ich ihm gesagt, Bro, ich merke, du bist ausgebrannt. Du hast auch keine Zeit mehr, Homies zu sehen und so. Ja. Und dann merkst du auch irgendwann, dass dir der Stream nicht mehr Spaß macht, weil komplett. Du hast auch nichts mehr zu erzählen. Ja, komplett. Das ist komplett das, was passiert ist. So, das ist auch eine Sache, die ich so für 2022 auf jeden Fall priorisieren werde. Ich denke auch viel so darüber nach. Also mir ist irgendwie auch viel oder sehr oft wichtig so der Gedanke, wenn ich jetzt mal irgendwann 50 bin und ich denke an diese Zeit zurück, an was möchte ich mich zurückerinnern? Ja, 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 ja. Möchte ich mich daran zurückerinnern, dass ich jetzt irgendwie 5 Tage die Woche 9 Stunden an meinem PC gesessen habe und irgendwie irgendwelche shitty ass Videogames gespielt habe? Die klar, nächsten 100.000 Euro. Ich liebe das und das ist meine Leidenschaft, aber ist es das? Aber nicht so viel. Ja, genau, nicht so viel. Und oder ist es, dass ich dann irgendwie nochmal 100.000 extra gemacht habe? Sind es die Erinnerungen oder sind es die Erinnerungen, dass ich geile Zeit mit meinen Freunden hatte, geilen Scheiß gemacht habe? Wir vielleicht irgendwie auch geile Videos gemacht haben. Also ich möchte auf jeden Fall, und mache ich auch gerade, ich fange an ein bisschen mehr wieder zu vloggen und so. Ich möchte, also da haben wir noch nichts rausgebracht, das kommt noch. Aber so, ja, keine Ahnung, ich finde einfach den Gedanken cool, dass man dann so zurückguckt und man sieht so, Digga, irgendwie mit 24 haben wir so dumme Scheiße gemacht, das war so geil. Lieber sowas, als dann irgendwie das... Wie so ein interaktives Fotoalbum hast mit Vlogs und Co. Genau, ja, das ist mein Ziel am Ende. Und das habe ich die letzten... Ja, 3 Jahre auf jeden Fall Minimum extrem vernachlässigt. Und das ist eine Sache, die mir ist richtig, also richtig, richtig wichtig im Leben geworden ist, dieses interaktive Fotoalbum zu befüllen langsam. Weil es geht jetzt für mich nicht mehr darum, irgendwie die nächsten 100.000 oder so zu machen, sondern einfach, ich will kreativ einfach auf den nächsten Step. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bro, ich brenne gerade nicht für Streaming. Mhm. Ich mach's, weil ich mach halt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mir denke, boah geil, heute Streaming anschmeißen. Ist halt vom Hobby zum Job geworden. Ja, es ist so, ich sag mal so alle 3 bis 4 Streams habe ich so dieses, so, boah, heute habe ich richtig Bock zum Beispiel. Gerade habe ich jetzt ein neues Game angefangen, so. Was hast du angefangen? Oder wieder angefangen, Escape from Tarkov. Mhm. So, da kam jetzt so ein Vibe und alles fing von neu an und jeder hat wieder scheiß Sachen und so. Und dann ist es so, geil, ich habe richtig Bock zu zocken einfach auf das Game. Aber mein Feuer kommt gerade nicht aus, wow, ich habe richtig Bock zu streamen, sondern mehr so aus, okay, ich habe richtig Bock, dieses Game zu zocken. Mhm. Und mir fehlt gerade so dieses, ich brenne für irgendwas. Und ich suche da, also ich brauche da gerade was Neues auf jeden Fall. Und da werde ich auf jeden Fall auch irgendeinen Big Change machen in 2022. Also da muss ich auf jeden Fall was ändern, weil ich habe Bock auf was Neues einfach. Freunde, kleine Werbeunterbrechung für Athletic Greens. Und zwar, wenn ihr bei Athletic Greens bestellt, bekommt ihr 75 Mikronährstoffe jeden Tag in einer kleinen Tagesration. Und zwar bekommt ihr das monatlich zugesendet. Ihr habt über 75 Vitamine und Mikronährstoffe, ihr habt Probiotics, ihr habt Adaptogene. Also ihr habt hier so viel drin, dass ich, glaube ich, einen halben Kinofilm, sondern 6 Kinofilme draus machen könnte, was hier alles drin ist. Ist sehr, sehr interessant und was spannend ist vielleicht für euch. Ich habe mit dem Geschäftsführer und Inhaber, also Gründer, gesprochen. Das war so vor über 6 Monaten. Mir gesagt, komm, probier das Zeug mal, du wirst sehen, das wird dir taugen und das gefällt dir auch. Stimmt, ich habe es verwendet. Wieso mich bei so einer Firma immer der
Mensch überzeugt letzten Endes ist, ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit Chris gehabt und er hat mir dann halt erzählt, wie er selber so einen Leidensweg hatte mit seiner Gesundheit und wie ihm eine gesunde Ernährung geholfen hat und er darum herum halt ein Produkt machen wollte. Und aus so einer Motivation heraus kommen Menschen in dieses Geschäft und sind dann keine schlipstragenden Idioten, sorry, dass ich das so sage, die dann einfach nur sagen, gut, ich möchte jetzt hier so viel Gewinn wie möglich machen und mache halt das jetzt rein, was die Leute denken, was hier reingehört. Sie haben auch eine anständige Forschungsabteilung und ich werde mir jetzt gleich Mindshake reinknallen, weil ich es heute Morgen vergessen habe, weil ich sehr gestresst aufgestanden bin. Gott sei Dank filme ich diese kleine Werbung hier, sonst hätte ich es vielleicht sogar vergessen. Das ist so das Nächste. Ihr kriegt das Ganze bequem Monat für Monat nach Hause geliefert und in der Beschreibung habt ihr einen kleinen Link. Da bekommt ihr noch so ein Vitamin D3 und K2 Jahresvorrat mit dazu. Vitamin D, glaube ich, wissen wir, wie wichtig das ist. Was ihr dann bekommt, ist ein Willkommenspaket, ist so, hier ist der Shaker, ist dieses Döschen und ist auch noch hier ein sehr, sehr schöner Löffel. Wenn ihr den ganzen Plastikschrott kennt, den ihr sonst bekommt bei Supplements, massenweise immer dasselbe, dann wisst ihr, was für ein Segen das hier ist. Das ist, ich finde es eine coole Sache, aber ich glaube, viele Leute haben nicht die Eier dazu, weil die, ich auch nicht, aber ich muss es einfach machen. Ich habe auch so ein paar Dinge, die, also wo ich so drüber nachdenke und rede, aber das ist, wir leben so ein bisschen in einem Zwang, wo wir halt sagen, ey, ich verdiene jetzt so, ich könnte jetzt noch ein Jahr richtig durchstreamen, mich knechten, aber dann bin ich durch so fürs Leben. Ja. Und dann denkst du dir so, wenn ich jetzt aber Vlogs anfange und ganz anders lebe, ein neues Konzept mache, weil ich es fühle und feiere und bla, verdiene ich damit das Geld? Wollen Leute das sehen? Ist das erfolgreich? Dann sehe ich das in 3 Monaten vielleicht nicht anders. Ja. Und sagt dann, ich will wieder streamen. Das ist eine sehr große Angst. Das ist die größte Angst, die die Leute haben. Das ist eine sehr große Angst, wenn ich jetzt irgendwas change an meinem Format, quasi an meinem Output, werde ich es bereuen? Werde ich mir denken, Alter, hätte ich es mal doch nicht gemacht? Weil ich war schon oft an diesem Punkt, dass ich irgendwann mal so dachte, Digga, ich muss was ändern. Und dann habe ich das einfach quasi, sage ich mal, durchgestreamt, diese Phase. Und einfach mich gezwungen, einfach weiterzumachen. Und dann ging es wieder weg und ich hatte wieder Bock auf Streaming. Aber die Phase war noch nie so lang, wie sie gerade ist. Deswegen fühlt sich das an, wie was Richtiges, da jetzt irgendwas Großes zu ändern, irgendwas zu changen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, für viele war 2021 einfach wie so ein Dauer-Burnout. Ich glaube auch, ja. Vielleicht. Also für mich zumindest. Ja. Weil du sagst ja jetzt so, dieses Corona-Ding, ist, das geht nicht vorbei. Du siehst Licht am Ende des Tunnels nicht, aber es wird immer geködert, ist bald vorbei. Und so ist ja auch mit dem Stream dann. Dann sagst du dir, ach, die Leute sind daheim, man muss und dies und das. Und ich mache das jetzt, ich kann ja, irgendwie, du bist ja auch in so einem Nimbus. Ganz ehrlich, was sollst du machen? Machen die heute die Corona-Maßnahmen weg, willst du jetzt morgen mit 20 Leuten in den Raum gehen und vloggen? Denkst dir so, kriege ich dafür Shitstorm? Darf ich das machen? Wie verhält man sich draußen? Gebe ich dem jetzt die Hand? Und dann sagst du, okay, Stream ist safe, aber irgendwann hast du die Nase voll, du kommst nicht mehr klar. Ja, komplett, komplett, Bro. Ich glaube, viel ist auch so, wie sich Twitch verändert hat, obwohl ich jetzt nicht so dieser, ich will nicht so dieser OG-Guy sein, der sich jetzt beschwert über den aktuellen Stand oder so, aber da hatten wir auch so ein bisschen schon bei WhatsApp gelabert drüber. Ich finde halt irgendwie das, ich finde es irgendwie eine gute Entwicklung und irgendwie eine schlechte Entwicklung gleichzeitig. Das ist gut. Ich habe so dieses, wie sich Twitch entwickelt hat. So, ich habe das Gefühl, was gerade gut funktioniert, sind just chatting und irgendwie krasse Videos gucken. GTA Roleplay, FIFA, wenn es neu rauskommt und so krasse Events. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte. Also so heftige Events wie zum Beispiel Trimax und so hosten, so dieses Teammates, was auch übelst geil ist und was richtig cool ist, dass es existiert. So, das ist geil gegen diese Formate, aber es ist halt, ich habe so das Gefühl, wenn es nicht das ist, was von diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, dann juckt es keinen. Und das ist wirklich krass. Vor allem dieses Gaming-Ding juckt einfach keinen mehr. Ich kann es irgendwie verstehen und wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, dass Leute selber keinen Bock mehr haben, einfach Gaming zu sehen, weil die während Corona wahrscheinlich selber viel gegamed haben. Aber so das, weiß nicht, so ich sag mal, also wir nennen das immer so die Twitch-Meta, so die juckt mich gerade einfach nicht. Mich juckt die Twitch-Meta einfach nicht. So, ich finde die einfach uninteressant gerade. Ich habe keinen Bock auf gar nichts davon. Ich habe keinen Bock zu reacten. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwie in 2022 meinen Reaction-Kanal irgendwie ändern müssen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde Reacten so langweilig geworden. Ich habe keinen Bock, der 200 so geil zu sein, der sich irgendwas reinzieht. So. Ja, aber weißt du, was mich... Also lass mal das Punkt für Punkt durchgehen, weil ich teile deine Meinung 100%. Ich bin so massiv abgefuckt von auch vielen Dingen. Für mich ist das ein großes Beispiel für eine andere Sache noch. Ist Reacten. Ich habe das 2 Jahre lang Nico gesagt. Ich habe gesagt, wann zum Teufel merken Leute, dass
man mehr Reactions hat, als man originellen Content hat, Bro, der produziert wird. Ich will da nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Ich bin da mindestens genauso viel Part davon. Nein, ich finde es gar kein Vorwurf an irgendjemanden. Ja. Aber ich meine nur so, ich finde es cool, eine Meinung von einer Person zu sehen zu einem Thema, die ich schätze, aber irgendwann ist es ja substanzlos. Ja, so das Ding ist halt auch so, vor allen Dingen, man hat dann halt auch so einen YouTube-Channel mit so Reactions, weißt du, und das war dann halt auch oft so, ja, wir brauchen jetzt noch eine Reaktion für morgen oder übermorgen und dann... Reactst du nicht, weil du willst, sondern weil du musst. Ja, dann guckst du dir halt auch manchmal einfach so ein Video einfach noch on top an, weil du halt so einfach denkst, okay, ich kann da funny Sachen zu sagen und dann haben wir ein Video für morgen so mäßig. Mhm. Und das ist dann so, ja, irgendwie nicht das, was ich machen will. So, ich finde Reacten eigentlich auf eine Art schon cool, aber es ist so viel geworden und ich bin so jemand... Ich muss immer so auf Krampf gegen die Masse. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin immer so auf Krampf gegen den Strom mäßig. Und gerade ist es so, viel und jeder reactet und überall ist alles voll mit Reaction. Und wenn irgendein neues Video rauskommt, Dicker, du siehst auf Twitch Just Chatting-Sektion, jeder reactet gerade da drauf. Und dann ist es so für mich so, okay, ich will es nicht mehr machen. Das dann vergeht mir der Spaß daran. Wenn ich merke, alle machen das, dann mache ich es nicht. Seven vs. Wild zum Beispiel habe ich geguckt, ohne irgendwelche Reactions drauf zu gucken, weil ich das so... Übelst geil, aber auch da ist so dann irgendwie... Also ich feiere das Format krass und ich feiere es auch darauf zu reacten und ich weiß, die Leute feiern das. Und weil da ist auch so, auf der einen Seite gucke ich es gerne und ich weiß, die Leute feiern es. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Bro, jeder macht es, Digga. Wenn jetzt eine neue Folge rauskommt, ich weiß gerade, jeder auf Twitch guckt sich diese Folge an. Ja, ja, ja. Und dann bin ich so einer von 100. Content mehr. Ich mag es nicht, einer von 100 zu sein. Einfach. Ich, keine Ahnung, was das für ein dummer Tick bei mir ist oder ja, so. Ja, das ist ja keine Kreativität mehr. Ja, manchmal verbaue ich mir auch selber damit so Sachen, aber ich feiere das nicht. Ich will nicht einer von 100 sein, einfach. Keine Ahnung. Ja, ja, ich habe einen ähnlichen Tick. Also ich weiß, was du meinst. Mich stresst es dann irgendwie, weil ich mir dann denke, ich bin ja kein Deut besser als die, weil ich mache es ja auch nur nach. Ja, irgendwie so, ja. Also ich will gar nicht mal irgendwie einen Judge, der das macht. Das ist irgendwie so ein Ding für mich. Was mit GTA RP? Das muss ich sagen, finde ich geil. Also das macht echt Spaß. Ich verstehe alles da. Ich verstehe komplett, warum die Sachen, die gerade funktionieren, funktionieren. Ja. Und warum Leute das geil finden. Magst aber nicht? Es ist einfach nur so nichts für mich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es auch feiern. Ich glaube, also ich würde dich feiern, wenn du es machst. Ja, ich glaube, es wäre auch wahrscheinlich lustig. Und ich glaube, ich würde es auch fühlen. Aber es ist irgendwie so... Ich fühle mich dann so, als würde ich auf einen Train aufspringen. Das ist das, was ich zum Beispiel meine mit verbauen. Mhm, ich glaube, es wäre guter Content und die Leute würden es feiern und ich würde es feiern. Ich mache es aber einfach nur nicht, weil ich Angst habe, auf einen Train aufzuspringen. Ich habe das 2 Monate privat gezockt. Er hat mir immer gesagt, stream das. Ich habe genau aus dem Grund gesagt, es kommt dann so, als komme ich jetzt, Tim, der so, keiner weiß, dass ich übel gern zocke. Und dann streame ich jetzt auf einmal GTA RP, dann sehe ich aus wie so ein Cocksucker. Ganz komischer Tick, den ich habe, aber irgendwie so... Das ist weißt du, welche Zeit live war bei Among Us? Das habe ich sehr gefeiert. Among Us war cool. Es gibt halt auch da dann Leute, die das halt immer noch spielen. Finde ich krass. Das würde ich aber immer noch. Also ich würde es auch gerne mal wieder zocken. Ja? Ich hätte schon Bock. Ja, mal wieder zocken. Aber ich meine, es gibt Leute, die haben wirklich seit Release jeden Stream das gezockt. Ja, okay, das ist krass. Und dann denke ich mir so, Bro, holy shit, Alter. FIFA-Packs aufmachen sehe ich dich auch. FIFA bin ich komplett raus. Also ich bin wirklich der schlechteste FIFA-Spieler auf Erden. Ich habe so, man hat doch, wenn man so in diesen Ranked-Mode geht, keine Ahnung, wie der heißt, da habe ich so manchmal an der Playsee habe ich so mit einem Homie immer so 2 vs. 2 online Ranked gespielt. Digga, da ist so eine Liste von so 10 letzten Games, alle rot. Ich habe alle verloren. Und aber auch immer so krass. Nicht so 2-1, sondern immer so 1-7 oder so. So richtig verkackt. Ich bin wirklich der schlechteste FIFA-Spieler. Ich spiele später eine Runde FIFA. Ja, ja, du wirst mich geistkrank natzen. Mal sehen. So gut bin ich nicht. Das heißt, du sagst, gut... Hatten wir, was findest du scheiße an Twitch? Also, boah, es ist immer so ein. Ja, ich feiere es nicht so. Immer ich finde es nicht mehr so intim, der sich aufregt über seine Plattform. Aber ich finde es nicht mehr so intim wie früher. Das ist für mich so eine Sache. Ja. Es ist ein bisschen zu. Ich hasse es, wenn Leute kommen und sagen, irgendwas ist kommerziell geworden, weil das ist nicht schlimm. Ja, ja. Also, das meine ich damit nicht. Ich verstehe genau das für dich, aber es ist nicht mehr so ein. Ist nicht mehr so, ich habe das Gefühl, ich gucke meinem Homie beim Zocken zu, sondern ich gucke irgendjemanden zu, der. Das halt nicht mehr macht, weil er es liebt, sondern weil er es irgendwie muss. Basically ist es in Richtung Fernsehen gegangen. Das ist das, was mit YouTube auch immer passiert ist. Ja. Teilweise. Ja, nicht bei allen Channels. Ja, ja, ja. Es gibt immer noch diese Channels, die sich nach Home anfühlen und bla bla und die immer noch genauso sind. Aber die zu finden ist weiter schwerer geworden, würde ich sagen. Aber es ist und so. Und werden auch sehr krass in Schatten gestellt von so großen Produktionen und so. Aber ich glaube, so ist es mit jeder Plattform, die rauskommen wird. Die entwickelt sich und man muss sich dann als Creator anpassen, dann ist halt die Frage, hast du da Bock drauf oder nicht?
Bei mir ist es jetzt persönlich, ich habe schon Bock, irgendwie so große Projekte zu machen, wie jetzt solche Shows, wie so Trimax und so machen. Aber ich hätte zum Beispiel jetzt nicht Bock, das in der Regelmäßigkeit zu machen. So. Mhm. Obwohl man das wahrscheinlich gerade für Erfolg auf Twitch machen müsste. Mhm. Also wahrscheinlich müsste man, um jetzt Viewerzahlen zu haben, GTA-Roleplay spielen, auf Videos reacten und alle 3 Monate eine Show machen. Was ich auch gar nicht judge, wenn Leute das machen. Es ist einfach nur nichts für mich. Es fühlt sich so an wie der Weg mit dem leichtesten Widerstand. Und ich will den einfach nicht gehen, weißt du? Ich weiß nicht, was das in mir ist. Ist nachhaltig. Vielleicht ist es das, aber keine Ahnung, wie gesagt, das ist dann wieder dieses ich will nicht einer von 100 sein, Gedanke. Ich finde, wer ein sehr gutes Beispiel ist für mich, für einen vorbildlichen Typen auf Twitch, für mich ist es Monte, weil der einfach, ich weiß, dass wenn er irgendwas macht, hat der Bock drauf. Mhm. Weißt du, also der sagt vielleicht zwar, gestern findet er GTA scheiße, heute spielt er es nur noch, mir ist es scheiße, also diese Widersprüchlichkeiten bei Monte, ich fühle die auch, weil der hat halt eine starke Meinung, aber der probiert es dann aus, so offen ist er, dann macht er es und dann zieht er durch und er macht, und keine Ahnung, GTRP, bei dem ich hab's gesuchtet, Digga, diese ganzen Folgen, Bro, die waren so nice. Das haben viele meiner Freunde geguckt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die meinten, die haben das geguckt und fanden es übel geil. Bro, mit Monte, also wirklich, ich finde den als Streamer, also der Typ ist für mich wirklich, also jetzt mal abgesehen davon, dass er noch privat sein mag, der ist wirklich, was Streamer angeht, man kann sagen, was man will, der Typ ist Champions League. Der Typ ist, der ist standhaft, der ist da, der zieht durch und da kommen, das fühlt sich natürlich an, das ist so, ich weiß nicht, ich finde, dass es schnell geht, es in so eine Richtung, bei Monte habe ich zum Beispiel nie das Gefühl, dass er seine Follower oder sich selber verkaufen würde, um nochmal von 80.000 Viewer auf 180.000 Viewer hochzugehen, sondern der macht dann halt auch Dinge nicht, wenn er keinen Bock hat auf die, auch wenn die jetzt zum Beispiel der geringste Widerstand wären. Okay. Und der hat ein hartes Rückgrat und das feiere ich sehr. Bei dir, glaube ich, wenn du vielleicht das auch ein bisschen mal probieren würdest, dann siehst du, okay, das passt mir nicht, aber ich bin da schlecht im Tipps geben, weil ich bin genauso, dieselbe Krankheit habe ich auch. Ich muss aber sagen, ich finde bei Monte, das ist aber keine schlechte Eigenschaft so, ich finde, dass er, so wirkt es für mich manchmal, Dinge gerne macht, weil sie halt gut ankommen, was aber Teil der Leidenschaft ist. Das habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Mhm. Aber so würde ich das eher sagen. Dass es nochmal Spaß macht, so ein bisschen wie das Lecken-Beispiel bei Frauen, wenn die Frau lauter stimmt, macht es ihr mehr Spaß. Komplett. Also ich glaube, das ist bei jedem Streamer so, wenn Dinge, wenn man merkt so, ey, das ist, also ne, klar, wenn es ihm gar keinen Spaß machen würde und würde gut ankommen, würde er es nicht machen. Das ist auf jeden Fall so. Aber so, ich glaube, wenn da so eine Sache ist, die würde mir so 7 aus 10 oder 8 aus 10 gefallen, aber sie kommt 12 aus 10 an, dann würde sie mir 10 aus 10 gefallen. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, das ist doch normal. Aber das ist normal, glaube ich, ist bei jedem so. Das ist doch aber so, das merke ich bei ihm auch. Aber das merkt man einfach bei jedem Streamer, weil es, wie gesagt, Teil der Leidenschaft ist. Aber ist das nicht so eine deswegen menschliche Sache? Deswegen konnte ich gerade deine Meinung nicht komplett unterschreiben, aber ich glaube, es ist eine menschliche Sache einfach, ja. Aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ich glaube, das ist so eine Dynamik, die entsteht. Das ist wie zum Beispiel Maverick erzählt uns irgendeinen Average-Joke, aber du lachst dann und dann lache ich, weil du lachst. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es irgendwie, ist die Situation auf einmal witzig geworden. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist der Joke so der erste Dominostein gewesen. Ja, stimmt, das ist, glaube ich, ganz normal, nur dass das dann halt im Streaming ist. Ja. Ja. Aber ich persönlich bin ein sehr großer Freund von diesen intimen Atmosphären bei Streams und ich feiere da zum Beispiel, Starfire ist einfach so diese Loyalität, wenn dann so ein paar Leute untereinander halt Freunde sind und jetzt mal unabhängig davon, keine Ahnung, ob irgendjemand viel Viewer hat oder nicht, dass man sagt, ey, wir verstehen uns da gut miteinander und dann entsteht einfach so eine Gruppendynamik, die angenehm ist zu gucken. Also Beispiel Monte jetzt mit GTA-RP. So ist witzig, was für Charaktere da dazu gekommen sind, die Story ist witzig. Okay, und so. Ja, ich habe nicht so viel geguckt, aber. Guck's dir an, das sicherlich ist sehr geil, witzig. Ja. Sehr, sehr, sehr witzig. Und ansonsten. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass Twitch auch ein bisschen totgeritten worden ist, weil du jetzt, also jetzt merkst du auch mittlerweile, dass schon Leute im Mittelmanagement von Marketingagenturen kommen und sagen, nee, Livestream ist der neueste Shit. Wir wollen eine Livestream-Kampagne buchen. Und dann... Ja. Ist jetzt schon so ein Mainstream-Gerücht. Es haben viele Leute angefangen zu streamen, was aber halt, will ich gar nicht trash-talken, das hat die Plattform auf jeden Fall eher befruchtet als der geschadet, weil super viele Leute quasi mega viel Leute auf die Plattform gebracht haben und dann teilweise auch aufgehört haben, wieder zu streamen. Aber die Leute sind immer noch auf der Plattform. Und die suchen sich dann halt irgendwelche Leute, die das halt dann, die dann durchziehen, sag ich mal. Deswegen, das ist nichts Schlimmes, aber ich ist wahrscheinlich auch was damit jetzt kommt, so wie es alles gerade ist und so. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber irgendwie gerade taugt es mir einfach nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also mir taugt auch vieles da nicht so. Also ich habe mehr geguckt früher als jetzt. Ich finde auch aber, dass
unregelmäßig und kreativ cooler ist für mich als Leute, die pünktlich und immer der same shit ist auf Twitch. Okay. Also Twitch ist zu sehr für mich also gleich geworden. Ist so ein Rezept geworden. So, ich mache jetzt die Kamera an, ich reacte, dann mache ich ein bisschen Just Chatting, dann zeug ich das, was gerade cool ist. Und ich denke mir so... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das, so dass ich weiß, was gut ankommt und dann mache ich es halt, dann bringt es halt ein paar Viewer und dann ist gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich es kacke finde, so Bro, dass ich mache auf jeden Fall meinen Traumjob hier und das ist Complain auf richtig hohem Niveau. Ich finde es wichtig. Ist übelst wichtig und man sollte es auch nicht so downtalken, aber ich liebe trotzdem komplett, was ich mache und es ist mit Abstand mein Traumberuf. Ich könnte mir nichts auf der Welt Geileres vorstellen als das, was ich gerade mache. Auch wenn ich gerade so mich neu finden muss und so. Aber ich habe meinen Punkt verloren. Ich finde es nicht kacke, wenn ich streame oder so. Es ist einfach nur nicht so, dass ich sage, okay, krass, das ist der geilste Scheiß auf Erden gerade. So im Sinne von zufrieden mit meiner eigenen Leistung und zufrieden mit dem kreativen Output. Ich glaube, du brauchst einfach nur Pause, damit du wieder, das wie dieses Schwammbeispiel, du musst wieder ins Wasser und dich ein bisschen vollsaugen, damit du wieder was zu erzählen hast. Und dachte Ideen ich auch, hast. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht sogar wirklich was anderes oder so mal irgendwie einschlage. Ja, aber das ist doch normal. Du bist jetzt 2 Jahre während Corona bist du daheim, ja, und dann bist du bist jetzt 24. Ja. So, du bist mit 22 in diese Quarantäne rein, in Anführungszeichen. Da hast du 2 Jahre deines Lebens gefühlt verloren. Dann denkst du als junger Mensch, ey, ich habe so viel zu erleben noch. Du machst dir selber so einen Druck, du wirst älter. Und dann sagst du, ey, ich will nicht noch mal 2 Jahre vor dem PC sitzen. Ich will Dinge erleben, ich will krasse Sachen machen. Und dann gehst du raus. Und ich glaube, das werden viele, viele Leute jetzt realisieren. Und dann sagst du, ey, fuck, ich will Abenteuer haben in meinem Leben, solange ich noch jung bin, solange ich das noch kann. Und das will ich in meinen Lebensmittelpunkt stellen und nicht noch mal 2 Jahre vor dem PC. Auf jeden Fall. Also ich streame jetzt seit 7 Jahren circa. Und ich würde sagen, so seit 6 nehme ich es so krass wirklich ernst. Und ich habe halt auch sehr, sehr oft, das habe ich auch schon ein paar Mal so im Stream erzählt, habe ich so... Also was heißt sehr, sehr oft, eigentlich immer, könnte man sagen, habe ich Freunde dafür geditcht, um zu streamen, weil Samstag, Sonntag war halt Stream ab 15 Uhr. Safe. Ja, und safe, so safe, dann safe. Irgendwie dann 1 Uhr nachts dann noch zu Freunden zu fahren. Ja, machst du dann nicht. Macht man halt nicht so. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann saß ich halt so komplett tot einfach da, weil ich übelst K.O. war. Und ich habe da so das Gefühl jetzt so gehabt im Nachhinein. Das habe ich aber erst gemerkt so durch Corona und als es dann so richtig schlimm geworden ist und ich dann auch mal 2 Wochen Pause genommen habe und so und ein bisschen Abstand gewonnen habe, dass ich einfach übelst viel verpasst habe. Ich habe so das Gefühl... Leben ging weiter ohne dich. Es ging irgendwie weiter ohne mich. So, ich... Test mit Homies, die haben mir gesagt, 1,5 Jahre nicht gesehen. Die waren so, ey Digga, wo warst du? Was hast du gemacht? Ja, du meldest dich nicht. Meine besten Homies aus Berlin habe ich 2 Jahre nicht gesehen. So. Ja. Also mal immer wieder, aber es war jetzt nicht wirklich eine Freundschaft, könnte man sagen. Und so eine Sachen realisiert man dann so im Nachhinein und denkt sich so, Junge, was ist da passiert, Alter? Das ist so krass, wenn man es dann realisiert. Ja, also es ist echt, ich weiß nicht, woher es kam, aber so mein Fokus war immer auf Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe meine komplette Erfüllung nur aus meinem Job gezogen. Arbeit ist alles gewesen. So. Es ist wirklich, Zahlen haben entschieden, wie es mir geht. Wenn es gut lief, dann war ich übelst happy. Wenn es scheiße lief, war ich übelst traurig. Und alles hat sich nur um die Arbeit gedreht. Ich hätte in jeder Beziehung, die ich vorher hatte, hätte ich gesagt, ich hätte nicht eine Sekunde überlegt, wenn die Wahl gewesen wäre zwischen meinem Job und der Beziehung, was ich nehme. Ich hätte immer den Job genommen. Ja, ja, ja. Ich hätte nicht eine Sekunde überlegt. Auch wenn ich dann, wenn die mich gefragt haben, wie das wäre, immer so gesagt habe, ja, ist mir beides gleich wichtig. War straight up gelogen. Ich hätte mich immer für den Job entschieden. Und ich weiß nicht, wie es kommt, aber so... Aber nicht, weil es um die Kohle geht, sondern... Nein, es hat nichts mit der Kohle zu tun. Es ist einfach mein Drive, es ist mein Ziel einfach. Es geht nicht mehr um die Kohle. Es geht, wie ich am Anfang meinte. Aber irgendwas hat sich jetzt so bei mir geändert. So, ich glaube, es hat mit meiner neuen Freundin zu tun, wo ich wirklich so das Gefühl habe, Gott, ich werde es in 3 Jahren gucken und denke mir so, was zum Fick, ich habe mit der dann so Schluss gemacht oder so. Aber so, wo ich wirklich so das Gefühl habe, so, das ist die Person für immer. So, das ist die Person, mit der möchte ich für immer zusammen sein. So, das Gefühl so stark, wie ich es jetzt habe, hatte ich noch nie in meinem Leben. Das ist sowas, was mir krasse Erfüllung gibt und wo ich das erste Mal so merke, dass es Größeres gibt. Da gibt es was viel Größeres. Und wenn da die Wahl wäre, würde ich mein Streaming instant hinschmeißen. Ich würde alles hinschmeißen für diese Beziehung. Weißt du, so, das ist so. Und dann hast du auch mehr Energie, das zu tun. Ja, und dann ist halt so dieses Loch, was ich hatte, was mir gezeigt hat, so das erste Mal
So, entweder du bist jetzt immer traurig oder du suchst die Erfüllung einfach mal woanders, du Bastard. Weißt du, so die Wahl hatte ich. Ja. Und ich bin halt ein übelst positiver Mensch. Und dann habe ich mich halt natürlich für das Zweite entschieden. Und, immer traurig sein. Immer traurig sein, ja. Und ich glaube, deswegen ist auch gerade das so, wie es ist. Ich ziehe das erste Mal in meinem Leben, was aber eine gesunde Entscheidung ist, meine Erfüllung nicht aus meinem Job. Nicht schlecht. Ich glaube... Oder nicht nur aus meinem Job, auch aus meinem Job. Ich glaube, dass man in diesen letzten Jahren, ich glaube, dass bei vielen so war, dass man diese Drehzahl einfach hochgejagt hat. Ja. Und dass man... Ich finde es super witzig, weil du so menschliche Lehren machst, die du davor wartest, so für dich selbstverständlich, Freunde, Zeit haben, dies und das. Und dann sagst du, jetzt hast du eine Zeit, wo du so richtig Output liefern kannst und davor so irgendwas, ich habe nicht so viel Output geliefert, wie ich eigentlich könnte. Und jetzt machst du es die ganze Zeit und auf einmal merkst du so, fuck, was mit meinen Freunden, was mit dem, was mit dem, was mit dem, was mit dem, was mit dem. So kann es nicht weitergehen. So die gesamte menschliche Basis geht so ein bisschen verloren. Ja. Ich habe meine Brille ein bisschen kaputt gemacht auf dem Weg hierher. Sieht aus, als hätte er auf die Fresse bekommen so, ja, ich und Pausenbrot abgenommen. Ich bin der komische Nachbar von nebenan, aber ich kriege sonst Kopfschmerzen, deswegen setze ich die mal lieber kurz auf. Ja, ich glaube, so der Punkt im Großen und Ganzen war, wir haben halt jetzt gesprochen über, lass mich so machen, waren bei diesem, okay, man macht Geld und jetzt als Influencer sagt man, ey, ich weiß ja, irgendwann ist es vorbei und jetzt professionalisiert sich diese ganze Branche, weil jetzt dieser Schulterschluss auch mit dem Fernsehen und Co., also sag mal mit der alten Medienindustrie, weil die merken ja, ey, die gucken sich das ja ganz easy an, die sagen, die Medienlandschaft, die wächst, aber die Fernsehen sinkt bzw. stagniert, die Wachstumszahlen sind beschissen, okay, wir suchen jetzt eine andere Branche, dann professionalisiert sich unser Geschäft. Und dann kommen dort halt so diese, ich sag mal, Weisheiten aus dem Fernsehen. Die sagen so, ja, alles schön und gut mit Authentizität und all diesen, sage ich mal, Sachen, die man nicht so wirklich messen kann, die Influencer behaupten, aber wir zeigen euch jetzt mal, wie das richtig geht. So ein bisschen wie der Manager, der jetzt so zu deinem zweiten Album kommt. Ja, nur das ist, ja, aber es sind ja auch die Streamer selber, die das machen. Das sind ja nicht Leute vom Fernsehen. Oder nein, nein, aber das wird ja dann irgendwie imitiert, die Leute, die erfolgreich sind. Das heißt, die sagen dann, mach regelmäßig, mach so, mach so, mach so, mach so, mach Reactions, mach diesmal. Also so jeder professionalisiert sich, so wie jeder gerade auf Investment abfährt, so mäßig. Mhm. So. Und dann sagt man, okay, ich versuche jetzt so viel Geld wie möglich mitzunehmen aus dieser Corona-Phase, was ja auch nicht verwerflich ist, weil was soll ich sonst anderes tun? Und was ich hier jetzt spannend finde, ist, dass man jetzt aussieht, dass Leute nicht nur anfangen zu sagen, sie streamen jetzt auch mehr, sondern sie machen auch in Anführungszeichen geschäftlich mehr. Das heißt, wir haben gesehen, wie viele Klamottenmarken sind dieses Jahr auf den Markt gekommen. Viele, ja. Ja? Also, sehr viele, ja. Sehr viele. Als wir 2017 hatten wir die Idee, das ist auch noch was ganz anderes, aber jetzt ist es normal. So. Dann, wie viele, keine Ahnung, dann, also ich sag mal, so Business Moves. Und nicht, dass ja, Business Moves sind größer, also sind mehr geworden halt. Wie du halt sagst, es wird alles professioneller. Leute haben halt Bock, auch irgendwie nebenbei sich irgendwas aufzubauen. I don't know. Und das ist gut, dass das so ist. Jetzt, was ich aber so lustig finde, ist so ein bisschen, ich sag mal, wir hatten es vorhin, als wir im Think Tank waren, so Déjà-vu-mäßig. Ich meine, ich hatte das ja mit Karl, der mir immer noch über 100.000 Euro schuldet. Und Co. Und danach halt nochmal, also zweimal quasi solche Phasen, wo man abgezockt worden ist aus Vertrauen und so. Also wo man halt Leuten vertraut hat und gedacht hat, dass die kompetenter sind, als sie eigentlich sind. Weil man eigentlich, nicht weil man dumm ist, oder irgendwo ist man dann auch dumm, aber man sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollte. Ja, ich meine, du weißt, wie das ist mit dir, brauchst du ja nicht erklären. Du willst ja eigentlich nur Kopf haben für deinen Content. Ja. Und ganz viel, also dort all deine Energie reinstecken. Viel in meinem Business basiert komplett auf Vertrauen bei mir. Ja. Ich habe Glück, glaube ich, dass ich auf der einen Seite, glaube ich, ein sehr, 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 sehr gutes Bauchgefühl habe. Also ich habe so, ich will jetzt mich gar nicht so selbst hochloben, aber ich habe es auch so in der Vergangenheit gemerkt, dass ich so sehr schnell so Warnsignale bekomme bei Leuten, wo andere hier, Leute... Seitdem du hier heute da bist, hast du sehr viele Warnsignale bekommen. Ja, von dem Mann hinter der Kamera zum Beispiel, Spaß, Joke. Nein, aber so oft habe ich so Leute, dann da spüre ich wie so eine Aura, so eine Abzieh-Aura, weißt du, so, die sind in meiner Nähe und ich habe so das Gefühl, die rauben mich gleich aus, so mäßig. So, die wollen mir irgendwie, die wollen mir irgendwas Böses, so ein Gefühl habe ich und das habe ich einmal und ich glaube, dann war ich auch einfach echt lucky mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, so. Zum Beispiel meiner Managerin, so, ne, natürlich haben wir Verträge und so, aber im Grunde basiert schon sehr, sehr viel auf Vertrauen einfach. Und die könnten mich easy abziehen. Meine Mom könnte mich ultra abrippen. Meine Mom könnte mein komplettes Konto leer, aber ich würde es nicht mal merken. Ja, okay, aber ja, das passiert halt nicht, aber so safe, also das
Aber wir hatten es ja bei anderen Leuten. Also wir werden jetzt nicht offen drüber sprechen, was und wie und wo. Aber wir haben es ja auch schon gesehen bei dem einen oder anderen, dass dann da Leute so auf einmal noch einer kommt und dies und das. So aus dem Rap-Game kennt man das ja von Überrücken oder dubiose Manager, die so eigentlich der beste Freund waren. Ja. Oder irgendjemand, der halt, keine Ahnung, eine teure Uhr hat und irgendwie eine schöne Wohnung angemietet hat und dann erzählt dir noch irgendwelche tollen Geschichten aus der Vergangenheit und dann bist du 2 Monate später mit dem beim Notar und gründest irgendeine Firma und machst irgendein Scheißprodukt. Und das ist ja auch so eine Sache, die, also meines Empfindens nach, so wie ich das jetzt auch so mit der einen oder anderen Sache hinter den Kulissen sehe, lustigerweise beobachte, dass jetzt auch mehr solche Leute an YouTuber rantreten und dass die dort diese Fehler machen, was mich ultra frustriert ist, weil du musst dir überlegen, ich wurde 2-mal in meinem Leben übers Ohr gehauen und wir reden also bei beiden Sachen jetzt zusammen über 1 Million Euro, was halt scheiße ist. Das ist auf jeden Fall ein Batzen Geld, ja. Und das wird halt, und ich sehe halt gerade, wie das anderen Leuten passiert, aber ich kann jetzt auch nicht anrufen und sagen, ey Digga, so wie wir es vorhin halt hatten, das kannst du nicht machen. Aber du weißt es. Weißt du, was ich meine? Ja, die Leute müssen teilweise ihre Erfahrungen selber machen, glaube ich. Das kann man nicht aufhalten, wenn du das jetzt meinst. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen frustrating für einen selbst, aber muss ich sagen. Ja, check ich, aber da müssen die dann durch, I guess. Für manche Leute ist es, glaube ich, auch okay, dann einfach abgezogen zu werden. Ich hab Homies, die haben so richtig shitty Deals und also so mit so Management oder so. Und dann saßen wir da so Abende in Shisha-Bars und ich habe denen so gesagt, Bro, Alter, so ich habe Freunde, die geben so 50% oder so, weißt du? Was? Um jetzt meine Nummer hier zu nennen, so. Und da, von sag, was? Ja, von allem so. Und dann sage ich denen halt so, Bro, pass auf, schau, das ist nicht branchenüblich. Keiner macht das von uns. Das ist einfach nur dumm. Aber es sind dann so Leute, die wollen sich damit einfach nicht beschäftigen. Die finden dann irgendwie ihre Gründe, warum es cool ist und so. Und ich glaube, das muss man einfach auch akzeptieren, dass nicht... Manche Leute wollen das nicht optimieren, glaube ich einfach. Ja, aber es geht ja auch gar nicht um Optimieren, sondern es geht einfach darum, dass das... also das eine ist ja 50% Deal zu haben. Ey, sorry, dass ich die ganze Zeit am Fressen bin, aber diese Dinger machen unglaublich süchtig. Sorry, erzähl weiter. Ich finde es gar nicht schlimm, dass jetzt jemand 50% abgibt oder so. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du Fälle hast, wo dein Gegenüber so kompetent und gut ist, dass er dir Möglichkeiten liefert, dann ist am Ende des Tages, womit multiplizierst du die 50%? Das ist das andere. Wenn ich dir ein neues Geschäft bringe, dann ist okay, dann teile ich es auch mit dir. In dem Beispiel ist es jetzt nicht. Aber so, das, was wir gerade meinen, ist wahrscheinlich, der kriegt irgendwie 10 Mails im Monat und der andere beantwortet die, holt ihm keine neuen Deals. Das ist derselbe Job, wie wo jeder andere Manager die Hälfte nimmt oder noch weniger. Ja, genau. Ja, so. Und ich finde, was ich schlimmer finde tatsächlich, sind halt diese Versprechen, weil da kommt halt jemand und sagt, ja, ich weiß, wie ich es gescheit mit dir mache und vertrau mir und dies und das und auf einmal bist du mit Leuten irgendwo in der Sache drin, wo du eigentlich von außen, du weißt, also jetzt, wenn jemand anders drauf guckt, der kann das nicht. Ja. So, das ist eigentlich Konstrukt, um abzurippen, aber gut. Und dann musst du warten. Aber mein Gott, so ist es halt. Das ist halt eine Sache, die vielleicht, wo ich dann ein bisschen sensibler bin deswegen, aber man lustigerweise so langsam beobachtet und auch sieht, ich meine, also wir hatten es ja mit Sachen, also Klamotten oder so, im Internet sieht man das ja nicht, aber man sieht ja auch, was gute Qualität hat und was nicht. So. Und wenn du dann weißt, wo irgendjemand wie drin ist und das halt nicht gut ja, ist. Ja, man kennt ja dann auch die Leute oder so. Genau, dann weißt du, wer im Hintergrund eigentlich dafür verantwortlich ist. Diese Hintergrundleute, die kennt man ja dann. Genau. Ja. Und dann weißt du, du siehst die Qualität der Arbeit letzten Endes immer ganz schnell, aber die Leute, die drin sind, die wollen es halt nicht sehen. Ja. Weil da halt auch einfach persönliche Beziehungen mit drin stecken, aber ich sehe das halt relativ nüchtern. Ich denke mir so, kommt mir lieber nicht an meinen Tisch, weil ich nehme euch auseinander. Aber gut, das ist halt auch heute so, musste ich auch durch. Ja, ey, jeder soll da irgendwie am Ende des Tages sein Business machen. Und wir haben ja auch unsere Kondommarke zum Beispiel gegründet und so. Und das ist auch übelst nice und das bockt mir auch. Aber ja, gut, die Leute, die dahinter sind, sind ja auch seriös. Übel seriös. Mit einem davon habe ich gestern gesprochen. Ja, sind übelst seriöse Menschen. Ich mag die auch. So, das, weißt du, da basiert auch viel auf Vertrauen. So, ich könnte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, obwohl es natürlich dann auch immer Verträge gibt, wenn da kein Vertrauen besteht. Ich finde, das ist so ein A und O. So. Das ist für mich wichtig. Aber was ich sagen wollte, so, ich finde es cool, wenn Leute sich da so ein zweites Standbein aufbauen und so. Und mache ich quasi auch. Aber, das ist gut und wichtig auch. Ja. Ja, I guess, aber meine Main-Leidenschaft wird immer so, also ich werde 80% meiner Zeit immer in so... Wenn du jetzt anfängst, Kondom-Entrepreneur zu werden, nicht mehr Influencer, dann ist halt wack. Ja, das bin ich halt nicht so, weißt du, ich find's voll geil, wir haben so Gespräche über neue Produkte und so und das ist übelst geil und das ist noch eine weitere Sache, wo ich mich ausleben kann mit dem, was ich mache, aber ich bin jetzt nicht so,
sowas wie ihr zum Beispiel habt, wäre für mich nichts. Ich habe keinen Bock, eine Firma zu haben mit 20 Angestellten und dann irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht ändert sich das nochmal, wahrscheinlich ändert sich das nochmal irgendwann, aber zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie an 4 Projekten gleichzeitig zu arbeiten und dann da Klamotten zu machen, da irgendwas anderes und so weiter. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ob ich muss. Ja, vielleicht rutscht man da auch irgendwann so rein, ja, I don't know. Irgendwann bist du drin, Digga. I guess, aber so, wenn Leute da Bock drauf haben und so Bock haben, irgendwie 2, 3 Unternehmen zu gründen und irgendwie, keine Ahnung, da ihre Supplements zu verchecken oder ihre Klamotten oder so und dann noch jeden dritten Monat eine neue Firma zu gründen, Digga, das ist geil, für mich ist es nichts. Wenn es aus Überzeugung ist, finde ich es gut. Also ich meine, Supplements hätte ich auch machen können, habe ich nicht gemacht, weil es da Marken gibt, wo ich sage, die machen das, wie ich es machen würde und da gibt es keinen Bedarf. Also für mich ist der Maßstab für Produkte machen ist, wenn ich sage, ich mache etwas, was ich finde, was es für mich noch nicht gibt, so, was ich gerne haben wollen würde. Ola Kalava war damals, ich will Klamotten machen, die einen coolen Schnitt haben, die aber auch für einen coolen Preis sind und eine gute Qualität, wo man sich Marketingkosten spart, weil bei Gucci ist. Bro, ist auch eine krasse, 13. Ist auch eine krasse Lücke gewesen. Also, aber das war so, da seid ihr jetzt nicht die Ersten gewesen, genau. Muss man auch ehrlich sein. So, so im deutschen Bereich ist dann wahrscheinlich so ein Justin hier zu nennen oder so. Den ich aber wirklich nicht kannte, als wir das angefangen haben. Ist ja auch, ey, Bro, das ist wirklich auch da. Obvious, Justin hat auch nicht das T-Shirt erfunden und ihr auch nicht so. Nein, safe nicht, das will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel kommen würde und sagen würde, also ich jetzt zum Beispiel, jetzt Klamotten machen übel Geld und ich will das machen, um nur Geld damit zu verdienen. Ja, ist trash. Wenn man nur was anfängt, einfach nur, weil man denkt, wow, okay, krass, damit könnte ich jetzt nächste Million machen. Da kann es aber nicht gut werden, ehrlich gesagt. Dann wird es nie gut, ist so. Bei allem, Bro, wenn du das anfängst, natürlich ist irgendwo auch immer ein Geldaspekt immer wichtig und so, wir machen das alle beruflich. Und ich versuche auch irgendwie Cash zu machen und irgendwas an irgendwelchen Stellen zu maximieren. Aber immer so, dass man nicht irgendwas auf Biegen und Brechen machen muss und irgendwas, was sich nach einem nach harter Arbeit oder nach irgendwas verbiegen so anfühlt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ach so, ja, aber man muss sagen, so Justin und so, die haben da eine krasse Lücke gefüllt und dann halt auch ihr. Ja, aber Justin, muss man mal sagen, der macht es auch sehr gut. Digga, die machen das alle krass gut. Das ist wirklich. Sonst würde es nicht gekauft werden, so auch so Ashraf und so. Das ist dieses ganze Movement allgemein, nicht nur diese zwei Leute, sondern dieses ganze Movement mit diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Brands. Das fühlt sich auch so ein bisschen an wie so Homemade-Brands, so würde ich es beschreiben. Es ist so Homemade-Designer-mäßig, finde ich. Weißt du, es ist so auf dem Level von Designer, aber es ist so die Leute von nebenan, sag ich mal, die das für einen echt fairen Preis verchecken. Klar, es ist teuer trotzdem noch, aber so. Das ist echt cool. Das gab's vorher nicht, Digga. Einfach so krass. Also nicht in Deutschland halt. Und nicht in der Masse. So, es gab halt so 20 Euro ASOS-T-Shirt, was so nach einmal Waschen auseinanderreißt. Und dann hattest du so 400 Euro Balenciaga. So, und das war's. Und du konntest dich entscheiden. Und jetzt haben die so ein Mittelmaß da erschaffen. Das ist eine krasse Lücke irgendwie gewesen. Das ist echt heftig. Ist auch geisteskrank, wie viel Geld da drin steht, oder? Ja, also ich hätte nie. Digga, wir haben ja angefangen mit kleinen Kollektionen, hätten nie gedacht, dass man damit so viel Geld verdienen kann. Ja. Aber umso cooler, weil man, du hast ja gesehen, unten Schneiderei, die Leute, Prototyping, alles Mögliche, was man halt dann auch später machen kann. Der beste Moment ist immer, wenn man so merkt, ich mache gerade einfach irgendwas übelst gerne und ich mache einfach so, wie ich Bock habe und die Leute feiern das einfach so. Ich hoffe, dass das genau passieren wird bei. Ich finde die Menschen immer mindestens genauso interessant wie das Produkt tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich eher so der Antrieb, also wieso man auch so viele Sachen macht, weil ich das so, weil ich finde es halt cool, zum Beispiel bei Mode, was ich halt, also gibt jetzt so, klar, also gibt so dieses klassische, ich sag mal, Rap-Hip-Hop-Gedöns, ich kaufe teures Auto, Ferrari, Bling-Bling-Kette und so weiter, das ist so okay, so ich hätte das, wenn ich jünger gewesen wäre, auch gefühlt, tue ich heute nicht. Für mich ist es eher interessant zu sehen, ey, da gibt es einen Modedesigner auf der Straße, die, keine Ahnung, die würden dann bei Uniqlo oder bei H&M oder Zara arbeiten und irgendwo anders Designs kopieren, sich selber nie entfalten können. Oder die stehen für was und die können Teil dieses Movements werden und quasi diese Gedanken, die man ja selber reinschmeißt, noch iterieren können, noch weiterentwickeln können. Und das finde ich viel spannender, also Leute zu holen, die Passion haben und quasi zu gucken, dass die das Beste aus sich rausholen. Ja, ich verstehe, was du sagst. Es ist auch einfach eine geile Zeit für Leute, die. Also, man hat viele Möglichkeiten. So gefühlt jeder kann jetzt, wenn er möchte, eine Modemarke aufmachen. Also auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Reichweite haben. Klar brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Startbudget und auch ein bisschen Connections. Aber es ist viel einfacher geworden mit allem, auch mit Musik, auch mit YouTube-Videos. So, Digga, wenn man so früher irgendwie irgendwas im Comedy-Bereich machen musste oder wollte, dann musste man entweder irgendwie entdeckt werden vom Fernsehen oder
bei so einem Stand-up-Comedy-Ding reingelassen werden oder drankommen. Das war wahrscheinlich auch nicht die einzelne Person, die sich da bewirbt, sondern es sind auch mehrere. Und jetzt durch YouTube, Spotify und Soundcloud und ne, die ganzen Möglichkeiten, die man hat, Shopify und so, das ist ja alles viel einfacher geworden. Viel, viel greifbarer, sich alles zu machen, also alles zu nehmen, quasi alle Mittel, die man braucht, um seine Kreativität quasi so an den Mann zu bringen, sozusagen. Was echt cool ist. Und ich finde es immer sehr, sehr fresh auch, wenn man irgendwas macht, einfach aus Überzeugung und aus Leidenschaft. Und dann kommt es gut an. Das ist das Allergeilste. Findest du aber, was ich mich manchmal frage, ist es nicht manchmal auch zu viel so? Also jetzt nicht, ich rede nicht nur von Mode, sondern insgesamt dieses Entertainment- und Social-Media-Ding, dass es übersättigt ist. Also ich zum Beispiel gehe oft nach Hause mit dem Gefühl, ich sag, ey, ich habe so viel Aufmerksamkeit für den Tag oder so viel, scheißegal, aber das, was jeden Tag neu passiert und ich eigentlich auf dem Schirm haben müsste, ist so. Ist unendlich. Ja, na klar, es ist so. Man hört, also Musik ist, glaube ich, da das beste Beispiel für mich. Aber ich verliere so die Orientierung mittlerweile. Bro, ich hab gestern so im Stream so ein Hip-Hop-Awards-Ding ausgefüllt, wo man quasi so anklicken musste, bestes Album national, bestes Album international. Digga, da waren Alben dabei von Künstlern, die ich übelst feier. Da habe ich nicht mal mitbekommen können, dass die ein Album rausgebracht haben. Weißt du, ich war so, krass. Digga, als ob die ein Album rausgebracht haben. So, und oft ist es so, man hört gar keine Alben mehr durch. Jedenfalls ist es bei mir so, man hört so zwei Songs und dann war es das. Dann hört man die in Loop und gut ist. Ja, ich bin auch so einer. So, dann Loop ist mein Ding. Ja, also man hört immer so die letzten drei Songs von der Playlist. Aber so, Leute nehmen sich keine Zeit mehr dafür, weil du kannst dir keine Zeit mehr dafür nehmen. Es gibt so viel. Ey, das ist so das schönste Gefühl früher gewesen, dass du dich hinsetzt und so Musik suchst und richtig erleben kannst, Digga. Das ja, ist das so ein geiles Gefühl. Das war krass, so dieses, so ein Album anmachen und einfach von vorne bis hinten so durchhören. Das habe ich echt selten gemacht in meinem Leben. Hast du so ein Album, wo du sagen würdest, so, das ist das perfekte Album für dich? Nein, aber ich mag halt viel unterschiedliche Musik auch. Aber ich mag fast alles. Ich kann mich echt auch fast für alles begeistern. Es kommt immer auf die Mode an. Außer für Techno. Auch Techno, aber ich mag nicht so dieses keine Vocals und dann dieses wo das halt so 20 Minuten geht und dann muss ich irgendwie, das ist für mich wie eine Meditation, Digga. Ja, die Leute sind aber cool. Die Leute sind übelst, also Leute in Techno-Clubs sind viel cooler als Hip-Hop, als in Rap. Also, ja, komplett. Bro, die Leute in Hip-Hop und Rap. Die wollen einfach nur feiern und Spaß haben und keinen Stress. Das sind solche authentischen Menschen, also die meisten, auch wenn die auf Drugs sind oft, ich mag die übel. Das ist so krank. Vielleicht ist es auch ein bisschen deswegen, dass die so sind, aber weiß ich nicht. Also für mich sind das, also so menschlich gesehen, krass korrekte Leute. Ich mag es übelst, richtig angenehm. Wohingegen, Bro, da war ich auch so, Digga, wenn du irgendwo, wo Hip-Hop läuft, in den Club gehst, das ist ein fucking Contest. Wie Stare-Down, Digga. Wer guckt böser und wer nickt aus der Lounge mit noch mehr Champagner aus dem Ding? Dort? Ja, komplett. So, Bro, das ist null mein Film. Warst du mal in so einem Techno-Club? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Tatsächlich, also so richtig noch nie. Schon so zwei, drei Mal, aber nie getrunken und ich war nicht, ich hab's nicht gefühlt an dem Tag. Okay. Weil es ist immer so, man ist so in diesem Techno-Club und das ist genau so das, was ich so nicht so fühle. So, es läuft so ein Beat, der ist so utz, 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 und dann kommt so eine kleine Veränderung so utz, 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 und dann alle rasten. Und danach kommt genau dasselbe wie vorher und alle so, Digga, oh mein Gott, als hätte er so Travis Scott neuen Banger angemacht oder so. Ja, das ist mir zu wenig. Und da bin ich auch komplett raus. Aber ansonsten so perfektes Album für mich wäre so, das wird kaum einer fühlen zu Hause, glaube ich, aber so Linkin Park Meteora Album. Ja, Linkin Park, krass. Das ist so für mich das ist so ein Album einfach, so ein, wo ich wirklich von vorne bis hinten jeden Song geil finde. Was ich auch sehr geil finde, ist von Mac Miller The Divine Feminine, heißt es so? Ich glaube schon, müsste so heißen. Ist auch, da kenne ich vielleicht nur ein paar Songs, die ich mal auch kaufe. Einfach krass, Digga. Das war auch, das ist auch wirklich so ein. Alter, Linkin Park, lang nicht mehr gehört, bestimmt. Das sind auch die zwei Künstler, wo ich wirklich so sagen muss, so bei so Juice WRLD auch krass, würde ich sagen, aber so bei so, ja, schon, ja, bei so Lil Peep vielleicht und so, das sind so Leute, die habe ich tatsächlich auch erst kennengelernt durch den Tod, muss ich wirklich sagen. Ja. So, da habe ich jetzt nicht so die Bindung zu gehabt, wie vielleicht manche andere. Aber bei so Mac Miller und bei Chester von Linkin Park, Digga, da bin ich wirklich, wenn ich da so drüber nachdenke, das fühlt sich einfach an, als wäre ein Stück von meiner Jugend gestorben. Also, ja, fühle ich. Also, weil das habe ich so, das hat mich so richtig geprägt mit 15. Und als sie dann gestorben sind, beide. Das war krass motivierend und emotionale Mucke auch.
Ja, auf jeden und so gute Laune und so mit den. Das ist so, ich verknüpfe das krass mit so mit den Jungs chillen. So Meteora-Album zum Beispiel hat mir mein Dad damals gezeigt. So, da sind sehr, sehr wertvolle Emotionen mit dran verknüpft und es ist so, als wären die so gestorben. Und ist natürlich nicht so, aber das ist wirklich eine Sache, so ein Tod, wo ich bis heute noch so krass mit beschäftigt bin irgendwie. Ist es bei dir so auch während Corona gekommen, dass du so die Sachen, die du aus in deiner Kindheit gehört hast, jetzt wieder so irgendwie mehr Bock hast zu hören? Boah, also ich bin so mit meiner Freundin, so wenn wir so Dates haben, dann bin ich so voll auf so einem KMN-Gang-Trip. Dann hören wir immer so KMN-Gang. Aber so auf Joke mehr. Aber es ist immer übelst geil. Und so 187 und so. Geil, aber ich fühle, was das du sagst. Das ist so übelst fresh. Wo man so zusammen sich einfach darüber... Ja, Digga, so... Weißt du, wir hören so Palmen aus Plastik und tanzen durch die Wohnung, so ein Scheiß, und spielen irgendwie Billard oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Und besaufen uns, machen Cocktails oder so. Das ist immer übelst geil. Witzig. Aber das habe ich auch schon vorher gemacht. So, ich habe wieder angefangen, so mehr so 80s zu hören in letzter Zeit. Das habe ich angefangen, so... Muss ich mir mal Mucke schicken, was du hörst, dann muss ich mir anhören. Ja. Ich bin kleben geblieben bei mir. Ja, ich bin auch manchmal so stuck. Jetzt den letzten zwei Monate oder so habe ich auch wirklich nichts zu meiner Playlist hinzugefügt und immer nur die letzten drei Songs gehört. Das ist so schlimm. Aber ja, so ist es. War halt noch nie so stuck wie jetzt. Also nee. So im letzten Jahr oder so. Klar hört man immer was Neues und Drake kommt Album und ist cool und so und geile Sachen auch, aber... Ja, ich bin hart auf Eminem kleben geblieben. Das ist wahrscheinlich. Boah, ich finde Eminem richtig Müll. Ernsthaft? Also Müll klingt so, als würde ich seinen Skill an Musiker irgendwie diskreditieren wollen. Das ist es nicht. Nein, Mann, ich spüre den Hass in dem sein Scheiß, Mann. Das ist mein Leben. Aber das ist so wie für dich Linkin Park. I guess. Es ist immer so, weißt du, es gibt so Musik, die höre ich und wenn ich die dann so oft auf meinen AirPods habe oder so und dann so, keine Ahnung, zum Beispiel dann am Bahnhof langlaufe, wo ich heute ankam, dann fühlt man sich so cool, weißt du? Ja, so, ja. Digga, geil. Ich fühle mich dann wie so, als wäre ich in so einem Musikvideo. Das habe ich einfach null bei Eminem. So, das ist so für mich so wie vielleicht im deutschen Bereich so Kollega oder so. Ich würde die jetzt nicht vergleichen, aber da kommt bei mir nichts an, so emotional. So, das ist so für mich so Rap, der sehr viel Fokus liegt auf so Lines und auf so Formulierungen und irgendwie Quadra-Rhymes und so, damit kann ich nicht so ja, viel. Wir streiten uns jetzt lieber nicht. Streiten uns jetzt lieber nicht. Okay. Also sagen wir so, Eminems neue Sachen sind scheiße, aber die alten sind krasse Sachen. Also Bro. Für mich zumindest dabei. Kann ich komplett verstehen. Ist auf jeden Fall kein schlechter Künstler, nur nichts für mich halt. Bro, für mich ist der Typ ja. Godlike. Aber gut, ich muss auch sagen, dass Linkin Park für mich auch ungefähr, also ich habe nicht die persönliche Bindung zu denen, aber für mich sind die auch auf dem Status. Also die haben auch viele so, ich kann dir das jetzt nicht sagen, wie die Tracks heißen, aber ich habe also so... Man kennt die vom Sound halt. Genau, halt so vor allem im Training und so. Das ist so meine Mucke, ist halt so ja. Dieses, ist halt so eine Mischung. Ja, ist aber übel viel, ich kann auch voll viele andere Sachen hören. Deswegen, Digga, gibt doch, ich glaube, ja. Man, ich habe da... Ich oszilliere echt zwischen viel Shit rum. Aber ich mag auch so klassischen Scheiß, also wenn die so mit Choren... Also safe, mit so Chor safe. Das finde ich auch richtig geil. Ich so Trailer-Mucke ist voll mein Ding. Boah, ich will unbedingt mal zu Hans Zimmer... Digga, ich will den fucking oder? Schwanz lutschen, Digga. Okay. Wir müssen den Podcast leider hier abbrechen. Nein, also wirklich, für mich ist Trailer-Mucke ja. So schade, dass da nicht genug kommt. Ja, Two Steps from Hell, Ding, alles... Also, ich will also gar nicht anfangen. Bruder, ich will da auf jeden Fall mal zu so einem Orchester gehen und dann spielen die so eine... Mit Chor. So Songs aus so Inception oder so, Digga. Oh. Bro, es wäre so geil. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, wenn es Corona erlaubt, in 2022 machen will. Ruf mich an, ich komme. Ja, lass machen, Digga. Ich schwöre, das ist mein Film. Übel geil. Ich war sogar mit meiner... Also meine Mom hat uns mal eingeladen zu so einem... zu der Berliner Philharmonie. Ja, Philharmonie. Ja. Auf jeden Fall halt auch so. Und dann kam dann noch so eine Opernsängerin, die dann so gesungen hat und so. Und wir hatten so richtig geile Plätze. Das war so erste Reihe. Und es war so Waldbühne oder so heißt es, glaube ich. Das ist so in Berlin, das geht so, da ist so eine Fläche und dann geht es so mega hoch. Und unten ist die Bühne. Und unten bei dieser Fläche ist so Rasen. Und alle sitzen halt auf so Steinen oder so. So richtig ungemütlich. Und die Atzen unten auf dem Rasen sitzen halt dann so auf so Decken, so picknickmäßig. Und dann haben wir uns so Picknick-Shit mitgenommen. Und haben dann einfach so gepicknickt, während da so klassische Musik lief. Und so Opern, wie sehr geil crazy gesungen haben. Ist das? Das war übelst geil. Ey, das muss ich mal machen. Ich dachte, du bist voll wack. Nee, das ist schon geil. Also das ist sowas, wenn du das gemacht hast, denkst du dir jetzt nicht, boah, morgen mach ich das jetzt nochmal. Nee, aber geil, dass du es mal gemacht hast. Aber es ist geil, dass ich es mal gemacht habe, ja, komplett. Ja, krass. Ja, nee, generell feiere ich so ein bisschen
Ich finde auch bei Musik, also keine Ahnung, wenn wir jetzt mal so bei diesem, vorhin hast du Deutschrap und so gesagt und Rap, mir fehlt so ein bisschen die Abwechslung irgendwo und auch das, was es verkörpert. Für mich war Hip-Hop zum Beispiel früher so Eminem-Zeiten und Co. war das so, ey, da sind Leute, deren Stimme nicht in die Gesellschaft gekommen ist, denen scheiße ging. Ja. Und die so ein echtes Gefühl reingebracht haben. So, ja, ja, okay. Die haben gesprochen für Leute. Und dann war das, für mich war das halt so, diesen Hass, den so ein Eminem hatte, den hatte ich halt auch irgendwo. So, ich, keine Ahnung, also so, ich habe mich halt so wiedergefunden in dem Ganzen. Und hatte so meine persönlichen Parallelen dazu. Und ich glaube, dass das irgendwie wahrscheinlich das ist auch, was jeder Mensch irgendwo macht. So ist man halt auf der Wave. Und jetzt ist es für mich irgendwie so, vielleicht habe ich mich wegentwickelt davon, aber irgendwie ist all das, also gibt es sehr wenig, womit ich mir zum Beispiel so aus Deutschland und Co. identifizieren kann. Also ich habe bei vielen so das Gefühl, ja, Bro, das hast du nicht gemacht, weil du es wirklich machen wolltest oder was du was zu sagen hast, sondern das machst du, weil du einfach es machen musst. Ja, manche Sachen sind auf jeden Fall lieblos hingeknallt, ist auch im Amerikanischen so. Aber ich sag auch von den Leuten, wo, wenn du jetzt mal so Mainstream-mäßig guckst, ich hasse dieses Wort, aber ja, ja. Ne, wenn du, ich meine, Digga, wie soll ich Mucke suchen, die gut ist? Ich verstehe, was du sagst. Es ist schwer für mich, Mucke gut zu suchen. Ja, ich finde jetzt so von den Ultra-Mainstream-Atzen, an die ich denke, finde ich auch vielleicht so 4, 5 cool. So. Genau. So, da ist dann so ein Rin auf jeden Fall zu nennen für ja. mich, so UFO auf jeden Fall. Ja, aber Rin ist für mich kein, also Rin ist kein Rapper mehr, ne? Rin ist mehr so ein, ich finde das neue Rin-Album überkrass, ist ja. sein Bestes bis jetzt, in my opinion. Ich finde es wirklich perfekt. Das ist auch so ein Album, wo ich sagen würde, da ist bis auf vielleicht 1 oder 2 Songs jeder Song von seinem neuen Album übergeil. Das waren auch so die 3 Songs, die ich jetzt so in Loop gehört habe. Ja, umso mehr habe ich mich auch gefreut, irgendwie, dass da so ein bisschen so in diesem Jahr so nicht so krass, aber so ein bisschen so ein Kontakt sich hergestellt hat zwischen ihm und mir. So von beiden Seiten so null auf Krampf einfach so. Und dann haben wir uns auch so manchmal so ein bisschen über so diese Branchen unterhalten, so was bei ihm so abgeht, was bei mir abgeht und so. Ich finde es halt voll interessant, in so andere Branchen reinzugucken. Yeah. Muss gar nicht so in dieser Social-Media-Welt sein, kann auch irgendwas ganz anderes sein. Ich ziehe mir manchmal auch sehr so interessante Ansichten und übel, Topics. Übel. Ich ziehe mir auch manchmal einfach so irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Business-Channels rein oder so, wo Leute halt einfach über einen Job erzählen oder über ihre Firma oder so. Ich finde sowas immer sehr, sehr cool, in so andere Businesses, sage ich mal, reinzugucken. Aber ja, Rin ist zu nennen, UFO ist zu nennen. Wahrscheinlich UFO ist auch sehr krass. Pashanim auf jeden Fall sehr krass. Habe ich nicht gehört, aber höre ich öfter, dass der krass ist. Sehr krass. Der Mann released halt einmal im Jahr. Bruder, bitte mach mehr, wir brauchen mehr Musik. Muss ich mir mal anhören. Ja, das sind auf jeden Fall so Namen. Ich finde bei Rin, was halt geil ist, ist dieses, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich halt extrem fühle, ist so dieses Lokale. Gut, du ziehst jetzt aus Berlin, aber so dieses, ey, Kleinstadt ist es neu international. So. Ja, es ist cool, dass ich finde so diese krassen Leute, die haben so alle so ihren Claim, ihren Part. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Als hätte man so einen Charakter erstellt, der so vollkommen anders ist. So, Rin ist so ein, es gibt keinen zweiten Rin einfach. Es gibt keinen Typen, der so ist wie er. Er sieht super special aus. Er fühlt so voll diesen Kleinstadt-Vibe. So, er produziert immer noch mit seinen Homies. Weißt du, das ist so das. Dann hat man so jemanden wie UFO, Digga, der so als gefühlt einziger in Deutschland gerade so krank auf dieser Ami-Wave ist und so als aber eine, so ehrlich. Ja, so, und man merkt einfach, das ist er einfach so. Du hast, Digga, bei UFO ist zum Beispiel so, du hast einfach ganz andere Bilder im Kopf, wenn du die Mucke hörst. Das ist so ein ganz anderer Film und das ist echt was. Ja, man kauft ihm das einfach ab, was er da macht und so. Dieses ist einfach auch krass, dass er so mit so mit Future einen Track hat und dann so mit. Den finde ich aber nicht so gut. Ja, ich auch nicht. Das geht, ich finde die anderen Sachen von ihm viel krasser. Ich mag auch aber ist auch schwierig Sachen, wahrscheinlich. Ja, safe. Aber einfach alleine, dass er mit diesen Leuten Kontakt hat, gibt ihm auch einfach so eine Credibility und so. Das ist wirklich krass. Ich bin wirklich sehr, sehr großer Fan. Ja, sowas beeindruckt mich nicht so sehr, weil du auch nie weißt, es ist ja einfach ein gekaufter Part jetzt. Und nee, das wirkt aber tatsächlich da so nicht so, finde ich. Aber kann natürlich trotzdem sein. Ich weiß nicht, wie es. Ja, ich sag nur, ich bin. Also, mich beeindruckt da auf jeden Fall die Ehrlichkeit. Gut, ich bin aber auch riesen Future-Fanboy, so. Also auch Dirty Sprite 2 und was ich. Also, Future finde ich auch sehr, sehr krass. Bro, Future ist für mich hat. Also, das hat Kanye hat es sehr gut gesagt, der hat einfach eine fucking Generation geprägt. Und ich finde, dass Future dafür nie genug Credit bekommen hat. Der verkrackte Verrückte. Feierst du Drake? Ja. Weil ich habe ja gestern, wie gesagt, diese Liste da ausgefüllt und dann war so irgendwie bestes Album international. Und dann war halt, das kam halt das Gespräch natürlich Donda gegen Certified Loverboy. Certified Boy Lover. Banger Gag, der wurde gestern auch gebracht.
Und immer wenn ich sage, ich feiere Drake übertrieben krass, dann sagen immer so Leute, dass es so voll lame ist und so voll average. Aber ich finde den Mann einfach krass. Es ist so. Ich bin ein riesen Drake-Fan. Ich finde so, Drake hat es irgendwie geschafft, dass so jeder Song super leicht ist, super leichte Kost, trotzdem immer geil. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Bei Donda finde ich so, es ist so. Es ist nicht so, als würde ich Mucke hören, die so einfach cool ist und die rappe ich mit oder so. Als würdest du einen Kurzfilm gucken. Als würde ich einen Kurzfilm gucken oder ich würde es jetzt so beschreiben, als würde ich irgendwie mir ein Kunstwerk angucken oder anhören. Ja, ja. So, was ist auch geil, aber ich finde es auch ein kleines bisschen anstrengend für meinen Kopf. Ich finde, ich habe beides gehört. Ich bin größerer Fan von Kanyes Persönlichkeit als von seiner Mucke. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Kanye zuhöre, auch wenn er manchmal verwirrten Scheiß redet, ist der Typ für mich halt, also ich fühle sehr viele Sachen, die der Typ sagt, aber bei seiner Mucke finde ich, der ist ein bisschen wirr, also der hat so seine Konzepte und der sieht auch sehr schnell, teilweise auch Trends und Sachen extrem früh und flasht die out in seinem Kopf. Zum Beispiel dieses Gospel-Ding oder so. Aber, also jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich und so. Und ich verstehe auch vollkommen, auf was für eine Wave der Typ ist und ich finde es krass. Aber ich bin halt so ein Mensch, mich fuckt's dann ab, dass bei, keine Ahnung, bei wie heißt der Song nochmal, auf Certified Boy Lover. Zum Beispiel, wenn ich dann, wo ist denn der? Meinst du auf Certified Lover Boy oder meinst du auf Donda? Auf Certified Boy Lover, das ist ein kleines Beispiel. Sorry. Bei TSU zum Beispiel, dieser 50 Sekunden, dieses Intro, Bro. Und ich denke mir so, Bruder, wann machen die endlich Feature bei Apple Music, dass ich cutten kann, dass das Ding einfach auf Loop hören kann? Ja. Und sowas, bei Kanye ist es so, es dauert, bis es reinkommt, dann ist es irgendwie wieder raus oder es ist zu kurz. Ja, oder es ist halt sehr viel, wie sagt man das? Ist anstrengend zu hören vom Format her. Ja, da gibt's ein Wort für so, dass es so atmosphärischer ist, vielleicht ist das Wort so, dass es so. Das ist immer so eine Atmosphäre, das ist auch bei Travis Scott manchmal bei manchen Songs. Mhm. Das ist so ein bisschen so. Ja, aber nach dem ersten Mal willst du das nicht mehr. So, man fühlt sich so, als würde man so einen 10-Minuten-Track hören. Als würde man so einen. Wie du gesagt hast, einen Kurzfilm gucken. Das trifft es ziemlich gut. Ja, aber ich finde, das will ich beim ersten Mal, danach will ich nur die Mucke hören. Komplett. Bin ich auch eher so. Da finde ich Drake wesentlich stärker. Aber man kann sagen, dass Donda vielleicht kreativer ist und so. Für mich, nur was Anhören angeht. Ich finde beide Alben krass, ich finde aber auf jeden Fall mehr CBS Drake besser. Gehört. Genau, ich habe mehr Drake gehört. Aber ich finde, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, wenn man jetzt mal in das Album reingeht, zum Beispiel Into Deep mit Future war der zweite Teil, der ist krank. Ja, ist es krank. Ich höre mir einen Stunden-Loop davon an die ganze Zeit gerade. Also so auf YouTube bin ich ganz Zeit so auf einen Stunden-Loop auf ist, dem Scheiß kleben geblieben. Sehr geiler Künstler auf jeden Fall. Und da würde mich auch krass interessieren, so, was bei denen so Business Moves abgeht. Was geht bei so einem Drake ab? Mit so Leuten würde ich mich gerne mal unterhalten. Mit so einem Drake, mit so diesen Big Names. Ich würde es voll gerne mal machen. Auch so, ist jetzt nicht mit Musik, aber so mit so einem Elon Musk und so. Digga, das wäre doch mal so geil. Deswegen habe ich den Scheiß hier angefangen und heute bin ich hier mit dir. Naja, ja, ich bin noch weit entfernt von Drake und Elon Musk, sag ich mal. Aber, Digga, ich frag mich, was bei denen so abgeht, Digga. Was die so für Invests pullen, was die für Businesses machen. Ich finde das gar nicht so interessant. Ich finde eher so über das, was sie machen. Also ich würde lieber mit Drake über seine Mucke hören und über seine Persönlichkeit reden, als über was er jetzt quasi mit seinem Geld macht. Also ich persönlich. Ich finde beides interessant. Ich frag mich, wie so die Strukturen sind, wenn man so viel Geld hat, wie das dann abläuft. Macht er so selber Moves, überlegt er sich selber, gibt er seine komplette Kohle einfach an irgendeinen Guy und sagt, mach mal, wie läuft das alles ab? So, das würde mich schon interessieren, aber natürlich auch diese kreativen Prozesse, wie entsteht so ein Album oder bei Elon Musk, so, wie wird an dem, weiß nicht, an einem Auto gearbeitet oder so, oder an der Technologie und so. Wie ist einfach so der Average Day von Drake? Wie sieht es aus? Was geht bei dem Mann ab? Ich glaube, relativ unterschiedlich, aber ja. Ich habe da so meine Theorien, aber ich würde auch übel gern mit. Ey, Digga, gibt eine Liste von Leuten, mit denen ich reden will. Das ist krass. Ich will es auch vielleicht auch auf Englisch dann anfangen, jetzt irgendwann so per Zoom anzufangen, noch zu machen, quasi nebenher. Also noch eine Folge quasi extra auf Englisch und die dann sozusagen zu übersetzen, damit man auch so ein bisschen in Deutschland diesen Impact hat, auch von quasi international. Dass man auch das so hört, so ein bisschen wie mit deinen Freunden als Beispiel. Ja, das ist geil. Und da will ich auch dann irgendwann quasi vielleicht so die Möglichkeit haben, weil ich sag's ehrlich, also das hat mich krass auch überrascht,
was ich mittlerweile hier selber für Leute da hatte, wo ich auch nicht gedacht hätte, so ey, Digga, so das geht. Oder was für Leute in Planung sind so. Weißt du, was für Leute man einfach spricht. Weißt du, was du gerade meinst wegen Übersetzen? Ja. Da muss ich an Mr. Beast denken. Der Mann ist so ein fucking Genie, ist so krass. Der ist echt ein Genie. Das ist der größte YouTuber of all time. Und ich weiß nicht, ob es soon jemanden geben wird, der ihn überholen wird. Digga, er übersetzt seine Channels, alle seine Videos, nochmal ins Spanische, ins Portugiesische, ins Russische und wahrscheinlich auch ins Japanische demnächst. Und er hat 4 oder 5 Channels. Er meinte, nächstes Jahr gehen 30 Channels insgesamt live, die nur Übersetzungen von ihm hochladen. Und Bro, alleine der spanische Channel hat auf alle Videos nochmal 9 bis 10 Millionen Views. Es ist so krass. Schlau. So heftig. Das ist so eine Inspiration irgendwie so. Ich weiß nicht, Digga, auch dieses Squid Game-Ding, auch wenn es natürlich... War naheliegend, aber war krass umgesetzt. War naheliegend, hätte man wahrscheinlich auch noch mal ein Stück geiler machen können im Nachhinein. Aber war halt schnell. War schnell und krass. Ist einfach krass. Irgendwie blowt mein Mind, wenn ich so daran zurückdenke, wie das alles angefangen hat, dass es jetzt jemanden gibt, der innerhalb von 2 Wochen auf ein Video 170 Millionen Views bekommen kann. Bro, 170 Millionen Views, das ist so viel. Insane, ist krass. Ich find's fett. Also, ja, übergeil. Ich bin aber generell, muss ich sagen, also YouTube ist für mich das Social-Media-Ding, was ich am meisten mag, weil zum Beispiel, ob es ein Künstler ist, ich kann mit Interviews mit dem connecten, ich kann seine Musik auf YouTube hören, ich kann Podcasts hören, Vorlesungen hören. YouTube ist für mich das einzige Ding auf Social Media, wo für mich irgendwie, womit ich mich am meisten identifizieren kann, weil ich, vielleicht auch, weil ich es am meisten konsumiere, zum Beispiel Instagram, Facebook, TikTok. Ich glaube, auf YouTube hast du halt am ehesten auch Content, wo du für dich selber was mitnimmst. Ja. Nicht immer, aber du hast halt zum Beispiel TikTok. Ist viel deeper. Klar, auf TikTok hast du sicherlich auch mal interessante Themen oder mal ein Rezept oder so, aber 99% ist nur Comedy. Ja. Twitter ist 99% nur Trash und 1% irgendwelche Leute, die sich leaken und irgendwie ihre Titties zeigen, was auch mich nicht stören soll. Stört mich überhaupt nicht. Stört mich mega. Weißt du, Insta, da geht es einfach nur darum, gut auszusehen, basically. Und YouTube ist halt wirklich diese Plattform, wo man halt alles hat. Du hast Leute, die irgendwelche interessanten Themen dir beibringen, Leute, die lustig sind, alles. Keine Ahnung. Doch viel Scheiße, aber... Geile Animationen. Ja, es gibt viel Scheiße natürlich. Es gibt aber auch geile Animationen, wie sowas wie Kurz gesagt oder so. Ja, ja, geil. Überkranker Channel, so. Guck ich sehr gerne. Keine Ahnung, das ist sehr, sehr geil. Ich find's voll schade, dass so im Unterricht solche Videos nicht verwendet werden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir sowas benutzt hätten. Ich habe mich immer gefühlt, als wäre das so ein Cheat, weil ich so relativ schnell so im Internet erkannt habe, dass es da Leute gibt, die besser erklären als meine Lehrer. Ja. Und dann habe ich es halt immer so gemacht. Ja, smart. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ihren Arsch gerettet bekommen haben, weil diese, so Daniel Jung, Legende, Digga. Er kommt immer rein ins Video, guckt einmal in die Kamera und dann fängt er an, irgendwas rumzukritzeln. Ich will gar nicht wissen, wie oft er Leuten den Arsch gerettet hat. Ja, safe. Safe geisteskrank oft. Ich muss sagen, also mir gefällt so dieses, ich sag mal, langsame Social Media, so YouTube ist für mich leichter verdaubar und ich finde, also da frag ich, nimm du, Bro. Ich frag mich, wie siehst du das? Ich fühle mich manchmal so unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl habe, diese Social Media Welt ändert sich zu schnell. Also so wie du jetzt sagst, so Twitch-Meta gibt es ja im Endeffekt jedes halbe Jahr, also werden die Regeln neu geschrieben. Und ich denke mir halt so immer, und dann hast du um dich rum hast du immer Leute, die sagen so, ey, du musst das jetzt so machen, weil so ist es jetzt halt und dann so, sonst, wenn du den Trend verpasst, dann bist du halt nach dem zweiten Trend, den du verpasst, halt weg. Und ich denke mir so, Digga, ich werde allein aus Trotz, weil du Bastard zu mir kommst, sagst du, das machen willst. Auch wenn du recht hast, ich werde es nicht machen, Digga. Verpiss dich. Ja, so. Ja, komplett. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt halt einmal so Leute, die so dadurch existieren, dass sie so von Trend zu Trend hoppen. Und wenn du das gut machst, dann bist du wahrscheinlich auch der Größte oder bist du wahrscheinlich auch tendenziell größer. Ja, aber du bleibst Hardstuck auf Fortnite und dann... Ja, also ne, es gibt halt so Leute, die hoppen dann von Fortnite auf GTA Roleplay und dann, keine Ahnung, nächste Woche kommt irgendwas anderes raus, dann machen die das. Dann kriegen die aber halt auch nur Nutten als Zuschauer, sorry. Ja. Also jetzt nicht, dass du, aber verstehst du? Weiß ich nicht, was es dann ist, aber so, das wäre jetzt nichts, was mich erfüllen würde. Aber das gibt's halt für Leute. Aber wenn du dann einfach dein Ding weiterfährst, dann kann es eigentlich scheißegal sein, ob das schnell sich entwickelt, oder? Aber kannst du, also sorry, dass ich es gerade mit Nutten gesagt habe, aber kannst du als Streamer oder als Influencer ein
eine nachhaltige und eine stabile, loyale, beidseitige Community aufbauen, wenn du von Trend zu Trend hoppst? Einfach so richtig auf ehrenlos, so oh. Naja, so auf ehrenlos nicht, nee. Das muss dann so sein, wie wir halt vorhin meinten bei so Monte oder so, dass er dann, ja, auch, wirklich, dass er dann auch wirklich darauf Bock hat, so, ja, mäßig. Ja. Nee, das stimmt schon. Allgemein kannst du kannst das most gehypteste Spiel spielen und danach das nächste most gehypteste Spiel. Wenn du nicht interessant als Person bist oder irgendwie für die Leute nicht sympathisch wirkst oder die irgendeine Bindung haben zu dir, dann wirst du, sobald das Game vorbei ist und du nicht mal für 2 Monate irgendwie was Neues hast, wird dein Channel einfach sterben. Das passiert dann, ja. Deswegen lieber ein bisschen einatmen, zurückgehen, mit Anlauf was ganz anderes. Ja, immer die eigene Schiene fahren ist für mich immer das Geilste, aber das muss jeder machen, wie er Bock hat, Digga. Was wollte ich dich noch fragen? Wir haben über so Money-Shit geredet. Im Vorhinein so ein bisschen so Invest-Kram. Das haben wir auch gesprochen. Du hast gesagt bei Leroy, dass du durch bist finanziell. Ja, I guess. Komm, jetzt will ich mehr hören. Was heißt durch, Digga? Wann ist man durch? Ab wann ist man durch, ja, ist halt die Frage. Wenn du für mich, also ich definiere durch sein, wenn ich für den Rest meines Lebens, meine Familie und ich ernähren könnte, geil wohnen könnte oder gut wohnen, sagen wir nicht. Wenn ich das Lebensniveau von heute halten könnte für den Rest meines Lebens. Okay. Also schon, habe ich schon. Also ich habe mein Lebensniveau nicht so überkrank angepasst. Also ich habe schon natürlich sehr große Ausgaben. Also ich zahle auf jeden Fall auch eine gute Miete, sage ich mal. Aber also abgesehen von der Miete, so, ich wäre da zum Beispiel jetzt auch bereit, irgendwie, sag ich mal, meine Wohnung zu halbieren oder so. Ich habe aktuell irgendwie so 160 Quadratmeter. Brauche ich dich nicht. Wohnung? Ja, ist aber no joke. Arme Nackholm, alleine. Ist no joke. Ja, alleine ist no joke, aber für den Preis und so wirklich fair. Glaub mir, du hast jetzt wahrscheinlich preislich eine ganz andere Vorstellung. Ich bin der Humble Guy von nebenan. Nein, Bro. Du bist wie Lagarde, wenn sie mir erzählt, die Inflation ist okay. Ich gehe auch manchmal zum Bäcker und mir ist aufgefallen, dass die Brezeln teurer sind. Ich hätte die nicht genommen, die ist wirklich, glaub mir, wenn ich dir nachher den Preis sage. Bruder, die hat sagen, nur 5.000 im Monat gekostet. Nein, ich musste die nehmen. Circa die Hälfte. 2.5. Ja. Ja, aber und dafür habe ich halt dann noch, ist mega viel Money, so meine ich das nicht, aber so, ich fand es halt fair für das, was es ist und Lage ist gut und so, das hat einfach für mich gepasst. Auf jeden Fall, da hätte ich gar kein Problem damit, sage ich mal, irgendwie da Abstriche zu machen und so weiter, und wenn ich da auf jeden Fall noch ein bisschen reduzieren würde und wir dann auch so Sachen mit einbeziehen wie mein Aktiendepot, was, keine Ahnung, jedes Jahr dann irgendwie seine Prozente abwirft. Dein Aktiendepot? Ja, also ich glaube, ich könnte alleine von meinem Aktiendepot, von den Renditen, die ich circa jedes Jahr habe, könnte ich vermutlich leben, ja. Wie viel Rendite ist das? Also so, ich strebe so immer so 10-15% an, aber es wären eher 10% pro Jahr. Und wie viel bleibt dann da übrig in Cashews? Genug, um zu leben? Ja. Ja, wenn ich jetzt halt genau die Summe sage, dann ist es ja ziemlich obvious, aber... Nein, aber hast du denn 1 Million auf deinem Aktiendepot? Ich habe ein sehr hohes 6-stelliges Depot. Mhm. Also wirklich, wir reden wirklich von, also da ist wirklich sehr viel Geld drauf. Keine Ahnung, da würden wahrscheinlich jedes Jahr so 70.000, 80.000 Euro rumkommen, die ich dann zum Leben nutzen könnte. Würde ich natürlich nicht wollen, weil ich will ja, dass sich das dann noch mehr vermehrt und so weiter. Aber wenn man solche Sachen mit einberechnet, die sind ja eher so ein bisschen riskanter, sag ich mal, könnte man sagen, ich bin durch, ja. Und hast du dir noch Wohnungen gekauft oder was hast du gemacht? Also tatsächlich war so die letzten 2 Jahre so ein kranker Hustle, so ich will unbedingt Wohnungen, Immobilien, Häuser. Und dann Häuser. Hast du in Aktien gesteckt? Und dann habe ich irgendwie immer mehr in Aktien gesteckt. Ich habe noch, ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe echt nicht so viel Geld aus für anderen Stuff. So ich, wirklich, wichtig ist mir so Essen, Wohnen und das war's. Ja, ja. So, ich bin so sparsam. Den Rest kriegt man eh geschickt als Influencer. Ja, das ist so dumm. Das ist so dumm überhaupt. Menschen, die reicher werden, kriegen mehr Sachen zugeschickt. Ja, aber weil sie reicher du wirst, erhoffen. Das ist so dumm. Je reicher du wirst, desto mehr bekommst du umsonst. Ja. Wie dumm. Ja. Das ist so dumm. Es ist so hohl. Aber es ist so. Ja, aber ich spare selbst so bei so Sachen, die so wichtig sind. So Kameragier und so. Das ist übelst dumm. Aber ja, ich könnte so moneymäßig, könnte ich mir safe noch irgendwie eine Immobilie oder 2 holen. Aber tatsächlich überlege ich so, ob das für mich eine smarte Decision aktuell ist. Weil alle sagen ich halt... Ich habe es auch gelassen jetzt vorerst.
alle Leute sagen immer, es ist die beste Entscheidung, die man machen kann. Und wahrscheinlich ist es auch richtig. Aber ich denke mir halt so... Ist halt auch ein Grind, das alles zu machen. Es ist übelst die Arbeit, eine geile rauszusuchen, die zu verwalten. Also ich würde die ja dann vermieten, nicht für mich selber nutzen. Aber vielleicht auch, aber halt tendenziell vermieten. Und auf der anderen Seite habe ich so diesen Aktienmarkt, wo ich halt schon super auf die Schnauze geflogen bin, aber dadurch halt so übelst die Learnings gezogen. Dann Krypto-Scams. Ja, Bro, einfach so viel Kohle gemacht und so viel Kohle wieder verloren. Dogecoin und to the moon. Dogecoin. Shiba Inu. Fucking Shiba, Junge. Ja, nee, aber so... Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt übelst der Experte bin oder auch so. Auch Bitcoins bei 1000 verkauft. Oh Mann, bitter. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so an der Börse der übelste, das übelste Brain bin, weißt du? Aber ich habe das Gefühl, ich habe relativ... Das ist halt viel Geld. Ich habe hab ein ganz gutes Händchen dafür bekommen, was gut ist und was nicht und wo ich mein Geld parken sollte und wo nicht, wann ich rausgehen sollte, wann ich reingehen sollte, bla bla bla. Das Impfstoffhebel zum Beispiel. Oh mein Gott, da ärgere ich mich so hart. Ich habe so geblowt am Anfang von Corona. Mein ganzes Depot ist einfach 30% gedroppt. Und ich dachte so... Hast du Angst bekommen? Nee, nicht Angst, aber so. Ich dachte so, okay, es wird nochmal 10% droppen. Anstatt einfach mal wenigstens schon mal ein bisschen zu kaufen. Ich hätte... Bro, ich hätte legit, ich hätte so viel Geld machen können. Ich bin Katastrophe bei sowas. Also wenn es runtergeht... Mhm. Bro, also ich... Wenn... Also das ist richtig irrational, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die gehen runter, Bro, für mich ist es eine dicke, fette Rabattaktion. Also wie viel Bitcoin? Alter, Bro, ich kaufe Dips wie ein Verrückter. Ja, ich habe auch jetzt Dips gekauft. Ich kaufe fast nur Dips. Ich warte immer und ich sehe so, mein Portfolio ist am Arsch. Ich so, rein geht's jetzt. Ja, das ist so habe ich es jetzt auch gechanged dann irgendwann so. Es ist nicht so... Aber du brauchst halt auch irgendwann, also da hast du dich die ganze Zeit reingucken. Bro, ich habe auch GameStop und AMC und so einen Scheiß gemacht. Oh mein Gott, GameStop habe ich, mit GameStop habe ich 10.000 gemacht innerhalb von einem Tag. So dumm. Das ist so hohl. Das war aber übelst der Coinflip. Ich habe irgendwie 5.000 oder so reingeballert, weil wir waren so mit Dave. Das ist nur Lotterie. Das ist wirklich. Das Glücksspiel. Das ist Glücksspiel gewesen, ja. Wir waren so mit Dave und Revi in so einer WhatsApp-Gruppe, also sind wir immer noch. Aber ja, so habe ich es mit Nico noch so, Homies. Ja. Ja, und wir waren so, Dave Gamma, hat so Gamma, ey Leute, ihr müsst unbedingt in GameStop rein. Und Dave hat irgendwie so richtig früh 2.000 investiert und 50.000 gemacht und hat sich von dem Geld einen Tesla gekauft. Und er meinte so, ihr müsst da auch rein. Und dann sind wir so auch da reingegangen und dann hat jeder von uns so 10.000 oder so mitgenommen. Das ist so dumm einfach. Lad ein nächstes Mal, wir haben auch so Gamma-Apes, heißen wir. Ja. Wir machen, aber Bro, ich liebe diese Reddit-Community zum Beispiel. Ich hab als MC und ein GameStopper, Bro. Ist es nicht krass, dass das funktioniert, dass einfach so ein shitty fuck-ass Reddit den Börsenmarkt manipulieren kann. Digga, also erstmal, das ist falsch und das ist richtiger Scheiß. Also das ist überhaupt nicht okay und ich find's auch lustig, diese billige Ausrede, wir pissen Hedges ans Bein. So. Ja. Am Ende des Tages holt man auch ganz viele neue Opfer dazu, die dann irgendwie denken, dass sie, keine Ahnung, bei der Kerze dann halt einsteigen und das sind eigentlich die Leute, da, wo die Leute Profit machen, machen die anderen Leute Minus. So genau. Ist es halt immer, ne? Also so diese Robin Hood-Geschichte braucht mir keiner erzählen, aber auf der anderen Seite, Bruder, also ich habe in meinem Leben selten so gelacht. Also denkt man gar nicht, ich bin so ein Typ, Digga, keine Ahnung, irgendwie, ich lese dann nämlich Animes und dann hänge ich oft halt auf Reddit ab und lese mir irgendwelche Spoilers durch. Oder? Und halt so diese ganzen Sachen, wo du dann halt auf Reddit einfach abhängst und dir das halt anguckst, was zu welchen Themen auch immer Leute was schreiben. Ja. Ich finde es halt todeslustig. Ja. Also voll meine Welt. Also so, wenn ich mir eine Welt raussuchen könnte, ich würde auf in Reddit leben, Digga. Also, nein, ich liebe Reddit wirklich. Also Reddit ist so fucking genius shit. Aber Bruder, also wenn es um so AMC, GameStop und den ganzen Scheiß geht und so Shitcoins und so, also wie witzig das ist. Bro, da gibt's auch so Leute, die dann so immer diese YOLO-Trades machen, wo dann so jemand, du denkst dir so, also erstmal immer, wo haben die Leute das Cash her? Aber dann sind da so Leute, die packen so 500.000 oder so, packen die so in so eine übelste Müllaktie. Kennst du Benjamin auf YouTube? Wen? Diesen Benjamin, der Videos macht zu genau diesen Trades. Ja. Und mit diesen Dingen, also wo der dann immer diese Super Mario Songs dann reinmacht und so einen Scheiß. Ey, Bruder, ist so witzig. Übergeil. Digga, aber so, du denkst dir so, warum macht ihr das? Und dann sieht man so, wie das funktioniert oder wie es halt nicht funktioniert. Und das ist so, Bro, da hat jemand eine 500.000 einfach geblowt. Oder halt dann teilweise so Leute, die so 10 Millionen machen, weil die einfach so richtig YOLO irgendwo rein sind. Wo man sich so denkt, Digga, lebensmüde. Aber, Digga, für einen guten Lacher, ich feier's. Ja, 500.000 damit irgendwelche Randoms im Internet lachen. Übelst worth, holy shit. Dieser Junge, der dann, aber das sind ja so wirklich Idioten, also die machen das jetzt nicht für den Lacher oder so, sondern die kaufen dann, keine Ahnung, kaufen irgendwelche Optionen, die dann so irgendwie kommen.
Ja. Anstatt dass sie dann dort irgendwie 2 Millionen aus 50.000 mit nach Hause nehmen, gehen die damit nochmal fullblown rein, ja, weil sie denken, oh mein Gott, ja. Weil sie denken, sie sind irgendwie kein fucking Brainiac und ich sitze so daheim da und ich roll mich vor Lachen, Alter. Ja, das ist krass, Digga. Aber ich, das Ding ist, das hatte ich damals auch. Komm später reinziehen, da gibt es echt witzige Videos. Ja, machen wir. Das hatte ich damals auch bei meinem Krypto-Ding. Man hat irgendwann. Weiß ich du kommst so als so super Brain vor. Ja, du denkst dir so, okay, ja, Mann, Alter, ich glaube, ich hab das Rezept zum Gelddrucken jetzt. So, ich bin der nächste Elon Musk, keiner kann mich ficken jetzt. Weißt du, wann ich das gemerkt habe, dass ich das nie, also dass ich nie diese Arroganz bekomme beim Investieren? Wann? Ich habe mir einmal von, ich weiß, ich glaube, es war JP Morgan, irgend so eine Aktienanalyse reingezogen. Ich habe ja hier so, ich habe von alle Aktien den Bruder, der schickt mir immer so, siehst du hier, ich lese die auch tatsächlich, sehr interessant. Ja. Also so Arzt, ich gebe dir mal ein paar mit, die sind krass gut. Haben die so einen Insta-Channel oder so? Ja, ja. Ah, dann hab ich also die Analysen zu lesen sind, die sind sehr gut gemacht. Und ich habe mir halt mal so Options-Forecasts zu Apple angeguckt aus der Vergangenheit. Und es waren 130 Seiten, wo die erklären, wie sie was einpreisen und welcher Wahrscheinlichkeit nach der Kurs wo sein wird und warum. Und wie die das analysieren, also was die Systematik dahinter ist. Und was die alles berücksichtigen und wie die das quantifizieren. Das ist so verdammt gut gemacht. Wirklich. Also das, was du denkst, worauf du irgendwie gekommen bist, so irgendwas, neuen Nachrichtenartikel oder so, den du irgendwo auf Google-Seite 20 gelesen hast und du denkst, keiner hat den gelesen, du kommst darauf auf einen abgefahrenen Gedanken, du siehst, vor einem halben Jahr, das ist eingepreist. Und die haben einen Begriff dafür, für den Hirnfurz und das, wo du dachtest, oh mein Gott, das ist so krass, was ich mir gerade überlegt habe. Und ich bin wahrscheinlich der Erste, der daran gedacht hat. Ja. Bro, die haben da nicht nur einen Begriff für, sondern die wussten das vor dir. Und die können das auch noch direkt gewichten und so weiter und so fort. Vielleicht nicht so akkurat oder wie auch immer. Du siehst dann auch ein paar Sachen, die nicht so perfekt sind. Mhm. Aber dann denkst du einfach nur, Bro, ich bin übel dumm. Und seitdem ist so meine Regel, mach einfach so wenig wie möglich falsch mit Aktien, dann ist okay. Wow, Digga. Mach einfach nichts falsch, Digga, dann passt. Nee, aber das ist so, im Endeffekt ist halt für mich, guck mal, wenn ich jetzt abhänge und die ganze Zeit mir sowas reinziehe, ziehe ich mir for fun privat rein, aber wenn ich jetzt halt versuche, aus 8% Rendite 15% zu machen, lieber mache ich doppelt so viel Geld, in Anführungszeichen. Also jetzt nicht, dass es mir jetzt nur um Geld geht, aber ich will nur sagen, lieber mache ich das, was ich liebe und verdiene, also maximal meine eigene Rendite. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Lieber mache ich noch einen krasseren, halt noch krassere Klamotten oder noch also die App, die du gesehen hast, die mache ich noch krasser und lese lieber drei Bücher und steck das Knowledge dort rein, anstatt hier. Weil so viel Geld habe ich voll, doch nicht. Dafür. Da muss ich sagen, gehe ich aber auch voll auf. Also ich habe mich sehr viel auch mit so technischer Analyse und so von Aktiencharts beschäftigt und bin da auf jeden Fall auch voll drin, Alter. So, das ist, ich bin da auch sehr theoretisch gegangen. Und es hat deine Fresse wird auf Hedgefonds Henning landen, wie du mit der Brille so ja, darüber redest du. Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe noch technische Analysen reingezogen zu Aktien. Der Shit ist echt interessant, Bro. Es ist blowt my mind bis heute, dass es funktioniert. Aber es funktioniert, glaube ich, einfach, weil alle Leute daran glauben, dass es funktioniert. Das ist so heftig. Und nun ja, also das auf der anderen Seite, also Anteile zu haben an den Unternehmen, die mehr oder weniger halt, also ob es jetzt systemrelevant ist oder konsumiert werden, ist schlau. Also, ja, also ich meine Strategie ist super boring vielleicht für die meisten, aber meine Strategie ist halt so, einmal halt Unternehmen, die ich halt verstehe. Ja. Also zum Beispiel sowas wie Nvidia, verstehe ich halt. Was hast du auch viel drin? Ja, normal. Das ist meine größte Position. Ja, meine auch. Mit Tesla und meinem ETF. Meine größte Position. Du bist ein Ehrenmann. Ja, normal. Bro, ich bin so sauer, dass ich nicht mehr gekauft habe. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe 350% Rendite auf Nvidia. Krass. Okay, ja. Okay. Ich habe ungefähr die Hälfte. Ja, aber es ist so krass. Ich habe halt erst später so viel. Ich war immer Fanboy von denen, aber ich war immer so... Man ist immer so vorsichtig und so, ja. Aber irgendwann war es so, Digga, fuck it. Ja, aber ich versuche irgendwie zu verstehen, was die da machen. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann halt irgendwie zu gucken, ob die gerade halt einen guten Preis haben, so anhand von technischer Analyse. Und dann läuft das halt. Ja, nee, aber es ist echt irgendwie cool, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwann den Tag habe, wo ich komplett reinblow und alles, mein komplettes Depot ficke. Weil dann sieht es kritisch aus. Aber aktuell... Ja, aber guck mal, wie bist du zu Nvidia gekommen durch deine Faszination? Und da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist eine Sache, die dich interessiert. Also, ja, halt also über Gaming Technik, und Technik. Ich habe viele... Ich habe eigentlich 90% nur Technik und Gaming. Ja. Ich habe zum Beispiel in Take-Two investiert, weil ich darauf hoffe, dass das neue GTA 6, was wahrscheinlich erst in 15 Jahren rauskommt, aber dass das neue GTA 6 krass wird. Weißt du? Solche Sachen. Das sind Dinge, die verstehe ich und ich kann einschätzen, wie groß wird der Hype da drum sein? Oder man kauft das, was übrig geblieben ist von CD Projekt, nachdem sie Cyberpunk richtig gefickt haben.
Junge, Alter, Cyber. Ja. Jo, das war. Oh Mann. Die haben sich richtig gefickt. Die Scheiße war absolut kacke, aber ja. Das interessiert mich. Da haben wir auch drüber gesprochen. Gut, also GTA, wir haben am Telefon gesprochen über State of Gaming. Und du hast gesagt, das ist für dich ein ausgelutschtes Thema. Aber ich ich finde es übel interessant, weil ich gucke mir das gerade so an. Ich denke mir so, Bro, keine Ahnung, GTA 4 hat eine viel geilere Physics Engine als zum Beispiel GTA 5. Alle spielen GTA 5. Soll ich dir was sagen? Das ist der dritte Port, der rausgekommen ist. Ich habe beide Games noch nie gespielt. Bruder, ich dachte, Nico ist der einzige Psycho, der noch nie GTA gespielt hat. Du wirst mir gerade erzählen, dass du noch nie GTA gespielt hast. Ich habe mal ein Rennen oder so gefahren in GTA 5. Bro, nein. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Nein. Soll ich dir was sagen, was wir tun werden? Was? Wir werden GTA spielen und wir machen so, es gibt so Playlists, so Custom-Playlists, wo du so richtig behinderte Sachen spielst, ja? Es ist so dieses, was die YouTuber immer spielen, wo die dann in der Luft sind und dann so Loopings fahren, Schanzen. So ja, mit. Das macht aber übel Spaß, glaub ich. Ja, okay. Okay, also stell dir das vor wie so eine riesengroße Mario-Party-mäßige Olympiade, nur in ultra geil und in Erwachsen. Ja, mhm. Dann ist dann halt nicht zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind dort und backen Plätzchen, sondern es ist dann, wir sind zu 16 irgendwie im Prison Court und suchen das eine Messer, weil wir uns alle gegenseitig umbringen müssen und das Deathmatch und das counted. Ja. Und dann kriegst du dafür Punkte, je nachdem welches Ranking okay, du hast. Okay, das hört sich sehr geil an, okay. Und dann hast du halt Playlists über, und dann machst du so, also Homies, ich mach's aber immer nur privat mit Homies, die machen mir so eine, also wir machen so eine Custom Playlist, das ist jetzt auch Jahre her auf Playsy damals gemacht, und dann kriegst du am Ende halt nach 10 Spielen deine Punktzahl. Mhm. Ja, das hört sich nice an. Und aber das zu 10 macht echt Spaß. Ich hab's nie gespielt, aber was meinst du mit State of Gaming? Was meinst du? Ja, was ich damit meine, ist halt, also für mich, keine Ahnung, wenn ich das angucke, Spiele, die unterentwickelt auf den Markt kommen, weil man halt Pressure hat wegen Cash. Spiele, die gefühlt nicht unbedingt besser werden, sondern halt noch mehr Lootboxes drin ja, sind. Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Ding, ja. Keine Ahnung, aber ich finde, das ist halt so. Ich meine, du bist ja abhängig, deine Extents abhängig davon, dass gute Spiele auf den Markt kommen. Und du hast dafür halt eine gute Meinung. Ich bin halt ja, ein passionierter Spieler, ich bin kein Profi. Das Ding ist halt, es ist halt immer genauso, wie man so sagt, ja, YouTube ist voll scheiße geworden. Keine Ahnung, es ist halt, in meiner Opinion gibt es immer übertrieben viel Scheiße. Es gibt übertrieben schlechte Games, es kommt übertrieben viel Müll raus. Aber gleichzeitig gibt es auch so eine Entwicklung wie, Games werden free-to-play und haben so wie Fortnite nur Skins, die man halt kaufen kann. Was in meiner Opinion übelst der geile Change ist. Weil Overwatch hat es auch krass gemacht. Anscheinend Overwatch auch krass. Ah, das finde ich schade. Overwatch ist nicht free. Nein, aber die ganzen Expansions sind free. Ja, okay, also jede Map und Hero, der kommt, ist free. Ja, okay, aber so sowas wie zum Beispiel Fortnite ist einfach so, weißt du, das ist einfach kostenlos und es scheint irgendwie für beide Seiten so aus meiner Sicht irgendwie gut zu sein. Einmal für die Company, weil irgendwie scheint Free-to-Play weitaus mehr Money reinzuspülen, als wenn man das jetzt für 20 Euro und ohne Skins verkauft hätte. Und auf der anderen Seite denke ich an den 13-jährigen Kevin zurück, der einfach broke war, Junge. Und wir hatten so 20 Euro im Monat, die mussten wir so für Döner blowen und für Currywurst. Ja, Digga, 60 Euro für ein Game war so, oh so, mein Junge, Gott. Wie soll ich das payen, Alter? Niemals. Und die Kids von heute haben einfach so, ja, Bro, die können halt Apex Legends spielen, die können fucking Fortnite spielen, die können jede Menge Free-to-Play. Ist Warzone auch free? Ja, Warzone. Weißt du, die können jede Menge Shit spielen, der so for free ist. Und selbst sowas wie Overwatch, also Spiele sind auch einfach günstiger geworden 20 allgemein. 20 Euro kriegst du Overwatch. Counter-Strike ist for free jetzt. Leute können CSGO zocken umsonst. Klar, du brauchst einen PC, aber den braucht man einmal und dann passt das erstmal für 3 Jahre oder so. Dafür hatte ich nie Geld früher. Für einen PC? Und nur PlayZ Geld gehabt. Ja, aber ist nicht ein PC auch ungefähr so teuer wie eine PlayZ? Kriegst du für 400 Euro einen richtig krassen PC, also einen PC, mit dem du zocken kannst? Boah. Also und dann mal, aber auch halt vor 6-7 Jahre? Pass auf, du kriegst für 400 Euro einen PC, mit der du genauso gut zocken kannst wie mit einer PlayZ. Weil mit einer PlayZ, Digga, schön gefühlt 20 FPS, Junge, und Controller. Komm, verpiss dich, aber da hat das jeder so. Ja, aber okay, jetzt spiele ich. Raus. Ja, also als nee, Kind schon denke ich mir so, Bro, jetzt spiel ich doch nicht dann mit 50 FPS gegen klar, einen, der 300 du brauchst einen Bildschirm, du brauchst eine Maus, Tastatur, ja. Du brauchst den ganzen Müll halt. Ein Headset noch extra und so. Das stimmt schon, eine Konsole ist vermutlich günstiger, ja. Ich komme halt aus so einem Mittelstandhaushalt und bin da so ein bisschen so ein cool. Verwöhntes Einzelkind vielleicht. Scheiße, ah, du bist Einzelkind? Eigentlich nicht. Ich sage immer, ich bin Einzelkind, aber ich habe 3 Geschwister. Echt? Ja. Achso, okay. Aber die sind alle so älter. Mitte 40, Ende 40. Ernsthaft? Mein Dad ist richtig alt. Wie alt ist dein Dad? Ich glaube 67. Krass. Ja. Meine Tante ist ein Jahr älter als ich, also mein Opa hat auch noch spät losgelegt. Baller. Hustler. Ja. Hustler. Ja, ist super weird, es fühlt sich auch nicht an, als wären das meine Geschwister irgendwie, sondern mehr als wären das so Tante-Onkel-mäßig. Ist ganz komisch. 40-jährige Geschwister? Ja, ist komisch, Digga, die sind einfach 20 Jahre älter. Digga, what the fuck? Ja. Krass.
Aber ja, worüber haben wir gerade gesprochen? Wir gehen immer abhängen, so auf strebermäßig. Ah, wir hängen nicht so ab. Das ist. Was meinst du jetzt mit meinen Geschwistern? Ja, ja. Bro, wir hängen da echt fast gar nicht ab. Das ist so bei uns in der Familie irgendwie so. Irgendwie, unsere Familie ist so voll so eine selbstständige Familie. Fast alle in meiner Familie sind selbstständig, gerade von meinem Vater so in die Richtung. Und, was macht dein Vater? Ja, so Sicherheitstechnik-Shit ist, ja, ist nicht so wichtig, scheiß drauf. Ist sehr kompliziert zu erklären jetzt. Und meine Schwestern zum Beispiel haben einen Unverpacktladen. Mein Bruder ist auch Geschäftsführer von einer Company, ähnlich wie mein Dad. Und alle sind so in ihrem Hustler-Film und naja, man sieht sich mehr so zu so Familienfeiern eher. Ja. Sorry, dass ich mich ganz so hin und her denke. Ich habe eine Spritze bekommen an einer unangenehmen Stelle. Ja, aber so das geht bei uns ab. Ja. Aber witzig. So State of Gaming finde ich eigentlich geil. Keine Ahnung, ich feiere halt so irgendwie auch so zurückzugehen und mal so alte Sachen zu spielen, mal irgendwo so reinzugucken, wo nicht jeder. Weißt du, so, ich habe das Gefühl, viele Leute. Deswegen meine ich zu dir am Telefon, dass es das irgendwie für mich so ein ausgelutschtes Thema ist. Ich habe so das Gefühl, diese ganzen Streamer complain immer, es gibt keine neuen Games, aber gucken legit so in dieser Oberfläche so diese Games, diese drei Games, die es an die Oberfläche schaffen. Ja, man guckt halt so, okay, was ist mit FIFA, was mit Call of Duty, was mit Battlefield und was ist so mit genau, GTA. Die Leute gucken, was ist so gerade das Most Hype Battle Royale oder so, was ist mit Battlefield und was ist mit COD und FIFA halt. Und wenn die vier Games scheiße sind, dann sagen die halt, es kommt nichts Neues raus. Aber wie gehst du da vor zum Beispiel? Also ich denke mir halt, mein Problem ist halt, ich will immer irgendwie mit Homies zocken. Keine Ahnung, ich bin zum Beispiel Fallout bin ich ein Riesenfan. Ja. Bin ein richtiger Fallout-Fanboy, dann sehe ich 76 so, ich spiele es halt, weil ich Fallout so liebe. Und dann denke ich so, Bro, das ist so ein Schrott eigentlich, wenn du es vergleichst mit dem, was New Vegas zum Beispiel ist. So 4 war schon ein fetter Rückschritt. Habe ich alles nicht gespielt. Ja, what the fuck. Junge, wirklich, also komm, was spielst du? Ich bin echt in so einem ganz anderen Spielding drin. Was? Gerade zum Beispiel spiele ich viel Super Mario 64. Oh mein Gott, geilstes Game ever, Digga. Weißt du, sowas und dann, guck mal, da denke ich mir so... Hast du durch Speedrun wieder Bock bekommen, oder? Ja, ja. Ich habe mir auch diese ganzen 2 Stunden Speedruns damals anguckt während Corona jetzt. Übergeil. Und da denke ich mir so, diese ganzen Leute, die immer complainen, dass sie nichts zum Zocken haben, warum denken die denn nicht mal an sowas? Ey, das ist aber nice. Da habe ich bei dir zum Beispiel, das habe ich dir auch geschrieben, da habe ich dir zugeguckt, als du hast super auch irgendein Mario Switch gezockt, irgendein neues, keine Ahnung, welches war. Du warst in so einer 2D-Welt, hast 1000-mal gechoked, Digga, da hatte ich echt gar keinen Bock mehr zu gucken. 2D-Welt? Ja, es war halt... Ah, Mario Maker war das vielleicht? Nee, ich glaube nicht, ich glaube, das war das eine, wo Bowser, also hast du, oder immer irgendwie da in der Nähe ist, so draußen, kann das sein? Weiß nicht, du bist in irgendeiner Röhre und dann musst du auf so einem Grid hoch. Und du warst halt wirklich übel scheiße, Digga. Und es war halt wirklich so unangenehm, die Fresse ist so scheiße, bin ich jetzt auch. Bro, wirklich, ich habe dir eine Dreiviertelstunde zugeguckt und du hast bei dieser Passage die ganze Zeit gechoked, hast nicht geschafft. Ich weiß nicht, welches Game das war. Bist du sicher, dass es Mario war? War safe Mario. Okay. Also, ja. Und dann hast du halt die ganze Zeit nicht geschafft. Und dann war ich so, okay, ich kann es mir jetzt echt nicht mehr angucken. So, kennst du es, wenn du so geduldig zuguckst und du so denkst, ey, Digga, gib mir bitte Controller, ich mach's kurz fertig. Ey, Digga, das ist aber so schlimm. Leute sitzen zu Hause und denken immer, das wäre der einfachste Shit. Aber teilweise sind Games wirklich viel schwerer, als sie aussehen. Ja, aber so, da denke ich mir so, warum denken Leute nicht mal so da dran? Ich würde mir voll wünschen, dass so Super Mario 64 Speedrun, dass das so das next big thing ist, was alle zocken. Ja, aber das ist so ein bisschen wie ich, der mir wünscht, dass Overwatch geil ist oder ja, bei Overwatch oder so. Auch. Ich wünschte, Overwatch würde die Credits bekommen, die es verdient. Overwatch ist, also ich verstehe nicht, wieso das in Deutschland keiner ist. Hab ich nie verstanden. Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist sehr abschreckend. Genauso wie auch Tarkov zum Beispiel. Das sind so Games, die sind nicht so einsteigerfreundlich. Der Trend geht immer mehr hin zu Games, die super einfach zu verstehen sind. Keiner hat Bock mehr, sich irgendwie 20 Stunden in ein Game reinzufummeln. Weißt du, so, wenn ich an die geilsten Erinnerungen in Gaming zurückdenke, ja, sind es immer die Games, die am Anfang übelst Pain waren. Ja, ja, ja. So, wo du so dazugehören willst bei deinen Homies, weil die das können. Ja, und du denkst dir so, Bro, warum zocken wir das? Ich krieg hier nur aufs Maul. Ja. Und das waren immer am Ende die Games, die am meisten gebockt haben. Ja. So, da würde ich halt sowas wie WoW nehmen, CSGO, selbst League of Legends, auch wenn es ein echt schlimmes Spiel ist manchmal, aber so, das war so Pain am Anfang, das zu zocken. Aber dann kommt man rein, ich weiß nicht. Ich bock auf Overwatch. Das ist eine Sache, die ich scheiße finde. Ich finde diese Entwicklung... Es geht immer mehr in Richtung Casual. Das finde ich scheiße. Ist eine schlechte Entwicklung, Bro. So, es bringt vielleicht mehr Spieler und mehr Geld. Aber ist doch kacke, Digga. Gerade bei sowas wie World of Warcraft. Es ist so heftig in diese Casual-Richtung gegangen.
so solche Games leben halt davon, dass das so Hardcore bist du so ein Typ, Games sind. Bist du so ein Typ, der gerne Grindy macht? Also keine Ahnung, was bist du für ein Typ, wenn du jetzt anmachst und du hast Schwierigkeitsstufen da? Also spielst du auf schwer Hardcore oder bist du so einer, der sagt, ich mach's auf halt Medium fertig? Es kommt halt drauf an, ob ich für Stream spiele oder für mich selber. Ja. Aber meistens nehme ich so die zweitschwerste, damit es challenging ist, aber ich im Stream nicht irgendwo stacke. Mhm. Ja, okay, im Stream ist wahrscheinlich was anderes. Privat weil ich will da nicht hart. Zwei Streams an demselben Endboss chillen, weißt du? Was dann aber manchmal trotzdem passiert. Okay. Aber ist ein anderes Thema. Hast du mal Ding gezockt? So Dark Souls? Ja. Ja, was, wie findest du? Übergeil. Ja, also Dark Souls 3 habe ich gespielt und Sekiro. Das ist von den, ich weiß nicht, ob es von denselben Machern ist, aber Sekiro ist quasi wie Dark Souls, nur mit so einem Samurai-Arzen. Geil. Und Dark Souls 3 habe ich durchgespielt. Ist für mich auf jeden Fall meiner Top 10 beste Games all time. Mit Abstand. Elden Ring kommt halt. Ist das das Neue von denen, ja, ne? Ja, aber Open-World-mäßig. Ja, das wird übergeil. Hast du Bloodborne gespielt? Nee, ist auch noch auf der Liste. Spiel. Muss auch noch, ich hab das Carsten gesagt, als er es gespielt hat, dass ich es übel fett fand. Wie heißt es? Auch mit Souls irgendwas am Ende. Demon's Souls, ja. Das habe ich durchgezockt vor 2-3 Monaten. Das kam auf jetzt als Remastered 5. irgendwann mal raus, ja, das habe ich noch nicht gezockt. Also habe ich, ich sag mal, ich habe bis zum ersten Boss gezockt. Das ist nicht so gut, aber es ist okay. Ja, der erste Boss? Ich weiß nicht mehr genau, was der war, aber ich habe da auf jeden Fall viel gechoked. Und ja. Sekiro, bei Sekiro, also bei diesen Souls-like-Games sind auch so eine Hassliebe. Ich liebe die und ich hasse die auch. Ich habe bei Sekiro... Du fängst dreimal an, bis du es wirklich anfängst. Digga, ganz schlimm. Ich habe bei Sekiro habe ich auch einen Bildschirm eingeschlagen, weil ich so sauer war. Echt? Ja. Geil. Das passiert bei mir fast nur bei FIFA. Alter, ich habe nie verstanden, wie Leute bei FIFA so ausrasten können, bis ich es mal irgendwann selber gespielt habe. Ich habe noch nie so oft das Wort Nuttensohn gesagt. Ja. Digga, ich die ganze Zeit nur dieser dumme Nuttensohn-Schiedsrichter. So nur am Beleidigen gewesen. So ein Scheißspiel. Das ist ein Kackgame, Digga. Was ist eigentlich mit Dingen? Was ist mit. Du bist weggezogen, also du ziehst weg. Ja, hat ein bisschen mit dem Thema zu tun, was wir vorhin gesprochen hatten. Dach, du liebst Berlin, Bro. Ja, tu ich auch. Aber ich habe auch merken müssen, dass. Ja, ist so ein bisschen so ein Tumblr-Tattoo, aber so. So home is where your friends are, so mäßig. Und ich was? Home is where your friends are, so mäßig. Mm. Weißt du, so ich habe zwar auch übelst viele Homies in Berlin, aber wie ich halt vorhin meinte. Also dein WhatsApp-Status. So, ne, du checkst also so, ich habe übel viele Freunde in Berlin, aber so, die haben halt einen normalen Job und normale Arbeitszeiten. Und hier in Köln sage ich schon, aber in Köln habe ich halt 30 Leute, die genauso Fucked-Up-Zeiten haben wie ich, im Grunde immer Zeit haben und immer Bock haben, irgendwas zu machen. Und in Köln ist es mehr so, ich habe 3 Sachen zur Auswahl für jeden Tag und ich muss mich für einen entscheiden. Und in Berlin muss ich gefühlt 2 Wochen vorher anmelden und es selber planen, wenn ich was machen will. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm, und das ist so ein bisschen das Ding. Und auf der anderen Seite mache ich ja den Podcast mit Dominik. Und wir wollen halt schon, seit wir angefangen haben, eigentlich einen Videopodcast draus machen und ein kleines Studio bauen, vielleicht dann auch eher mal wieder so Gäste einladen und so. Und das können wir halt nur machen, wenn wir zusammen in einer Stadt wohnen. Und er ist dann halt nach Köln gezogen, weil er einfach aus seiner Wohnung raus wollte und mal was Neues probieren wollte. Er war doch hier in der Nähe, oder? Hä? Er war doch hier in der Nähe. Ja, er hat hier in Stuttgart gewohnt, quasi in der Nähe. Und bei seinen Eltern bis vor einem halben Jahr oder so. Und dann hat er das Angebot bekommen in dem Haus von Rob, quasi da mit drin zu wohnen, weil da ein Platz frei geworden ist, weil Sandy da ausgezogen ist. Und dann hat er gesagt, ja, fuck it, ich mach's. Einfach so YOLO, es war einfach so eine Scheiß auf, ich mach's einfach Entscheidung. Und dann habe ich halt immer so gesehen, ja, okay, und die machen immer jeden Tag, sind die essen mit allen und so, wie geil. Ich will auch was mit denen machen. Und dann war ich halt einmal zu Besuch für so eine Woche und war so übelst angefixt. Und ja, dann war klar, okay, ich musste halt dann nach Köln ziehen. Crazy. Ja, hätte ich auch nie gedacht, no joke, hättest mich vor einem Jahr gefragt. Ja, weil du warst echt so, du warst ein bisschen so ein Heimscheißer, wie ich bin. Ja. Du warst so, Alter, aus Berlin, never. Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals wegziehe. Ich finde Berlin auch so viel cooler als Köln. Ich wünschte, es wäre genauso, wie es in Köln ist mit den Leuten, aber einfach in Berlin. Das wäre das Perfekte. Ich finde es krass, ein Schritt. Das hört sich für andere so voll. Also ich kann mir schon vorstellen, schon ein heftiger Schritt. Ja, geht. Also... Also das ist so eine Entscheidung, man denkt, es wäre ein heftiger Schritt, aber wenn man es dann macht, ist es so, ja, okay, ich ziehe halt um. Bro, ganz ehrlich, Digga, wenn ich will, ziehe ich halt in einem halben Jahr wieder zurück. Juckt halt. Und da habe ich viel auch mit Dominik drüber gesprochen und dachte ich halt auch so,
Ja, Digga, stimmt. Irgendwie wäre es auch cringe, dann. Das ist dann, da sind wir wieder bei diesem, wenn ich 40 bin oder 50, dann möchte ich an diese Zeit so zurückdenken, irgendwie, also cool zurückdenken können. Und dann will ich nicht daran zurückdenken, ey, ich habe einfach mein Leben lang nur in dieser einen Stadt gewohnt. Nur in Berlin, immer in demselben, immer das gleiche Umfeld, immer die gleichen 10 Restaurants, dann immer alles gleich, gleich, gleich. Sondern möchte ich auch mal sagen können, Alter, ich habe auch mal in Köln gewohnt für ein Jahr oder zwei. Und daraus kam es dann so, weißt du? Krass. Ja, und ich glaube, das ja, hängt auf jeden Fall auch viel mit diesem, ich brauche was Neues, was ich gerade habe, zu tun. Also ich brauche einfach eine richtig große Veränderung in meinem Leben gerade. So 180 Grad Drehung. Dass du so neu starten kannst. Ja, das mache ich auch. Irgendwie mache ich das. Ich brauche was anderes gerade. Und das ist ein Teil davon auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, das ist eigentlich ein gutes Ende. Ja, Mann, das war sehr geil, Bro. Ich habe zwar noch viele Sachen, die ich eigentlich jetzt, aber ich glaube, wir sind beide relativ Banane von diesen Lichtern langsam. Komplett, die Lichter sind echt hell. Bro, das ist, also hier wurde auf jeden Fall aufgenommen, bis die Speicherkarten voll sind, Bro. Ja? Ja. Ja, ja, Mann. Der längste Podcast, den ich je gemacht habe. Wie lange haben wir aufgenommen? Drei. 3 Stunden? Okay, so lange kam es mir nicht vor. Ja, kam mir auch nicht so lange vor. Also die ersten 2 Stunden kamen mir vor wie maximal 3/4 Stunde. Ja. So. Als wir da die ganze Zeit diese Bumsi-Themen hatten, aber... Nee, Digga, freut mich unnormal. Ich glaube, es gibt noch so... ich werde dich irgendwann mal nochmal rufen, weil ich glaube, ich habe das ein oder andere Thema, was ich mit dir gerne besprechen will, weil das kommt dann noch. Aber ich bin gerade auch wahrscheinlich so wie du. Ich muss ein bisschen mich selber auch gerade finden und wieder die Liebe aufbauen zu den Sachen, die Safe. Ich noch gar nicht weiß, dass ich sie liebe. Ist vielleicht so, wie du meinst, dass es bei vielen Leuten so ist gerade. Ey, war ja, auf jeden Fall geil, dass ich hier sein konnte, Bro. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ey, danke, dass du gekommen bist. Immer gerne, Bruder. Vielen Dank an Athletic Greens. Danke, dass ihr diesen Podcast euch zu Ende angeguckt habt. Falls ihr eure Gesundheit unterstützen wollt und nochmal auf Nummer sicher, sicher, sicher gehen wollt, so bin ich, so mache ich das. Ich bin halt so ein kleiner, zwangsgesteuerter Mensch und ich denke dann, gut, sicher, sicher. Auch nicht übertreiben. Es geht auch zu viel. Auch das haben wir, glaube ich, gelernt in dem einen oder anderen Podcast. Vor allem auch bei Ernährung. Aber falls das für euch interessant sein sollte, unten in der Beschreibung ist der Link, bekommt das D3 K2 Package für ein Jahr, 5 Travel Packs und die ganze Packung hier mit eurer Tagesration monatlich für eure Mikronährstoffe, Vitamine und Co. Falls euch interessiert, unten auf Athletic Greens könnt ihr euch alles weiter durchlesen und die Inhaltsstoffe sehen und sehen, was genau da der Teufel steckt im Detail. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Informiert euch und trefft eure Entscheidung. Falls ihr euch selber davon überzeugen wollt, habt ihr eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und macht Gebrauch von der, falls euch das Ganze nicht gefällt. Hört nicht auf mich, probiert's aus, guckt's euch an, informiert euch, trefft eure Entscheidung und lasst mich wissen, wie ihr es findet. Ich bin gespannt drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ciao.